DOSB wollte eigentlich Hörmann kommen? Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Sachverständige, sehr verehrte weitere Zuhörerinnen und Zuhörer, ich versuche mal, den Beginn der Sitzung auf jetzt zu legen, und es scheint zu gelingen. Vielen Dank dafür. Ich eröffne die 57. Sitzung des Sportausschusses, begrüße Sie alle sehr herzlich zu unserer heutigen öffentlichen Anhörung zu dem Thema Reform der Spitzensportförderung. Das Thema bewegt seit einiger Zeit nicht nur Sportlerinnen und Sportler, sondern natürlich auch Verbände, Politik und damit auch die gesamte Öffentlichkeit. Wir haben uns heute auf folgende Sachverständige verständigt, die ich jetzt vorab sehr, sehr herzlich begrüßen möchte. Ich beginne mit Dr. Phil Adrian Bürgi, Bundesamt für Sport aus der Schweiz. Herzlich willkommen. Professor Dr. Wolfgang Mennig von der Universität Hamburg, Ihnen ebenfalls ein herzliches Willkommen. Professor Dr. Gunther Gebauer von der Freien Universität Berlin. Franziska Weber als aktive Athletin aus dem Kanu-Rennsport, unter anderem 2012 Goldmedaillengewinnerin im K2 und Silber im K4. Sowie Michael Teuber vom Deutschen Behindertensportverband, paralympischer Athlet, dürfte sicherlich den meisten hier bekannt sein. All die Erfolge, lieber Michael Teuber, jetzt aufzuzählen, würde den Zeitrahmen sprengen. Mehrfacher Paralympicsieger und einer der erfolgreichsten Athleten des Deutschen Behindertensportverbandes. Auch Ihnen allen soweit ein herzliches Willkommen. Herrn Frank Hensel, Generaldirektor des Deutschen Leichtathletikverbandes. Herrn Dr. Harry Bär, Leiter des Olympiastützpunktes hier in Berlin, und mit Christian Schenk, einen Zehnkampf-Olympiasieger aus dem Jahr 1988, der uns ebenfalls aus der Sicht mal seine Sicht auf die vorliegende Reform geben möchte. Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Das gilt ebenso für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Bundesinnenministerium, an der Spitze Herr Abteilungsleiter Gerhard Böhm. Und Sie haben fast Ihre gesamte Sportabteilung mitgebracht. Auch das zeigt das Interesse Ihres Hauses. Vom Deutschen Olympischen Sportbund, insofern passt es gerade gut, dass Sie reingekommen sind, Herrn Präsidenten Alfons Hörmann, Herrn Dirk Schimmelpfennig als Vorstand Leistungssport und Christian Sachs als Leiter des Hauptstadtbüros hier in Berlin. Vom Deutschen Behindertensportverband den Präsidenten Friedhelm Julius Beucher, von der Sportministerkonferenz Andreas Schumann und Bernhard Schwank. Alle begrüße ich recht herzlich. Unsere Sachverständigen stehen heute mit Eingangsstatements im direkten Rede- und Antwortspiel uns zur Verfügung, sollten aber Fragen an die Herren, die hier in der Mitte sitzen, sein, ist das jederzeit möglich. Vielleicht kurz zur Erklärung für die Zuhörer. Wir haben bewusst darauf verzichtet, für die Sachverständigenliste solche Teilnehmer einzuladen, die an der Reform aktiv im Prozess mitgewirkt haben, sind aber der Meinung, falls Fragen aus den Reihen der Abgeordneten auch an diejenigen kommen sollten, die die aktive Rolle in den letzten Monaten gespielt haben, soll das selbstverständlich auch möglich sein. Nach den Eingangsstatements wird die Befragung der Sachverständigen fraktionsweise erfolgen, wobei jede Fraktion ihrer Stärke entsprechende Zeitkontingente in jeder Runde für Fragen einschließlich der Antworten erhält. Und jetzt darf ich die Kolleginnen und Kollegen kurz um Aufmerksamkeit bitten, weil ich auf die einzelnen Zeitkontingente hinweisen muss. Wir haben uns im Obleutegespräch verständigt, dass für jede Fragerunde 25 Minuten vorgesehen sind, nach dem parlamentarischen Plenarschlüssel jeweils 10 Minuten auf CDU/CSU entfallen, 7 Minuten auf die SPD und jeweils 4 Minuten auf die Fraktion Die Linke und die Fraktion Bündnis Die Grüne. Insgesamt sind 5 Fragerunden zunächst geplant,
sodass ausreichend Zeit bleiben dürfte, sich auch auf die Fragen zu konzentrieren, die sich aus der ersten Antwortrunde möglicherweise ergeben haben. Ob es darüber hinaus weiteren Erörterungsbedarf gibt, werden wir im Laufe der Sitzung sehen. Ich weise alle Beteiligten noch einmal darauf hin, dass die Sitzung öffentlich ist. Ein Fernsehsignal live via Kabel, Satellit und im Internet ausgestrahlt wird. Auch im Hauskanal 2 des Deutschen Bundestages eine Übertragung angeboten wird. Und dass die Sitzung auf der Homepage des Sportausschusses unter bundestag.de abrufbar sein wird. Dort finden Sie im Übrigen nach Fertigstellung auch ein Wortprotokoll dieser öffentlichen Anhörung und bereits jetzt die eingegangenen Stellungnahmen der Sachverständigen, für deren Übersendung ich Ihnen im Übrigen ausdrücklich danken möchte. Wir haben uns verständigt, dass wir mit den Eingangsstatements der Sachverständigen genau in der Reihenfolge beginnen, in der ich sie gerade begrüßt habe. Hierfür sind jeweils, wir hatten sie vorgewarnt, jeweils 5 Minuten vorgesehen. Und ich darf Sie bitten, diese jedenfalls nicht wesentlich zu überschreiten. Sie machen auch mir dann hier vorne die Arbeit etwas leichter. Herr Dr. Bürgi, Sie haben das Wort. Bitte schön. Ich denke, jetzt sollte es funktionieren. Ja. Das hört man. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Mitglieder des Sportausschusses des Deutschen Bundestages, geschätzte Zuhörende, im Namen des Bundesamtes für Sport in Macklingen, Schweiz, bedanke ich mich herzlich für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Auch in der Schweiz sind wir daran, unser Spitzensportfördersystem zu evaluieren und zu optimieren, wenngleich auch in einer wesentlich kleineren Dimension, doch die Herausforderungen und Handlungsfelder und Maßnahmen sind ähnlich. Es geht nämlich immer darum, innerhalb gesetzter Rahmenbedingungen, also ethischer Rahmenbedingungen beispielsweise, die Ressourcen möglichst effizient zu nutzen, um eine maximale Effektivität zu erzielen. In unserer Stellungnahme haben wir versucht, konkret zum Eckpunktepapier Stellung zu nehmen und dabei möglichst auch die Flughöhe des Papiers zu halten, also nicht mehr abzutiefen, als das Papier vorgibt. Einige allgemeine Bemerkungen. Die zur Stellungnahme unterbreiteten Dokumente schaffen aus unserer Sicht eine sehr gute Grundlage, die künftigen Leitlinien der Neustrukturierung der Spitzensportförderung in Deutschland zu definieren. Das Ziel, durch die Neustrukturierung die Erfolgsvoraussetzungen des Spitzensports zu verbessern, ist klar formuliert. Zielstellungen mit Bezug zu gesellschaftlichen Anliegen, Vorbildfunktion, Lebensschule für Kinder und Erwachsene und so weiter oder volkswirtschaftliche Aspekte, Sportveranstaltungen, Tourismusförderung fehlen allerdings. Diese könnten die Neuausrichtung gegebenenfalls breiter abstützen und damit politisch breiter legitimieren. Der künftige Weg führt weg von einer Politik der Unterstützung hin zu einer Politik des Investments. Der Bund, das BMI, investiert dort, wo Potenziale geortet werden. Diesen Ansatz erachten wir für den Spitzensport als zielführend. Einige Bemerkungen zur potenzialorientierten Fördersystematik. Der beschriebene Prozess der potenzialorientierten Fördersystematik erscheint stark von außen gesteuert. Veränderungen müssen vorab in den Sportverbänden und ihren Sportarten erfolgen. Es stellt sich deshalb die Frage, wie die Verbände und Sportarten am Prozess beteiligt werden können, damit diese Veränderungen auch nachhaltig getragen und wirksam werden. Die Leistungsklassifizierung durch ein perspektivisches Berechnungsmodell zur Bewertung der Zukunftschancen einer Sportart ist erstrebenswert, zugleich auch sehr ambitioniert. Denn auch auf der Grundlage dieses Modells sind Beurteilungs- und Bewertungsvorgänge vor dem Hintergrund des persönlichen Know-hows und der persönlichen Erfahrung der Experten und damit anspruchsvolle Abgrenzungsdiskussionen im Zusammenspiel der drei geplanten Leistungsklassen nicht zu vermeiden. Die Themen der Strukturgespräche mit den Sportverbänden sind im Eckpunktepapier differenziert aufgelistet. Gegebenenfalls ist es auch sinnvoll, die Planung internationaler Wettkämpfe im eigenen Land zu integrieren. Diese können die Entwicklung einer Sportart erfahrungsgemäß nachhaltig beeinflussen, sofern sie frühzeitig geplant und in die Gesamtentwicklung integriert sind. Noch einige Bemerkungen zur Koordination und Kommunikation zwischen den Stakeholdern im Spitzensportsystem.
An verschiedenen Stellen wird auf die Bedeutung der Koordination und Kommunikation zwischen den verschiedenen Stakeholdern im Spitzensportsystem hingewiesen. Dies ist ein oft unterschätztes Schlüsselelement einer wirksamen Erfolgsstrategie. Entsprechend verdient diese Erkenntnis nicht nur Erwähnung, sondern auch spezifische Überlegungen im Hinblick auf eine erfolgswirksame Nutzung von Kooperationen und Synergien, gegebenenfalls auch mit dem Breitensport. Besten Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Ganz herzlichen Dank. Ich darf das Wort nahtlos an Herrn Professor Mennig weiterreichen. Bitte schön. Ja, danke, Frau Vorsitzende Freitag. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich hier mit Ihnen diskutieren darf. Es ist so, dass ich auch mal ein ganz passabler Sportler war, auch mit Olympiamedaille. Aber was mich eigentlich mehr legitimiert, hier heute zu sein, ist das für mich bis heute traumatische Erlebnis meiner Olympiateilnahme 1984, wo wir nicht wie erwartet eine Medaille gemacht haben, sondern nur einen sechsten Platz erreicht haben. Und ja, jeder Athlet sagt, die anderen sind schuld, aber ich sage bis heute, dass es die damals falschen Strukturen im Ruderverband und die Personalstruktur waren. Seitdem beschäftigt mich dieses Thema. Es ist für mich nicht nur ein wissenschaftliches Thema, sondern wirklich ein emotionales Thema, dass wir da vorankamen. Mein Herz ist voll, das haben Sie gesehen an dem, was ich Ihnen an Unterlagen übermittelt habe. Ich kann nur ganz wenige Aspekte ansprechen. Als Vorbemerkung möchte ich mich, damit bin ich bei der Folie 2, darauf konzentrieren, dass oft mir entgegengeworfen wird, wenn man Sportarten, die nicht erfolgreich sind, weniger fördert, dann haben die ja erst recht keine Chance mehr. Ich glaube, dass dieses Argument nicht stimmt. Im Gegenteil, es ist zwar so, dass wenn man erfolgreiche Sportarten weniger Geld gibt, dass es dann da weniger Erfolg gibt. Wenn man aber nicht erfolgreichen Sportlern oder Sportarten weniger Geld gibt, dann kann der erstaunliche Effekt eintreten, dass auf einmal mehr Erfolge da sind. In Anlehnung an eine aktuelle Sportlerin nenne ich immer das den Laura-Grasemann-Effekt aus dem Freestyle-Skifahren. Die wörtlich sagt, seitdem sie weniger Förderung bekommt, muss sie mit ihren eigenen Geldern genau gucken, welchen Trainer sie wann einsetzt, welche Trainingslager sie macht. Und sie ist seitdem besser geworden. Es nutzt nichts den Athleten. Es ist nicht für die Athleten, wenn sie falsche Strukturen weiterhin in dem gleichen Umfang finanzieren, sondern sie helfen den Athleten, mittelfristig mit Sicherheit, aber wahrscheinlich schon kurzfristig, indem sie den entsprechenden Verbänden, die falschen Strukturen bereiten, weniger Geld geben. Ich möchte davon ein bisschen trennen zwischen Förderung und Nominierung. Wenn ich jetzt für eine Erfolgsorientierung eine stärkere plädiere, heißt das nicht, dass ich nicht auch sehr gut leben kann mit einer Situation, wo man allen Athleten, die die Olympia-Qualifikationen, die vom IOC gesetzt werden, nominiert, selbst wenn sie damit nur Platz 20 beispielsweise beim Marathon erreichen. Hier wäre ich liberaler als vielleicht mancher von Ihnen. Ich denke, dass man bestimmte Sportarten hat, wo die Sportler sehr große Schwierigkeiten haben, ganz unabhängig von den Spitzensportstrukturen mitzuhalten. Und es ist eine Aufgabe, dass die besten Athleten aus Deutschland eine Chance haben, wenn sie denn eine gewisse Olympiareife haben. Zu der Folie 3 möchte ich bemerken, dass wir als Hobby sozusagen immer Medaillenprojektionen vor den Olympischen Spielen erstellen. Da wird statistisch, ökonometrisch geguckt, was eigentlich angesichts des Potenzials in einer Gesellschaft, und da haben sich die Größe der Bevölkerung, das ist eine Proxy für den Talentepool, das Bruttosozialprodukt pro Kopf, das ist eine Proxy für die, sagen wir, gesellschaftliche Effizienz insgesamt, Klima, die Partizipationsrate der Frauen, als hochsignifikante Variablen erweisen. Wir haben vor den Olympischen Spielen wohlweislich prognostiziert oder projektiert, dass Deutschland 42 Medaillen gewinnt. Wir haben Glück gehabt, es sind genau 42 Medaillen geworden. Deutschland hat gemessen an seiner sonstigen Leistungsfähigkeit in Sport, in Politik und Wirtschaft sein Soll erreicht. Von daher ist eigentlich erstmal keine Notwendigkeit, alles über den Haufen zu werfen. Was uns, glaube ich, nur ärgert, ist, dass einige wenige Länder, die kongenial sind, nämlich Frankreich und Großbritannien, deutlich mehr aus ihrem Potenzial rausholen. Ohne die würden wir wahrscheinlich nicht hier sitzen. Aber ich warne ein bisschen vor der Erwartungshaltung, dass wir Platz 2 oder 3 erreichen sollten. Ich glaube, dass der Platz 5 für Deutschland angesichts seiner Bevölkerungsgröße und auch seiner sonstigen Leistungsfähigkeit ein sehr angemessener Platz langfristig ist. Wenn ich mich trotzdem jetzt hier auch mit einsetze dafür, dass wir etwas verbessern, dann geht es mir also nicht darum, dass wir in dem Medaillenranking weiter nach oben kommen, sondern mir geht es darum, und jetzt bin ich bei meiner Folie 4, dass offensichtlich zu viele Sportler in zu vielen Sportarten, nämlich insgesamt 16 in London, keine Medaillen gewinnen konnten.
und dass auch in einer weiteren Zahl von 10 Sportarten nur relativ wenig, nämlich nur eine Medaille gewonnen werden konnten. Mit anderen Worten, positiv formuliert, 80% aller Medaillen von Deutschland sind in 16 Sportarten gewonnen worden. Diese sind effizient, diese sind gut, wobei man kann da, und das sehen Sie in den letzten 5 Spalten meiner Tabelle, auch da nach verschiedenen Evaluierungskriterien mal Fragezeichen setzen. Aber es geht mir um die Verbände, bei denen bisher die Strukturen offensichtlich nicht effizient sind. Ich bin der Meinung, wenn man das rausbekommt für eine Olympiade, auch noch für eine zweite Olympiade davor, vielleicht auch noch für Peking 2008 und immer wieder die gleichen Verbände keine Performance zeigen bei Finalpositionen und Medaillen, dass man dann, ich sage es nochmal, im Sinne der Athleten, und ich würde es auch Athleten jetzt hier ins Gesicht sagen, im Sinne der Athleten, die jetzt dort tätig sind, da würde ich den Verbänden tatsächlich die Gelder kürzen. Ich rede nicht davon, dass sie kein Geld bekommen sollen, aber es muss in Richtung eines weniger Geldes gehen, damit sich die Strukturen, die dort offensichtlich nicht stimmen, verändern. So, meine Zeit ist überschritten, es ist schade, aber ich will damit enden und hoffe, dass dann meine Anregungen vielleicht noch in den nächsten Runden zu nachfragen anreizen. Dann dürfen Sie ganz sicher sein, dass noch die entsprechenden Fragen zu dem kommen, was Sie jetzt nicht vortragen konnten, was Sie uns aber schon schriftlich geliefert haben. Herr Professor Gebauer, bitte. Ja, vielen Dank für die Einladung, sehr verehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Ausschussmitglieder. In manchem bin ich vollkommen einverstanden mit meinem Vorredner. Deswegen kann ich jetzt ein bisschen kürzer machen. In einem Punkt nämlich kann man dem neuen Förderungskonzept voll und ganz zustimmen. Die Athleten sollen im Mittelpunkt stehen. Der Entwurf sollte aber um einen anderen Punkt, meine ich, erweitert werden. Spitzensport ist nicht nur auf Medaillen gerichtet, sondern wirkt auch auf den Sport im eigenen Land zurück. Als eine große Fülle von Bewegungspraktiken, Spielen und Freizeitaktivitäten ist der Sport aus der deutschen Bürgergesellschaft gewachsen und in dieser immer noch verankert. Der Spitzensport kann diese enge Bindung verstärken und durch hohe Leistungen den Breitensport aufwerten. Diesen Beitrag zur Alterskultur erbringen auch jene Athleten und Athletinnen, denen die absolute Weltspitze mit Mitteln, die ihnen nicht zur Verfügung stehen, enteilt ist. So zum Beispiel im Laufen, Langlaufen zum Beispiel, Schwimmen, Radfahren, Volleyball, Basketball, um nur einige zu nennen. Für eine Kulturnation ist nicht die schiere Zahl der Medaillen von Wert, sondern die Athleten, die solche Sportarten überzeugend vertreten. Wenn man die Menge von Medaillen zum obersten Ziel der Sportpolitik macht, landet man in einer unerfreulichen Nachbarschaft. Also ich meine jetzt nicht England und Frankreich. Es gibt noch ein paar andere Länder, Herr Menning, die Sie nicht angesprochen haben. Es entspricht der deutschen Kultur viel mehr, auf die Qualität der Athleten und Athletinnen zu achten, und dies nicht im Sinne formelhafter Beschwörung, wie unsere Athleten sind ohne Doping, mit Fair Play und so weiter, wie es manchmal im vorliegenden Entwurf anklingt. Gegen den Vorschlag, die Fördergelder anders zu verteilen, die Organisation des deutschen Leistungssports insgesamt zu straffen und zu professionalisieren, kann man im Prinzip nichts einwenden. Herr Menning hat das deutlich gemacht. Hier besteht der Vergleich im Vergleich zu anderen Ländern Handlungsbedarf. Die Frage ist aber, welches Instrument dazu dienen soll, eine Umverteilung oder sogar Neuverteilung der Mittel zustande zu bringen. Das Zauberwort im Projekt heißt Potenzialanalysesystem, POTAS. Das ist erst einmal ein schönes neues Wort. Aber was leistet dieses System? Es soll das Potenzial eines Spitzenverbandes messen und berechnen. Es soll ein objektives, auf, Zitat, mathematischer Basis arbeitendes System sein. Wie zum Beweis seiner Verlässlichkeit wird darauf verwiesen, dass eine Reihe von sogenannten Attributen in einen Computer eingegeben wird, der dann die Analysearbeit bewältigt. Das klingt zeitgemäß. Mithilfe eines mathematischen Systems errechnet der Computer Leistungsklassifizierung. Entscheidend dabei ist also das mathematische Analysesystem. Dazu wird aber überhaupt keine Aussage gemacht. Darauf kommt aber alles an, welches das ist. Dass da keine Aussage drin steht im Entwurf, hat gute Gründe. Mit etwas wissenschaftstheoretischen Kenntnissen weiß man, dass die Bestimmung eines Leistungspotenzials eine halsbrecherische Sache ist. Also ich bin ein bisschen deutlicher als mein Kollege aus der Schweiz, der ist viel freundlicher, der sagte ambitioniert. Aber ich denke, er meinte so etwa das in der Richtung. Schweizer sind freundlicher als wir. Die Errechnung eines Potenzials ist die Bestimmung eines zukünftigen Zustands.
In der Physik geschieht dies auf der Grundlage von Naturgesetzen. In den Sozialwissenschaften und in der Psychologie hingegen gibt es keinen vergleichbaren gesetzesartigen Zusammenhang zwischen Ist- und Soll-Zustand. Den zukünftigen Erfolg von Förderung kann man nicht wissenschaftlich bestimmen, auch nicht mit einem Computer. Die Verfasser des Entwurfs behaupten einfach, dass es so etwas geben muss, so steht es drin, muss es geben. Und dies für einen Zeitraum von 4 bis 8 Jahren, das ist ziemlich lange. Alle prognostischen Verfahren, die sich nicht auf gesetzesartige Aussagen stützen können, haben ein Problem. Ihr prognostizierter Zielzustand ist nichts anderes als eine Projektion. Aber das ist nicht das einzige Problem des Potters. Die Attribute, die in das System eingegeben werden, sind keine Hard Facts, sondern entstehen aus, Zitat, disziplinspezifischen Bewertungen und der Beteiligung von Experten. Es wird nur der Anschein von Objektivität erweckt. Tatsächlich wird es ein Verfahren sein, bei dem Verbandsvertreter und Wissenschaftler ihre Deutung, also ihre Soft Facts, in das System eingeben. Ob die Wissenschaftler dabei als Korrektiv der Funktionäre wirken werden, ist völlig unklar. Das wird man sehen. Aber es gibt doch nun auch noch die übergeordnete Potters-Kommission, die den Gesamtprozess bewerten soll. Wird sie ihn auch kontrollieren können? In ihr sitzen die Vertreter des DOSB und die Mitarbeiter von wissenschaftlichen Institutionen, die nun allerdings weitgehend unter Kontrolle des DOSB stehen, DSBIS, IAT, Trainerakademie. Welche Rolle das Innenministerium dabei spielen wird, ist aus dem Entwurf nicht zu ersehen. Den Athleten schließlich, die am Mittelpunkt stehen sollen, werden duale Karrieren versprochen. Worin diese aber bestehen und was die Sportler vom DOSB erwarten können, nachdem sie 4 bis 8 Jahre Potenzial waren, wird mit keinem Wort konkret angegeben. Sie werden dann in der Regel ca. 30 Jahre alt sein und ins Berufsleben eintreten, in dem ihre zukünftigen Konkurrenten schon gute 5 bis 7 Jahre Erfahrung gesammelt haben. So stellt sich zum Schluss die Frage, ist eigentlich in diesem neuen Sportsystem jemand verantwortlich gegenüber den Athleten, wenn sie im Sport oder auch im Leben scheitern sollten? Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Gebauer. Mit Beifallsbekundungen darf ich Sie bitten, sich noch ein wenig zurückzuhalten. Sie wissen ja gar nicht, was noch alles kommt, möglicherweise. Frau Weber, bitte. Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich würde gerne das aus meiner Sicht einfach schildern, wie das, was Dinge sind, die einem Athleten auf dem Herzen liegen. Also nachdem ich nicht mal 2 Jahre gepaddelt bin, habe ich mich für die Eliteschule des Sports in Potsdam beworben und hatte auch zu der Zeit das Glück, dass die Trainer auch in jungen Jahren schon an mich geglaubt haben und ich somit die Chance hatte, meine sportlichen Träume und meine schulische Ausbildung unter einen Hut zu bekommen. Mit Hilfe von Trainingslageraufgaben und Nachhilfeunterricht habe ich während Trainingslagern und Wettkämpfen den Anschluss an den normalen Unterricht nicht verloren und konnte so in meiner Schulzeit sportlich und schulisch erfolgreich sein. Das Schulsystem hat es mir ermöglicht, freie Zeiten im Stundenplan effektiv für Training zu nutzen. Aufgrund der kurzen Wege zu den Trainingsstätten, eingeplanten Trainingszeiten und vor allen Dingen Schulzeitstreckung während des Abiturs. Somit musste ich mich an keiner Stelle zwischen meiner sportlichen und meiner schulischen Ausbildung entscheiden, sondern konnte beide Schwerpunkte zu gleichen Teilen vorantreiben. Was für mich eine entscheidende Größe in meiner Entwicklung war, waren Trainer, die mich altersgerecht trainiert und gefördert haben, die den entsprechenden Weitblick hatten, dass wir Sportler uns bis ins Erwachsenenalter weiterentwickeln, dass keine Trainingsmethode und keine Maßnahme vorweggenommen wurde. Ich empfinde dies als einen der wahrscheinlich wichtigsten Aspekte in meiner Entwicklung oder auch in der Entwicklung eines Sportlers. Und genau darauf sollte man auch in Zukunft achten, dass wir in allen Sportarten, in allen Altersklassen wissenschaftlich ausgebildete Trainer haben und dass sich auch für die Trainer, dass der Trainerjob finanziell lohnt. Denn gute und sehr gute Athletenleistungen erfordern genauso gute und kompetente Trainer. Vielleicht sollte man auch sportartenübergreifenden Austausch vor allem in der Spitze in Erwägung ziehen, damit wir voneinander lernen und über unseren eigenen Tellerrand hinausschauen, um neue Reize setzen zu können. In den neuen Konzepten lese ich, dass wir in Zukunft mehr in die Perspektive fördern wollen. Ich empfinde dies als überdenkenswert. Ich als junge Athletin, mir hat es immer sehr viel bedeutet, mir durch Leistung weitere Unterstützung und bessere Materialien als Belohnung und zugleich als Anreiz zu erarbeiten. Ich denke, man muss Leistungsanreize setzen, sonst bekommt man keine Leistung.
Jedoch befürchte ich auch, dass uns eine Vielzahl an Talenten entgehen könnte. Denn keiner weiß, wie sich ein Sportler entwickeln wird und welche äußeren Bedingungen ihn zu welchen Entscheidungen bringen werden. Somit sollte man gerade in jungen Jahren in die breite Masse investieren. Denn damit die Talente Trainingspartner haben und auch die, die mit Spaß und Ehrgeiz dabei sind, alle Chancen haben. Denn nur weil ein junger Sportler heute noch nicht die Leistung bringt, die ein System von ihm erwartet, sollten ihm alle Türen offen stehen, solange er für seinen Traum kämpft. Ich habe in diesem Alter davon profitiert, dass ich eine große Trainingsgruppe hatte und auch bis heute noch eine große Trainingsgruppe habe. Nach dem Schulabschluss stehen viele Athleten und ihre Eltern vor der Frage, was jetzt? Lohnt sich das Risikoleistungssport? An dieser Stelle sind die Laufbahnberater an den Olympiastützpunkten gefragt, beratend zur Seite zu stehen. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass ich zu dieser Zeit und auch bis heute mit unserer Laufbahnberaterin eine große Hilfe und Stütze an meiner Seite habe. Und das wünsche ich auch allen Athleten an allen Olympiastützpunkten. Ein Förderkonzept wie zum Beispiel das der Bundespolizei sollte zeigen, wie duale Karriere gehen kann. Genau das sollte der Anhaltspunkt sein, dies weiterzuentwickeln und solche Konzepte auch in die Wirtschaft zu bringen, um noch mehr Athleten eine sichere Zukunft zu bieten. Denn mit Existenzangst und Unsicherheit kann man keine herausragenden Spitzenleistungen bringen. Noch einmal zurück zum Nachwuchs. Es ist erschreckend, dass in den Verbänden das Geld für die Nachwuchsmannschaften fehlt, dass die Eltern einen Großteil der Kosten selber tragen müssen, wenn ihr Kind im Deutschland-Trikot unser Land präsentiert. Gerade unser Verband als erfolgreichster olympischer Sommersportverband musste mit dem Förderbescheid für 2017 zur Kenntnis nehmen, dass die Mittel in der Förderung des Leistungssportpersonals um 7% gekürzt werden. Und das bedeutet einen Abbau von 2 Trainerstellen. Und die Projekte, die 2014 begonnen wurden, zur Talentfindung und Förderung aufgrund fehlender Mittel 2017 nicht fortgesetzt werden können. Und noch eine Kleinigkeit zum Schluss, die ich persönlich für wichtig empfinde. Wir sollten versuchen, den Sport der Bevölkerung wieder näher zu bringen und deren Begeisterung zu wecken. Vielleicht allen Verbänden auch die Möglichkeit einer professionellen Mediendarstellung bieten, ihnen Personal und Geld für diese Bereiche zur Verfügung stellen, um der Bevölkerung den Aufwand und die Leidenschaft am Leistungssport zu zeigen und so auch vielleicht neue Sponsoren gewinnen zu können. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank, Frau Weber. Und Herr Teuber, Sie haben bitte das Wort. Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte als paralympischer Sportler und auch aktiver Sportler sind mir 2 Dinge besonders aufgefallen und liegen mir auch besonders am Herzen. Und zwar ist es zum einen das Fehlen einer Vision, einer Gleichstellung in dem Konzept. Und das zweite, der zweite wichtige Punkt, der mich bewegt, ist die Athletenförderung. Und jetzt zum Einstieg möchte ich eben auf das Thema Vision einer Gleichstellung eingehen. Es fällt auf, dass im vorgelegten Leistungssportkonzept eben keine Vision einer konsequenten Gleichstellung und Inklusion des paralympischen Sports erkennbar ist. Olympia und Paralympik sind aber eng zusammengewachsen. Am intensivsten hat man das vor 4 Jahren in London gespürt und erleben können. Und da gab es nämlich in der Wahrnehmung durch die Menschen dort kaum mehr Unterschiede. Die waren richtig heiß drauf, auch bei den Paralympics dabei zu sein. Und in Rio, sage ich mal jetzt so salopp, waren die Paralympics sogar schon auf der Überholspur in vielen Belangen. Und also die Paralympics haben national und vor allem auch international eine überragende gesellschaftliche Bedeutung erlangt. Sie sind das drittgrößte Sportereignis der Welt und repräsentieren die olympischen Werte, möglicherweise sogar stärker als Olympia selbst. Und deshalb müssen meiner Ansicht nach dem paralympischen Sport, zumindest von institutioneller Seite, muss der gleiche Stellenwert wie dem olympischen Sport beigemessen werden. Inwiefern dann andere Elemente der Gesellschaft folgen, Medien oder Sponsoren, ist noch eine andere Frage. Aber ich finde, von institutioneller Seite sollte man da auf alle Fälle mal einen deutlichen Schritt machen. Und an der Stelle möchte ich noch die Differenzierung, die im Konzept auch gemacht wird, ansprechen. Hier ist es olympischer Sport auf der einen Seite und paralympischer, deaflympischer und andere Sportarten auf der anderen Seite. Ich sehe den paralympischen Sport hier ganz klar beim olympischen Sport,
eben nicht wie ein Sport, wo es eben nur World Games und so weiter gibt. Also das, da denke ich, haben wir uns in den letzten 20 Jahren einen Stellenwert international haben wir errungen, der da nicht wegzudiskutieren ist. Und Deutschland, wir haben die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert. Sie ist geltendes Recht in Deutschland und somit ist auch die Gleichstellung von Nichtbehinderten und Behinderten ein verpflichtendes politisches Ziel. Und das fordere ich hier im Sport ein. Noch dazu, wo man hier ein bedeutendes Zeichen setzen könnte und auch eine erhebliche Signalwirkung für die Gesellschaft zu erwarten ist. Es geht meiner Ansicht nach auch um die Repräsentation Deutschlands international und um die wichtige Frage, wie geht Deutschland mit Menschen mit Behinderung um? Wie viel Wert wird den Leistungen der Menschen mit Behinderungen zugemessen? Das Fehlen einer echten Vision von Gleichstellung und Inklusion in der Spitzensportförderung ist meines Erachtens also somit ein Konstruktionsfehler des Konzepts, was mich nach 20 Jahren im Sport schon ein Stück weit enttäuscht, weil so wird letztlich diese Differenzierung, die es seit Jahrzehnten ja gibt und die ich seit Jahren erlebe, für mindestens 10 weitere Jahre fortgeschrieben. Und das verhindert in meinen Augen auch unter anderem adäquate Anerkennung für den paralympischen Sport. Falls man Gleichstellung will, dann muss man sich eingestehen, Gleichstellung wird was kosten, wird Probleme machen und kann auch sehr unbequem sein. Für die Gleichstellung der paralympischen Sportarten im Leistungssport werden zusätzliche Mittel benötigt. Sonst geht die Gleichstellung zulasten der olympischen Sportarten. Die würden natürlich dann logischerweise Widerstand aufbauen, wenn man ihnen von ihren Budgets was wegnehmen müsste. Und so darf natürlich der paralympische Sport nicht mangels ausreichender Mittel das fünfte Rad am Wagen werden. Das wäre eine große Gefahr. Also letztlich müssen Mittel freigesetzt werden, in meinen Augen, eben für diese Gleichstellung. Und ich denke, wenn man eben eine Gleichstellung im Sport wirklich will, dann sind die Probleme lösbar und dann kann man das auch durchziehen. In anderen Nationen haben das vorgemacht, das wird also schon gemacht. Gut, realistischerweise muss ich sagen, es wird wohl kurzfristig in diesem Konzept kein konsequentes, inklusives Konzept geben, was ich schade finde, aber trotzdem, deswegen will ich diese Mindestforderung aufstellen. Die Integrationsansätze im bestehenden Konzept müssen sehr ernst genommen werden und stärker in den Fokus rücken. Gleichstellung muss als vorrangiges Ziel nachhaltig angestrebt werden. Und beim derzeitigen Status schließe ich mich natürlich dem pragmatischen Forderungspapier des DBS an. So viel Synergieeffekte wie möglich, so viel Eigenständigkeit wie nötig. Aber gleichzeitig fordere ich eine verbindliche Vision für die Gleichstellung von olympischen und paralympischen Sport in Deutschland. Ganz herzlichen Dank, Herr Teuber. Und das Wort hat Frank Hensel vom Deutschen Leichtathletikverband. Bitte schön. Ja, verehrte Vorsitzende, meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Tag. Danke für die Einladung. Es ist nicht ganz einfach, dann als Vierter oder Fünfter zu sprechen, manche Dinge vielleicht nicht unbedingt wiederholen zu müssen. Aber ich würde mal gerne mit einem plakativen Satz beginnen wollen: Endlich tut sich etwas. Ich glaube, der deutsche Sport in der Gesamtheit hat mit Beginn des neuen Jahrtausends mehrere Chancen versäumt, grundsätzlich auf Entwicklungen internationaler Art zu reagieren. Und zunächst mal denke ich, können wir alle froh sein, dass sich etwas tut. Ich denke auch, dass es unbestritten ist, dass Erfolge im Spitzensport gewünscht und gewollt sind. In allererster Linie von Athleten, von Trainern. Ich nehme diese Reihenfolge ganz bewusst, von Vereinen, von Verbänden. Von der Bundesregierung, dem Parlament, aber auch der Öffentlichkeit. Die Frage, aber ich denke, darüber werden wir später noch diskutieren, was definieren wir als Erfolg im Sport? Sie haben das bereits angesprochen, ganz kurz, Herr Dr. Gebauer. Ich glaube, das ist ein Punkt, der eine zentrale Diskussion noch darstellen sollte. Allein die Forderung nach mehr Medaillen, denken wir, ist nicht ausreichend. Ich glaube, wir müssen die Frage beantworten, wo wollen wir im Weltsport stehen? Professor Mennig hat darauf bereits hingewiesen. Wollen wir zu den Top 10 Nationen, zu den Top 3? Wollen wir die Besten werden oder wie auch immer? Ich glaube, es gibt viel bessere Ableitungen, als einfach nur zu sagen, mehr Medaillen. Das ist das eine. Das zweite, unbestritten, denke ich, ist auch, dass der Geldgeber und der Hauptgeldgeber das Recht hat. Und das ist einer der Gründe, warum sich Dinge auch tun. Und die Pflicht hat, die Verwendung der Mittel zu hinterfragen, auch Sie als Parlamentarier, und auch Vorgaben zu definieren. Ein dritter Punkt, den ich kurz ansprechen möchte, ist ebenfalls unbestritten, dass eine zentrale Steuerung von Spitzensport in einem föderalen System, wie in der Bundesrepublik Deutschland,
eine besondere Herausforderung darstellt. Und ich denke, wir sind in vielen Fragestellungen in den letzten Jahren genau daran gescheitert. Nicht am Wollen Einzelner, sondern am Beharren von Zuständigkeiten vieler. Das, denke ich, ist eine der Schlüsselfragen. Ich sehe momentan noch keine richtige Lösung, auch in diesem Systemansatz, wenn ich das sagen darf. Und ich denke, dass hier insbesondere die Politik, Bund, Land, aber auch die Sportverwaltung, DOSB, Landessportbünde Vorarbeiten leisten müssen. Hier müssen alle ein bisschen etwas abgeben. Wenn eine der Fragen die Zugriffsfrage ist im Trainer- und im inhaltlichen Bereichen, dann muss das formal geklärt sein. Und das kann man nicht in die Verantwortung der Verbände übertragen. Dann wird es nie funktionieren. Dann kämpft jeder Spitzenverband mit jedem Landessportbund um irgendwelche individuellen Lösungen und Regelungen. Zur Potenzialanalyse habe ich noch ein paar Anmerkungen, aber die Zeit läuft ja auch irgendwann weg. Ich denke, da werden wir nachher noch in der Frage-Antwort drauf kommen. Hier sehen wir einige Dinge und wir teilen Ihre Auffassung und Ihren Zweifel an der Gesamtaussagekraft der Attribute. Eines kommt hier ein bisschen kurz, aber vielleicht ist das nicht das Thema in dieser Anhörung heute. In der Binnendiskussion im Sport gelten die Leichtathleten immer so ein bisschen als Quertreiber. Ich möchte das hier mal ganz bewusst ansprechen. Nicht, weil uns das liegt, sondern weil wir durchaus auch um diese Sportart kämpfen, und zwar in der Besonderheit dieser Sportart, die sich durchaus in vielen Belangen unterscheidet von anderen Sportarten. 47 olympische Disziplinen, eigentlich eine Sportart vieler Sportarten, wenn man einfach mal das methodische, trainingstechnische dahinter sieht, aber auch im Verbreitungsgrad. Und da möchte ich Ihnen einfach mal eine Zahl nennen. Wenn wir eine deutsche Jugendmeisterschaft der unter 20, 18-Jährigen haben, mit über 2000 Teilnehmern, das ist eine 3-Tage-Veranstaltung, die kommen aus 580 Vereinen. Das heißt, wenn Sie die mal mit kleinen Pünktchen auf Deutschland verteilen, sieht das aus wie ein Streuselkuchen. Aus 230 Vereinen kommen Finalisten, das heißt, kommen Athleten, die unter die ersten 8 bei einer deutschen Jugendmeisterschaft kommen. Das ist ein hohes Leistungsniveau und aus 130 Vereinen kommen Medaillengewinner. So, wie übertrage ich das ein, jetzt überziehe ich mal ein kleines bisschen, Herr Schimmelpfennig, auf das System 5 Stützpunkte in Deutschland? Das geht gar nicht. Wir müssen uns also Lösungen überlegen, die manchmal etwas systemfremder sind, Alternativen beinhalten und andere Partner mit ins Boot nehmen müssen. Das, denke ich, ist dann durchaus auch unterschiedlich zu bewerten zum, ich nehme jetzt mal den Eisschnelllauf. Ich weiß nicht, wie viele Menschen aktiv Eisschnell laufen in Deutschland, vielleicht 300 oder 400. Da ist Zentralisierung ganz einfach. Die können das nur da, wo es die Bahnen gibt. Und das wissen wir ganz genau, wo es die gibt. Da gibt es 3 oder 4, Herr Schimmelpfennig, in Deutschland von. Die Sportarten kann ich da betreiben, aber das kann nicht Modell allein für alle sein, insbesondere in Sportarten, die so einen großen Verbreitungsgrad haben. Das ist, glaube ich, möchte das einfach nochmal klar machen, Herr Hörmann, weil wir beide ja auch manche Diskussionen darüber führen. Das finde ich momentan noch nicht berücksichtigt, aber das, glaube ich, ist eine Frage der Folgen und Folgerungen. Ein paar Sekunden habe ich noch. In einem, Professor Mennig, bin ich auf Ihrer Seite. Weniger Geld muss nicht schlechtere Förderung heißen. Ich glaube, eine Konzentration von Mitteln und Maßnahmen ist immer dann geboten, wenn die Ressourcen nur begrenzt sind. Aber wichtig erscheint mir, wenn man dann Mittel reduziert von Seiten des Bundes, dass klar ist, dass möglicherweise Partner, die im System eine Rolle mitspielen, das wird momentan unterstellt, ich habe noch von keinem gehört, dass es so passiert, nämlich die Landessportbünde, die Bundesländer, hier ihre Aufgabe im Nachwuchs und anderwo wahrnehmen. Danke. Vielen Dank, Herr Hensel. Herr Dr. Bär, bitte. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Möglichkeit, einen Kommentar zu dem für uns so wichtigen Thema Leistungssportreform geben zu können. Im Eckpunktepapier sind viele gute Ansätze und auch gute Ideen entwickelt, die der Neustrukturierung des Leistungssports eine Form geben und die Ausrichtung beschreiben. Ich werde mich auf einige wenige Schwerpunkte konzentrieren, die aus Sicht eines Olympiastützpunktes von besonderer Bedeutung für die Entwicklung von Spitzenleistungen sind. Ausgangspunkt für die Überlegung zur Entwicklung von Spitzenleistungen müssen unsere Athleten und ihre Trainer sein. Sie sind Leistungsträger und sind die Architekten des Erfolgs. Das hatten meine Vorredner ja auch schon betont. Die konzeptionellen und strukturellen Rahmenbedingungen für das Training vom Nachwuchs bis in den Spitzenbereich müssen vom Spitzenverband gestaltet werden. Damit sind die 3 Bezugspunkte genannt, die ich für meine Kommentare zugrunde legen werde. Die Sportler. Leistungsträger sind die Sportler. Ohne diese Leistungsträger machen alle weiteren Überlegungen keinen Sinn. Wir haben zum Beginn der Leistungsentwicklung immer weniger talentierte und motivierte junge Athletinnen und Athleten. Deshalb muss die Talentsichtung eine Schwerpunktaufgabe sein,
die in der Region angesiedelt ist, für die aber auch die Spitzenverbände Verantwortung übernehmen müssen. Eine Priorisierung, das heißt eine gezieltere Förderung der Sportler mit Potenzial zur Weltspitze, ist durch die Einführung von Olympia- und Perspektivkadern im Eckpunktepapier beschrieben, gegeben. Das ist ein wichtiger Ansatz. Aus meiner Sicht muss in der Umsetzung von klar formulierten Förderprinzipien eine Schärfung dieser beiden Kategorien erfolgen, wie wir praktisch mit diesen Begriffen umgehen und wie wir auch mit dem bisher bestehenden Kadersystem in Bezug auf diese neuen Begriffe das System dann ausgestalten. Weiter ist wichtig bei beim Thema Sportler der langfristige Leistungsaufbau. Wir müssen den langfristigen Leistungsaufbau klarer auf die Entwicklung von Spitzenleistungen ausrichten. Dafür wird es notwendig sein, in vielen Sportarten die Trainingsbelastung zu steigern, in der Qualität und in der Quantität. Dazu muss der zeitliche Rahmen gegeben sein. Für Training braucht Zeit. Wir brauchen dafür flexible Lösungen in der dualen Karriere. Dafür haben die Olympiastützpunkte eine Reihe guter regionaler Netzwerke aufgebaut, die auch als Best Practice für andere Standorte genutzt werden können. Die Trainer als Architekten des Erfolgs. Die begrenzte Zahl an gut qualifizierten Trainern wird immer mehr zum limitierenden Faktor. Die gesellschaftliche Anerkennung des Trainerberufs, und dazu gehört dann auch das Gehalt, und die Ausbildungsmöglichkeiten für den Trainerberuf sind unzureichend entwickelt. Wir brauchen in Deutschland dringend ein besseres Angebot für die Trainerausbildung mit Hochschulabschluss und eine Anhebung der Trainergehälter, insbesondere in den Regionen. Die Trainerteams an den Bundesstützpunkten. Die Wirksamkeit der Trainerteams an den Bundesstützpunkten muss erhöht werden, um den langfristigen Leistungsaufbau mit einer besseren Systematik sicherzustellen. Dafür muss die Anzahl der Trainerstellen erhöht werden und die Abstimmung im Trainerteam muss weiterentwickelt werden. Die Führung des Trainerteams wird gegenwärtig in der Regel im Nebenjob sichergestellt. Für die Führung der Bundesstützpunkte müssen Personalressourcen bereitgestellt werden, um diese wichtige Aufgabe zu erfüllen. Die Spitzenverbände. Wie weit die Spitzenverbände in der Lage sind, ihre Richtlinienkompetenz wahrzunehmen, ist aus meiner Sicht ein entscheidender Punkt für die Leistungssportreform. Die vorhandenen Ressourcen in den Spitzenverbänden reichen nicht aus, um in allen Aufgabenbereichen und Führungsverantwortung zu übernehmen. Erweiterte Personalressourcen sind dringend notwendig, um die Richtlinienkompetenz der Spitzenverbände tatsächlich umzusetzen. Dazu gehören Bundesstützpunktleiter in den Regionen, aber auch Wissenschaftskoordinatoren, die zur praxisorientierten Ausrichtung des wissenschaftlichen Verbundsystems Leistungssport und des Forschungs- und Serviceverbunds Leistungssport beitragen können. Die Konzentration von Bundespunkten ist wichtig, um eine hohe Qualität des Trainings im Spitzenbereich sicherzustellen. Stichworte: gut qualifizierte Trainer am Stützpunkt, leistungsstarke Trainingsgruppen, Leistungssportinfrastruktur sind an der Stelle zu erwähnen. Wenn wir diese Konzentration von Bundesstützpunkten durchführen, dann muss parallel dazu sichergestellt werden, dass die Nachwuchsentwicklung in der Fläche sichergestellt wird. Deshalb müssen Bundesstützpunkte als Netzwerke verstanden werden, in denen dann auch eine Netzwerkkultur entwickelt wird. Das schaffen wir mit den bestehenden Ressourcen viel zu wenig. Auf diesem Weg haben dann auch die Spitzenverbände die Möglichkeit, Einfluss auf die Nachwuchsentwicklung zu nehmen. Und zuletzt eine Anmerkung zu den Olympiastützpunkten. Die Olympiastützpunkte verstehen sich als Partner des DOSB für die sportartübergreifende Ausrichtung der Leistungssportnetzwerke in der Region und als Partner der Spitzenverbände sind sie für die sportartbezogene Ausrichtung der Supportsysteme in der Region verantwortlich. Es gibt eine klare regionale Zuordnung für die Aufgaben der Olympiastützpunkte und die zentrale Steuerung der Olympiastützpunkte ist in allen Geschäfts- und Aufgabenbereichen gegeben. Die Begrenzungen, die zum Teil sichtbar werden, auch im Eckpunktepapier beschrieben werden, in der zentralen Führung sind aus meiner Sicht weniger strukturell angelegt als in den begrenzten Personalressourcen sowohl beim DOSB als auch bei den Spitzenverbänden zu sehen. Kleine letzte Anmerkung zu den Olympiastützpunkten, die durch den vom DOSB zugeordneten Betreuungsaufgaben für die Olympiastützpunkte mit Trainingswissenschaft, Sportmedizin, Physiotherapie, Laufbahnberatung, Sportpsychologie und einigen mehr besteht in den OSPs eine hohe Betreuungskompetenz, die unter einem Dach zusammengeführt wird. Bei den Überlegungen zur Trägerschaft und zu den Organisationsstrukturen ist es wichtig, dass der Olympiastützpunkt als optimaler Dienstleister vor Ort, das heißt an den Bundesstützpunkten, erhalten bleibt, um seine bisher gute Arbeit leisten zu können. Vielen Dank, Herr Bär. Und das Wort hat Christian Schenk. Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Auf meinem Schild steht nur Schenk. Vielleicht weiß nicht jeder, was ich so mache. Ich bin Olympiasieger vor 28 Jahren geworden, habe dann unter anderem, Für das ZDF gearbeitet, unter Herrn Poschmann, war sehr interessant, weil schwierige Menschenführung. Dann durfte ich unter anderem aber das Sporthilfe-Elite-Forum gründen im Auftrag der Deutschen Kreditbank gemeinsam mit der Deutschen Sporthilfe, habe da sehr viel über duale Karriere erfahren und bin jetzt Bildungsträger, indem ich mich mit dem Thema Berufs- und Studienorientierung für Schülerinnen und Schüler in Deutschland beschäftige. Ich komme gerade von so einem Camp. Der Demissier fragte mich vor 2,5 Jahren beim Ball des Sports, Herr Schenk, was sollen wir jetzt eigentlich machen? Als es so mittelmäßig war, das Ergebnis des Sportjahres. Und da habe ich gesagt, Herr Demissier, Bundesminister, das müssen Sie entscheiden. Wollen wir mehr Medaillen oder nicht? Warum soll heutzutage dafür gerungen werden, dass man Olympiasieger wird? Würden Sie Ihr Kind zum Hochleistungssport geben, außer Fußball und Tennis? Würden Sie das wirklich machen? Und die Frage kriege ich täglich fast gestellt. Und die Frage mit ruhigem Gewissen zu beantworten, ist schwierig. Ich glaube, in Deutschland ist es so, dass man bis zum 16. Lebensjahr, ich sage mal, man fängt mit 8 Jahren an, glaube ich, sehr viele Soft Skills lernt, die die Deutsche Sporthilfe ja auch prägt, richtigerweise Leistung, Fairplay, Miteinander. Dann habe ich das Gerüst zum Überleben. Das finde ich wirklich ganz bedeutsam. Aber dann die Entscheidung mit 16 Jahren und älter, werde ich jetzt richtiger Leistungssportler? Oder sollte ich einfach in den Verein, in den 500 Vereinen, wie Frank Kenzel das genannt hat, das kann ja jeder machen. Aber wenn es um Hochleistungssport geht, ist es aus meiner Sicht klar, dass wir um Großes, ich sag mal bei Olympischen Spielen, auf der Weltmesse uns befinden. So wie auf der, in Hannover, der CeBIT, ne? Da geht es ja da geht es um die Weltmesse, das ist Wettbewerb. So, das ist für mich ganz wichtig. Ich habe dann oft gehört, naja, jetzt wollen Sie mit dem DDR-System ansetzen. Mit dieser neuen Struktur, was einige Journalisten geschrieben haben, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist autoritär, es ist sehr angstgetrieben, sicherlich das ganze System war sehr angstgetrieben, gebe ich auch heutzutage zu. Aber eine Sache bleibt, die Hörigkeit. Athleten sind auch heute noch den Trainern hörig. Und das ist sehr wesentlich, deshalb brauchen wir gute Trainer. Und was ich aus dieser Struktur jetzt sehe, und aus meinen Erfahrungen, die ich jetzt nach der Wende auch mitgenommen habe, ist, wir haben ein Führungskräftestrukturproblem. Ich arbeite sehr viel mit Personalentwicklung in Deutschland und sage, da liegen so viel Potenziale in der Kooperation. Wir haben großartige Firmen, die uns tatsächlich helfen könnten. Und natürlich ist die föderale Struktur von Hochleistungssport nicht gut, aber den können wir nicht wegdiskutieren. Aber die Zentralisierung, die wir jetzt ja unter anderem vorhaben mit den 19 auf 13 Olympiastützpunkten, ist, glaube ich, ein richtiger Ansatz. Das tut für viele, das sind für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder Angestellte ein Problem. Das weiß ich. Aber ich bin jetzt, wie gesagt, auch Unternehmer. Das ist nun mal so. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Da sollten wir das nicht außen vor lassen. Positive Beispiele sehen wir natürlich, was hat der DFB gemacht? Wir sollen nicht mehr mit dem Geld kommen, dass sie so viel Geld verdienen, sondern was haben die denn gemacht, als sie 2002 am Boden lagen? Da hat Herr Vogt, Klinsmann, die haben was in die Hand genommen und haben sich einen Peters geholt, haben sich einen Herrmann geholt, einfach die haben sich Kompetenz ins Land gezogen. Die Bayern leben das, glaube ich, auch gut vor, wie man es machen kann, abseits von Herrn Hoeneß. Das ist natürlich überhaupt nicht so schön zu reden, aber was will man? Ne? Wir haben so viele Kinder und Jugendlichen, die schauen doch nicht nach Olympiasiegern. Wer schaut denn nach dem Olympiasieger? Die schauen nach den Fußballern, weil sie eben eine geschickte Medienpräsenz haben, aber auch, weil sie etwas leisten, wo 34 Millionen, glaube ich, haben das Finale gesehen, wo Deutschland Weltmeister geworden ist. Wir haben uns jetzt gefreut, dass manchmal 12 Millionen bei Olympia mit dabei waren. Die Einschaltquoten waren ja so aufgrund der Zeit natürlich schwierig. Mein Vorschlag, vielleicht haben das einige in der Langfassung im Internet gelesen, ich hatte gesagt, warum gründen wir nicht eine Deutschland-Sport-AG? Warum machen wir den Hochleistungssport nicht privat? Warum nicht? Warum nehmen wir nicht die 150 Millionen, die uns das BMI vielleicht geben könnte, mit den Partnern aus der Wirtschaft? Wenn sie 10 Fachverbände zusammen oder 10 Spitzenverbände zusammentun, wir haben 1.000 Athleten. Ich weiß, dass ein Unternehmen wie Adidas zahlt 3 Millionen Barter-Geschäft. Die würden uns viel, viel mehr Geld geben. Aber das macht ja keiner. Ich spreche jetzt nur vom Hochleistungssport. Ich will jetzt nicht irgendwie mit der Nachwuchsarbeit irgendwie in Verbindung gebracht werden. Das ist was anderes. Was möchte ich bei dieser Sport-AG? Erstens, ab 16 Jahre, faktisch eine Art Startsportler. Zweitens, Sicherung schulischer Ausbildung, eventuell Studium. Und in der Folge dann natürlich ein ganz notwendigerweise, was die Sporthilfe ja schon macht, Mentoring, erfolgt aber nur in der Athletenzeit. Und dann kommt der Knackpunkt. Und da bin ich wirklich ganz
ganz scharf drauf, das wurde auch schon angesprochen. Ich habe 19 Jahre bis zum Olympiasieg trainiert. Mit 4 Jahren begonnen, mit 23 Jahren Olympiasieger geworden. Ich bin ein Unternehmer geworden, ich brauche 10 Jahre wenigstens, um einigermaßen Fuß zu fassen. Und wenn wir unseren Athleten im Nachgang nicht wenigstens 5 Jahre Mentoring geben und vor allem eben auch finanzielle Sicherheiten, mit 900 oder 1000 Euro netto kann kein Mensch was ansparen, dann müssen wir ran. Und deshalb ist sicherlich das hochgegriffen. Vor kurzem haben einige gesagt, ich will den DOSB abschaffen. Völliger Schwachsinn, habe ich nie gesagt. Sondern es geht darum, dass wir schauen müssen, dass wir mit den Geldern effizienter umgehen. Und die Frage bleibt, würden Sie Ihr Kind mit ruhigem Gewissen zum Hohlleistungssport bringen? Und ein Mann, Sportexperte Karl Adam, hat mal gesagt, die Struktur einer Leistung ist immer die gleiche. Was lernen wir denn von der Wirtschaft? Im Moment sind wir Werbeträger. Ich glaube, wir könnten für die Personalentwicklung was Gutes liefern, denn wir haben die Soft Skills, die sich jeder Arbeitgeber erwünscht. Und vielleicht sind wir sogar bei der Produktentwicklung hilfreich und dann könnten wir vielleicht auch mehr Geld verlangen. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank. Auch ausdrücklicher Dank dafür, dass Sie sich alle im Zeitrahmen von den von mir zugestandenen 6 Minuten gehalten haben. Ich erwähne das deshalb, weil es vielleicht Vorbild sein könnte für die jetzt anstehende Fragerunde. Ich weise noch mal darauf hin, weil ich nicht ganz sicher bin, ob ich es eben dazu gesagt habe. Wir haben uns nicht nur auf die Zeiten verständigt, die den einzelnen Fraktionen zur Verfügung stehen, sondern wir haben auch ausdrücklich festgelegt, dass jeder Abgeordnete seine Fragen nicht an mehr als 2 Sachverständige pro Wortmeldung richten möge. Ansonsten ist das Zeitlimit schlichtweg nicht zu halten, denn Sie wissen, Ihre Fragen gehen in das Limit mit ein und Sie müssen ja auch Ihren Sachverständigen noch Zeit zur Antwort geben. Wir kommen zur ersten Fragerunde, die an die Fraktion der CDU/CSU geht. Ich darf also um die erste Wortmeldung bitten. Das ist der Kollege Ginger. Und ich sage noch mal, bitte auch kurz immer sagen, an wen sich die Fragen richten. Vielen Dank. Die Uhr läuft. Ja, ich traue mich ja kaum noch eine längere Ansprache zu halten. Das war Sinn der Sache gerade. Deswegen gleich meine Frage an Wolfgang Mennig. Die hat mich nämlich schon sehr herausgefordert. Gerade deine Aussage bezüglich der geringeren Zahlungen an Verbände beziehungsweise an solche Verbände, deren Athleten gerade irgendwo in der Krise stecken. Alle Sparfüchse in den Organisationen reiben sich ja da schon die Hände. Da können wir ja auch diese Sportart da unter Umständen ganz zumachen. Habe ich das dann richtig verstanden, dass diese Sportart, die eben jetzt nicht so erfolgreich ist, dass die dann aufgrund dessen, was du gesagt hast, dann gewissermaßen ganz geschlossen werden soll oder nur auf Sparflamme gehalten soll? Das Beispiel mit Laura Grasemann kann ich nicht so ganz gelten lassen, denn sie kämpft ja eigentlich auch ums Überleben, wenn ich das so richtig im Hinterkopf habe. Aber die Frage geht dahin, heißt das mit anderen Worten, wir machen einige Sportarten ganz zu? Das ist das eine. Und das zweite, die zweite Frage geht an Franziska Weber. Wenn ich Sie so richtig verstanden habe, dann ist das, was wir jetzt gerade so angeboten bekommen als POTAS und das, die Spitzensportreform, da will ich mal dahin fragen, dieses Angebot, das wir da jetzt neu haben oder die Spitzensportreform, welche Erwartungen oder Hoffnungen verbinden Sie damit? Wenn Sie Ihr eigenes Beispiel nehmen, wäre es da nicht eigentlich sinnvoll, zu versuchen, das zu simulieren, ob Sie vielleicht mit dem neuen System der Spitzensportförderung vielleicht sogar noch besser geworden wären oder ob es vielleicht nicht zu dem Erfolg geführt hätte? Wenn ich Sie aber richtig verstanden habe, können wir so nach Ihren Aussagen das neue System eigentlich in die Tonne treten. So, ganz herzlichen Dank. Die Antworten kommen von Herrn Professor Mennig und von Frau Weber. Herr Professor Mennig, bitte. Nein, nicht ganz zumachen. Das ist die Botschaft aus meiner Folie 4, wo ich selber erschrocken war, dass 16 Sportarten ohne Medaillen blieben. Wenn wir die ganz zumachen, wäre das ein Flächenschaden in Deutschland. Es geht nicht um ganz zu. Es muss eine Grundförderung immer erhalten bleiben. Zweitens rede ich auch nicht davon, dass sofort nach einem Medaillenmisserfolg bei Olympischen Spielen
die Förderung geändert wird, sondern es müssen natürlich vielleicht mit anderen Gewichten die Erfolge von den Vorolympischen Spielen und den Vorvorolympischen Spielen auch mit einfließen. Drittens bin ich auch nicht der Meinung, dass man dann gleich auf ein, sagen wir, endgültiges Niveau abstufen muss, sondern dass das graduell sein kann. Also ich denke, wenn ein Verband dann über zwei, drei Olympiaden offensichtlich schlecht gearbeitet hat, dass man ihm vielleicht sukzessive 20% für die nächste Olympiade wegnimmt und dann, wenn es weiter so geht, nochmal 20%. Man muss ihnen schon eine Möglichkeit geben, sich anzupassen. Aber was auf jeden Fall richtig ist in meiner Haltung, ist die Aussage, wenn wir schlechte Strukturen weiter voll finanzieren, tun wir den Athleten keinen Gefallen. Schumpeter hat es im Zusammenhang mit der Wirtschaft mal gesagt, das ist die schöpferische Zerstörung. Man muss bestehende Strukturen zerstören können, damit andere Nachwuchsstrukturen sich überhaupt entfalten können. Und das gilt im Sport auch. Wenn beispielsweise bestimmte Personalstrukturen in einem Sport behindern, dass Nachwuchstrainer, die eigentlich besser sind, in Amt und Würden kommen, dann tun sie den Athleten keinen Gefallen. Also es muss spürbar sein und das geht in Deutschland vor allen Dingen über die finanziellen Mittel. Herzlichen Dank. Frau Weber, bitte. Ja, also ich finde, also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich tue mich mit diesem Potter-System wirklich sehr schwer. Ich kann mir heute hier nicht vorstellen, wie ein Computersystem die Entwicklung eines Athleten bestimmen soll. Also woher will der so viele Dinge, die damit reinspielen, wie will so ein Computersystem das berechnen? Also es ist eben mehr als nur Attribute, die dazugehören. Und deswegen fällt es mir schwer, mir das vorstellen zu können, wie sowas funktionieren soll. Und mir ist, auch wenn sich das vielleicht blöd anhört, mir ist klar, dass den Weg, den ich gegangen bin, ein Bilderbuchweg ist. Also ich hatte wenig Tiefen, kleine Rückschläge, die für mich Rückschläge waren, die andere immer noch gesehen hätten als großen Erfolg. Aber ich kenne viele Athleten, denen es nicht so gut gegangen ist und die nicht von Anfang an Erfolg hatten, wo das bis zum 18., 19. Lebensjahr gedauert hat, bis überhaupt jemand daran geglaubt hat, dass sie erfolgreich sein können. Und ich weiß nicht, ob die nicht einfach auch hinten runtergefallen wären. Und nur wenn wir in die breite Masse investieren, gerade in jungen Jahren, haben wir überhaupt die Chance, dass Top-Athleten da irgendwie rauskommen. Und wie viele das sind, das weiß keiner. Dankeschön. Herr Kollege Steiniger, bitte. Ja, herzlichen Dank. Ich habe auch eine Frage an Herrn Professor Mennig, ein bisschen herausgefordert durch die Ausführungen von Ihrem Sitznachbarn Gebauer. Wie würden Sie denn die Möglichkeiten einschätzen, dass so ein mathematisches Modell durchaus Wahrscheinlichkeiten der Vorhersage prognostizieren kann? Weil Sie haben ja auch ein mathematisches Modell gemacht. Es ist übrigens falsch, dass das nicht im Eckpunktepapier drinsteht. Auf Seite 7 steht drauf, dass es um welches Programm es geht. Und das wird ja auch in der Sportwissenschaft an anderen Stellen, beispielsweise bei der Spielanalyse im Bereich Fußball, durchaus verwendet. Also wie sehen Sie das an der Stelle? In Ihren Folien gehen Sie ja auch auf die Gefahr ein, dass es zu Übergewichtung kommen kann oder zu Manipulationsmöglichkeiten. Wie kann denn Ihrer Meinung nach der Bewertungsprozess dennoch bestmöglich unabhängig gestaltet werden? Und anschließend die Frage an das BMI. Woher kommen die Attribute? Und woran haben Sie sich bei der Aufstellung, bei der Diskussion der Attribute orientiert? Weil ich glaube, was noch fehlt, ist, dass wir auch für die Öffentlichkeit sozusagen etwas Empirisches außenrum haben, empirische Belege, dass wir auch wissen, warum Sie jetzt genau die Attribute wählen und keine anderen. Vielen Dank, Herr Kollege. Das Wort hat Professor Mennig. Ja, ich verstehe das POTAS-System als einen Versuch der Objektivierung. Aber ich denke, wir haben wirklich mathematische Probleme. Ich habe Ihnen hier aufgeschrieben, wenn wir für 59 Attribute 130 Disziplinen evaluieren wollen, sind das 7670 Beziehungsrelationen. Ich kenne keine Software. Ich kenne auch keine Datenlage, mit der das wirklich möglich sein sollte. Wir werden also ein Identifikationsproblem haben. Außerdem steckt dem Idee der Gedanke zugrunde, dass wir ein, sagen wir mal, monotones Optimierungsproblem haben, wo es ein Gebirge gibt, ein Gütegebirge, wo der Computer, indem er mal nach rechts und mal nach links geht, guckt, ob die Anpassungsgüte besser wird. Dann kommt er aber unter Umständen ein bestimmtes lokales Optimum, dann guckt er von dort oder aus nach rechts und nach links und nach vorne und nach hinten, findet keine besseren Werte, aber er sieht unter Umständen nicht, dass ein ganz anderer Wert
vorhanden ist, der es wirklich im Maximum darstellt. Deshalb kommt es auch so sehr darauf an, dass man die Anfangsgewichtung so eingibt. Aber ich halte das für problematisch, mathematisch schon problematisch, dieses System anzulernen. Zweitens, das System, Sie haben angesprochen, es wird doch gemacht. Ja, da sind aber die Anlernzyklen viel kürzer. Im Sportspiel haben Sie unter Umständen wöchentlich, wenn nicht sogar sekündlich, die Möglichkeiten zu gucken, ob die Gewichtungen noch stimmen. Hier bei Olympia haben wir alle 4 Jahre die Möglichkeit zu gucken, ob die Gewichtungen, die zu bestimmten Fördergeldstrukturen geführt haben, tatsächlich den Erfolg gebracht haben oder nicht. Das heißt, wir können alle 2 oder alle 4 Jahre das anpassen. Die Anpassungszyklen sind so lang, dass wir unter Umständen in 20 Jahren den Computer dazu bekommen haben, irgendein Optimum auszurechnen. Dann haben sich aber die Strukturen mit Sicherheit schon wieder verändert. Wir werden also dem Optimum, wenn es denn überhaupt eins gibt, das wir finden, immer irgendwie hinterher hecheln. Ich glaube aber auch, ich habe ja die anderen Probleme auch an Beispielen genannt, dass meines Erachtens die Kriterien, also ich glaube 59 Kriterien ist einfach nach allem, was wir heute von den Fähigkeiten der Menschen, aber auch der Software wissen, zu viel ist. Wir haben ein Bewertungsproblem, das habe ich auch versucht deutlich zu machen, aber es ist ja auch dieses Ganze nur die erste Ebene. In einem Art Blackbox-System wird der Computer jetzt irgendwie auswerfen, Verband A, B, C sind Exzellenz. Und die anderen Verbände sind dieses. Was das aber nachher heißt für die Mittelvergabe, ist was ganz anderes. Da ist also der, sagen wir mal, mit Sicherheit exzellente Kanuverband, der für seine Trainingslager Gelder akquiriert. Und dann ist vielleicht ein nicht ganz so exzellenter, Entschuldigung, aber doch ganz guter Judoverband, der auch Trainingslager hat. Und jetzt geht es darum, wie man den entsprechend fördert. Und die Freiheitsgrade für die Entscheidungsträger, in welchem Umfang sie jetzt die Trainingslager der Judoka und der Kanuten fördern, bleibt eigentlich erhalten. Ich glaube, dass Sie das, jetzt fragen Sie mich nach einer Lösung. Das erste Lösungsansatz ist Transparenz. Es gelingt ja nicht, dass wir in angemessener Zeitnähe erfahren, welche Sportart welche Gelder bekommen hat. Ich hätte sehr gerne auf meiner Seite 4 hinten noch eine Spalte rangefügt, indem ich mal für die letzten 4 Jahre aufgeschlüsselt hätte, wie viel Gelder in die Verbände geflossen ist, um mal die Kosten pro Medaille auszurechnen. Diese Daten, wenn ich, darf ich Sie so ein bisschen auf die Zeit hinweisen, ja, weil das Fraktionskontingent der Union in dieser Sekunde abgelaufen ist. Ich hoffe. Es tut mir leid. Sorry. Aber das ist hier heute mein Job. Okay. Jetzt habe ich noch eine Frage an Herrn Böhm. Jetzt frage ich die Union, sollen wir die Frage in die nächste Antwortrunde mit übernehmen? Das wäre mein Vorschlag, oder ja, wenn Herr Böhm es innerhalb einer Minute schafft, dann... Oder wir ziehen es in der nächsten ab. Gut, nehmen wir die nächste. Herr Böhm, Sie haben noch einen Moment Pause. Es kommt der Kollege Matthias Schmidt für die SPD-Fraktion, 7 Minuten insgesamt. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank an die Sachverständigen. Es gab es im Sportausschuss noch nie, dass sich alle Sachverständigen an die Zeit gehalten haben. Herzlichen Glückwunsch. Ich will jetzt auch versuchen, wirklich schnell zu fragen. Herr Professor Menning, tut mir leid, dass Sie schon wieder auch von mir eine Frage bekommen. Sie haben zu Recht analysiert, 80% der Medaillen holen wir in 10 Sportarten. 16 Sportarten gehen leer aus. Wenn ich mir jetzt das Potenzialanalysesystem vorstelle, heißt das in der Konsequenz, dass wir über kurz oder lang reduzieren auf ganz wenige Sportarten, in denen wir dann erfolgreich sind oder potenziell erfolgreich sind. Und Sie haben in Ihrem Chart geschrieben, Geld kann zukünftigen Erfolg behindern, sprechen von der schöpferischen Zerstörung. Gilt das nicht gerade für das alte System, was wir jetzt haben, und das neue soll genau das verhindern? Meine zweite Frage an Herrn Hensel. In dem Potenzialanalysesystem gibt es das Cluster 3, kein Potenzial. Und in den Papieren steht dann auch möglicherweise keine Förderung. Wie können nach Ihrer Auffassung Cluster 3 Sportarten, die einmal dort unten gelandet sind, wieder zurück in die Weltspitze? Gibt es so einen Weg überhaupt? Und welche Auswirkungen hat das auf den Breitensport dieser Sportart? Vielen Dank, Herr Professor Mennig, und anschließend Herr Hensel. Positiv formulieren. Es gibt einen sehr guten Prädiktor für den zukünftigen Erfolg, für das Potenzial. Und das ist der jetzige Erfolg. Nach allem, was ich an Untersuchungen kenne in der Sportökonomie, in der Sportwissenschaft, ist die Korrelation bei ungefähr 0,75 bis 0,8. Es gibt keine einzige andere Variable, die einen derartigen Erklärungsbeitrag liefert. Es ist nicht 1:1, das zeigt sehr nachdrücklich zum Beispiel der Fechtsport, der von Höchstleistung unter Emil Beck
dann so sukzessive sich nach unten entwickelt hat, Korrelation halt 0,75. Aber es gibt nichts Besseres. Alle anderen Faktoren, die jetzt aufgezählt worden sind, und pardon, dass ich das jetzt hier in Anwesenheit von Funktionären sagen muss, die Anzahl der Funktionäre, die der einzelne Verband in internationalen Gremien hat, als ein Potenzialfaktor. Also das ist, ich glaube, da wird auch die Exogenität und Endokrinität verwechselt. Da sind viele Funktionäre von der, sage ich mal, dem Kanusport dort vertreten, weil das ein erfolgreicher Verband ist und nicht umgekehrt. Sie werden meines Erachtens scheitern, das Potenzial besser abzuschätzen. Auf der Seite 4 sehen Sie da auch so einen Versuch. Da habe ich in der fünftletzten Spalte mal die Medaillen dividiert durch die Anzahl der Disziplinen. Also wie viel hätte man denn gewinnen können sozusagen? Dann sehen Sie, ich habe dann auch noch eine Korrelation gemacht, die sehen Sie nicht, zwischen dem Potenzial an Medaillen in den einzelnen Sportarten und den tatsächlich gewonnen. Die Korrelation ist 0,23. Sehr, sehr schwach, weit weg von den 0,75, die wir sonst kennen. Also ich fürchte, dass wir hier zu einem Ergebnis kommen, wo allen Verbänden mehr oder weniger ein Potenzial zugeschrieben wird. Es ist ja auch nicht ganz falsch, irgendwie gibt es immer ein Potenzial, aber wir werden nicht zur Differenzierung kommen, die wir eigentlich brauchen. Aber nochmal, ich will nicht, dass Verbände kein Geld mehr bekommen. Wir müssen Raum lassen. Ich nehme mal das Beispiel Rugby hier, was jetzt natürlich keine Medaille gewonnen hat, ist aber eine wunderbare Sportart, die sich gerade erst entwickelt und die in Deutschland auch eine gewisse Tradition hat. Hier wäre es zum Beispiel durchaus sinnvoll, Projektmittel bereitzustellen, ganz unabhängig von den bisherigen Erfolgen. Ja, Grundförderung ja, aber ich noch der zweite, weil ich das vielleicht nicht deutlich genug ausgedrückt habe, heuristisch vorgehen, nicht von einmal jetzt einen Verband auf die Hälfte runtersetzen, auf ein Drittel der Fördergelder, sondern ihm sagen, du musst damit rechnen, dass, wenn du über 2-3 Olympiaden nicht erfolgreich bist, dein Budget um 20% pro Olympiade sinkt. Das reicht als Anreiz meines Erachtens. Ganz herzlichen Dank, Herr Hensel, bitte. Ja, Herr Schmidt, die Frage zum Cluster 3 ist, glaube ich, diejenige Frage, die die Verbände momentan auch am stärksten beschäftigt, weil es so richtige Antworten darauf noch nicht gibt. Was bedeutet das? Ist man ganz raus aus einer Förderung oder ist hier gezielt Förderung nach wie vor möglich, insbesondere im Nachwuchsbereich, möglicherweise ausschließlich im Nachwuchsbereich? Ich glaube, das wäre vielleicht ein Ansatz. Vom Grundsatz her ist die Frage prognostischer Natur eine ausgesprochen problematische. Das teile ich nicht nur mathematisch, sondern ganz einfach die Lebenserfahrung, die ich jetzt im Sport gemacht habe, zeigt das. Wir haben aktuell einen Europameister im Dreisprung, der ist 20 Jahre alt, hat eine Weltspitzenleistung erreicht, 2 Hallenvize-Weltmeister. Wenn Sie mich vor 2 Jahren gefragt hätten, hätte ich gesagt, also das ist eine der ersten Disziplinen, die können wir mal ein bisschen beiseite schieben. Ich kann mich an einen öffentlichen Dialog, den ich mit dem Vorvorgänger von Herrn Hörmann geführt habe, mit Herrn von Richthofen sehr gut erinnern, der damals uns aufgefordert hat, den Stabhochsprung aus der Förderung rauszunehmen, weil wir darin nie mehr konkurrenzfähig sein werden. Also so schnell können Dinge sich entwickeln. Und diese Entwicklungsoptionen und Möglichkeiten, auch in kurzfristigeren Entwicklungen, die dürfen nicht in irgendeiner Form unmöglich werden. Das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiges Signal. Da muss also auch Reaktion möglich sein. Ansonsten ist es für mich in einem Punkt immer ein bisschen, wir agieren momentan so ziemlich locker mit Prozentzahlen, 20%, 30% weniger. Jetzt sage ich das mal aus der Verantwortung eines Verbandsverantwortlichen, der Personalverantwortung an die Dinge trägt. Was sind das, diese 20%? Sagen Sie uns von heute auf morgen 20% weniger Personalmittel? Mit der Situation war ich in meiner Funktion konfrontiert, 2004 nach den Olympischen Spielen, am 18. November. Das kann ich Ihnen sagen. Teilen Sie 5 oder 8 Kollegen mit, melde dich beim Arbeitsamt kurz vor Weihnachten. Also es gibt hier andere Aspekte, die mit zu berücksichtigen sind, was die Maßnahmen und Projekte betrifft. Da gebe ich Ihnen recht, da kann man umsteuern, da kann man Dinge verändern. Aber die Frage ist nach wie vor, Herr Schimmelpfennig weiß, das noch nicht so richtig beantwortet. Welche konkreten Auswirkungen hat Cluster 3? Dankeschön. Eine Minute ist noch recht. Eine Minute schaffen wir noch, Herr Professor Gebauer. Sie haben gesagt, das Potenzialanalysesystem ist was streng Mathematisches, aber das ist nicht alles. Danach kommen 2 weitere Schritte, Strukturgespräche und Förderkommission, und dann wird es wieder ganz weich. Wie ist denn jetzt Ihr Gesamtergebnis? Verbessern wir uns mit dem neuen vorgelegten System oder bleibt eigentlich, weil danach die weichen Sachen kommen, alles beim Alten? Also ich habe nicht gesagt, dass es ein streng mathematisches System ist, sondern das wird behauptet und das bezweifle ich, weil es diese Mathematik, die Zukunft vorhersagen kann, in solchen Bereichen der Sozialwissenschaft oder Psychologie, es einfach nicht gibt, weil es keine gesetzesartigen Aussagen gibt.
Da können Sie noch so viel Mathematik machen und noch so einen tollen Computer haben. Sie kommen nicht zu guten Ergebnissen. Ich glaube, es haben aber mehrere Leute hier am Tisch, andere Experten, glaube ich, nachhaltig auch bestätigt. Und ich denke, anstelle eines solchen vorgespielten objektiven Systems wäre es besser, wir würden sagen, es gibt andere Möglichkeiten, Talent und Zukunft und so weiter zu evaluieren, Erfahrung, Arbeit mit Athleten und so weiter. Frau Weber hat das ja ganz eindeutig in ihrer eigenen Karriere gezeigt. Herzlichen Dank. Wir kommen zur dritten Fraktion, Fraktion Die Linke. Wer möchte? Frau Kollegin Kunert. Meine Frage geht an Julius Burcher vom Deutschen Behindertensportverband. Der DBS war ja in die Erarbeitung des Papiers eingebunden und dennoch wird im Nachgang festgestellt, dass die neue Fördersystematik nur bedingt anwendbar für den Behindertensport sein kann. Worüber wurde gesprochen bei den Verhandlungen für das neue System? Welches Strukturkonzept braucht der paralympische Sport und wo liegen die großen Unterschiede? Herr Burcher, bitte. Wir sind ja noch in der Diskussion. Dazu zählt diese Anhörung des Ausschusses. Wir haben noch eine weitere Sitzung in der Strukturkommission. Und was einige überrascht hat, wir wollen natürlich mit unseren Sportarten in die Spitzenverbände des nicht-paralympischen Sports, das heißt also des olympischen Sports. Wir müssen irgendwann mal sprachlich klarstellen, damit das auch vielleicht noch deutlicher wird, was Michael Täuber gesagt hat, dass eigentlich, wenn wir von olympischen Sport sprechen, auch den paralympischen Sport. Ich meine, wir haben da diese uns benachteiligende Definition, dass wir über nicht-olympischen Sport weniger Fördermittel von der Sporthilfe bekommen. Das ist ein Punkt, das muss man hier sagen. Ich habe gestern bei unserem parlamentarischen Abend gesagt, die Sportlerinnen und Sportler aus Deutschland sind von den Olympischen und Paralympischen Spielen mit 99 Medaillen, 35 Gold und 35 Silber und 29 Bronze zurückgekommen. Wir verstehen uns als Einheit, haben aber behindertensportspezifische Besonderheiten. Fakt ist, dass wir in den größten Teil der Hallen und Sportplätze mit paralympischen Sportlern nicht hineinkommen. Fakt ist. Ist denn das jetzt Bestandteil? Soll das noch nachgebessert werden? Wie realistisch ist das denn? Wenn wir ein Strukturkonzept erarbeiten, dann gehen wir doch da, wo die Möglichkeiten sind, wo der paralympische Sport in den Olympiastützpunkten mittrainiert, was eigentlich an der Tagesordnung ist, dann sind wir Bestandteil des Konzeptes. Vielen Dank, Herr Burcher. Gibt es eine weitere Wortmeldung von der Fraktion Die Linke? Es bleiben noch knapp 2 Minuten. Michael Täuber, Sie hatten vor kurzem die prekäre finanzielle Situation von paralympischen Spitzensportlern beschrieben. Sehen Sie denn jetzt in diesem neuen Spitzensportkonzept Ihre finanzielle Situation verbessert? Und vielleicht noch nachfolgend, wenn man die beiden Sportarten, also es ist alles Spitzensport, aber wenn man es gleichstellen will, muss man ja auch erstmal einen Nachteilsausgleich stattfinden lassen. Sehen Sie den in diesem jetzigen Spitzensportkonzept? Herr Täuber. Also das bezieht sich ja auf die Athletenförderung, ist natürlich derzeit nicht gleich. Also die Athletenförderung ist ja im Grunde ausschließlich von der Sporthilfe oder eben Sportfördergruppenstellen. Die gibt es einen ganz begrenzten Umfang nur für paralympische Athleten, nämlich, ich glaube, 12 Stellen sind es von der Gesamtzahl von über 1200. Und ja, die Förderung von A-Kader-Athleten ist bei der Sporthilfe die Hälfte. Und es ist natürlich so, dass ein Athlet, der professionell trainieren soll oder den Sport professionell ausüben soll, von der Unterstützung, die eben seitens dieser individuellen Athletenförderung kommt, überhaupt nie zurechtkommen kann. Ja, es gibt dann Förderprogramme, die kurz vor den oder relativ kurz vor den Olympischen oder Paralympischen Spielen dann dazukommen, dann wird es etwas mehr. Aber im Grunde hangelt man sich als Sportler immer über Überbrückungslösungen von einer Förderung zur nächsten. Und das ist also in meiner Ansicht nach weder für olympische noch für paralympische Sportler zufriedenstellend. Und ich fordere so ein Stück weit einen Paradigmenwechsel, dass man auch von Seiten des Bundes sagt, die Sporthilfe bekommt von uns Geld, damit sie eben auch solche Athleten fördern kann, die nicht in Sportfördergruppen drinnen sind. Das war ein, glaube ich, sehr wichtiger Hinweis, der im Laufe der Diskussion noch mal aufgegriffen werden wird. Das Wort geht jetzt an die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Wer beginnt? Herr Kollege Mutlow, bitte.
Ja, danke, Frau Vorsitzende. Danke auch Ihnen allen für Ihre Stellungnahmen. Bedanken möchte ich mich aber auch bei den vielen Menschen, die oben in den Zuschauerrängen sitzen und heute mal deutlich machen, wie wichtig und gut es ist, wenn wir öffentliche Sitzungen hier in diesem Ausschuss machen. Darüber freue ich mich ausgesprochen. Ich habe es ja schon öffentlich kundgetan, bei uns überwiegt die Skepsis und zwar überwiegt sie deutlich und die Anhörung hier, zumindest der erste Teil und auch die gestrige Sitzung des DOSB bestätigt unsere Skepsis, weil es immer noch sehr viele ungeklärte Fragen gibt und wir glauben nicht, dass sie bis Januar, Februar, das ist die Absicht, bis dahin die Spitzensportreform hier im Parlament abzuschließen, dass diese alle geklärt werden können. Aber man weiß ja nie, Hoffnung stirbt zuletzt. Warum sind wir skeptisch? Da will ich zwar aufgrund der Zeit ganz kurz ein paar Stichworte sagen und dann meine Frage an die Expertinnen richten. Es sind meine 4 Minuten. Ich kann die auch ohne Fragen durcharbeiten, meine Kollegen. Ja, aber ist ja gut. Der Kollege Mutlu hat das Wort und er kann auch ein 4-minütiges Statement ohne Fragen abgeben. Selbstverständlich. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Die Skepsis überwiegt bei uns aus dem Grunde, weil wir der Meinung sind, dass dieses neue Konzept absolut medaillenfixiert ist. Hier ist ja auch zu Recht gesagt worden, Soft Skills spielen gar keine Rolle. Die Zahl der Verbandsvertreter in internationalen Verbänden spielt ein Gewicht, aber der Anti-Doping-Kampf, die Antikorruptionsdebatte oder Transparenz, all diese Dinge spielen wenig eine Rolle. Die Förderung der Trainerinnen ist hier zu Recht genannt worden oder auch die duale Karriere, was ganz wichtig ist für die Zukunft des Spitzensports. All das sind Gründe, warum wir sehr skeptisch sind. Und in dem Zusammenhang stelle ich eine Frage erstmal allgemeiner Natur an Herrn Professor Gebauer. Was für eine Art von Spitzensport entspricht aus Ihrer Sicht den Werten und Ansprüchen einer demokratischen Gesellschaft? Bringt dieser Entwurf der Spitzensportreform uns dahin? Und wie sehen Sie das im Einklang mit dem internationalen Sport? Also sind Sie der Auffassung, dass Themen wie Doping, Bekämpfung, Korruption, Spielmanipulation auch Einfluss nehmen sollten auf diese ganze Debatte heute, weil bei den Attributen und den diversen Kriterien, die wir jetzt endlich auch schriftlich endlich haben, spielt das alles ja keine Rolle. Und daher wäre mir Ihre Meinung erstmal so allgemein ganz wichtig. Herr Professor Gebauer, Sie haben das Wort. Ich darf Sie bitten, auf die Zeit zu schauen. Ganz kurz. Ich kann jetzt kein Panorama entfalten, aber ich hatte schon gesagt, der Sport entstand in Deutschland aus der Bürgergesellschaft und ist bis heute darin verankert. Und man sieht es an den abgelehnten Olympiabewerbungen in den Städten, Hamburg, München, in gewisser Hinsicht auch Berlin, Skepsis, dass diese Art von Sport, wie sie international vorgetragen wird, in Deutschland wenig Rückhalt findet. Und ich glaube an den positiven Beispielen von Olympiasiegern, wir haben ja mehrere hier am Tisch sitzen, ich fühle mich umgeben von 3, 4 und fühle mich geehrt dadurch, glaube ich, dass Persönlichkeit und Integrität mit dem Sport verbunden sein muss. Hohe Leistung und dann die Persönlichkeitsfaktoren, die eine ganz große Rolle spielen. Und so können wir das akzeptieren. Aber nicht unbedingt jetzt siegen um jeden Preis, sondern im Rahmen der Werte, die unsere Gesellschaft eigentlich fordert. Und das wird oft durcheinandergebracht oder nicht dargestellt. Und ich finde, dass den jetzigen Entwurf einäugig ausschließlich auf Medaillenplätze fixiert. Das finde ich eine sehr betrübliche Tatsache nach den vielen Diskussionen, die in der letzten Zeit gelaufen sind. Herzlichen Dank, Herr Professor Gebauer. Wir sind am Ende der ersten Frage-Antwort-Runde. Das Wort geht an die CDU-CSU-Fraktion. Wer? Ich darf noch ein weiteres Mal. Ich habe mich gerade erkundigt. Meine Frage geht an Herrn Dr. Bürgi. Herr Dr. Bürgi, ich würde Sie bitten, uns vielleicht noch mal ein bisschen genauer Ihre Politik des Investments auszuführen und in diesem Zusammenhang dann auch gleich die Frage, können überhaupt Erfolgspotenziale so in einem Zeitraum von 4 bis 8 Jahren natürlich mit möglichst wenig Fehlern bestimmt werden oder ist das eher so mit der Wettervorhersage oder dem Bau eines Schiffes auf hoher See zu vergleichen, dass es fast nicht erreichbar ist und vielleicht auch noch gleich in dem Zusammenhang, Sie hatten ja erwähnt,
dass in der Schweiz eine ähnliche Strukturreform besteht auf niedrigerem Niveau. Haben Sie ähnliche Überlegungen angestellt mit in Zukunft, also nicht retrospektiv, sondern prospektiv eine Förderung durchzuführen und welche Maßnahmen ergreifen Sie? Und sollte dann noch Zeit sein, würde ich gerne auch den Professor Gebauer noch mal nachfragen, weil Sie ja gerade schon betont haben, die Persönlichkeitsbildung der Sportler und die so herausgekehrt haben, heißt das für Sie also, um das nur noch mal zu verdeutlichen, dass mit dem neuen System eine Persönlichkeitsbildung der Sportler, sagen wir mal vorsichtig, sehr, sehr vage zu entwickeln geht? Vielen Dank. Ich würde jetzt erst Herrn Böhm das Wort erteilen, weil aus der ersten Fragerunde ja noch die Antwort offen war. Herr Böhm, bitteschön. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte zwei, drei Anmerkungen zu den Fragen machen. Zum einen von Herrn Steininger. Er hatte gefragt, wie die Attribute zustande gekommen sind. Die Attribute sind erarbeitet worden in der dafür eingerichteten Facharbeitsgruppe 1 Verbandsförderung. An dieser Arbeitsgruppe haben alle Experten, die in dem Feld tätig sind, mitgewirkt. Das sind Wissenschaftler gewesen aus dem Bundesinstitut für Sportwissenschaften. Es waren externe Wissenschaftler. Das waren Fachvertreter aus den Bundessportfachverbänden und auch vom DOSB. Das heißt, es ist eine sehr breit eingeholte wissenschaftliche Expertise. Die Attribute, das sind ja 20 an der Zahl, die liegen Ihnen ja vor. Davon sind 4 Attribute Erfolgsattribute. Und Herr Mennig, Sie hatten ja gerade sehr stark herausgestellt, dass sozusagen der bisherige Erfolg einen hohen Indikator bildet für künftige Entwicklungen. Und das ist auch der Grund, weshalb zum Beispiel bei unseren Attributen diese Faktoren extrem hoch bewertet werden im Vergleich zu anderen. Das heißt, solche Dinge haben wir schon im Blick. Es sind ja insgesamt etwa 60 Attribute. Dazu möchte ich vielleicht noch sagen, wenn man bestimmte Themen, die angesprochen worden sind, auch Sie, Herr Mutlo, beispielsweise wenn es um Anti-Doping geht oder Verhältnisse in Sportarten, wo unsere Sportler konfrontiert werden mit anderen, solche Dinge sind in den Attributen natürlich berücksichtigt. Das sieht man nur auf den ersten Blick nicht, damit muss man sich dann in der Tiefe beschäftigen. Wenn Sie zum Beispiel das Attribut 5, Leistungspotenzial, nehmen, da ist ein Unterattribut die Betrachtung der leistungssportlichen Umfeldbedingungen in Sachen Manipulation, in Sachen Anti-Doping und solche Dinge wird da natürlich berücksichtigt. Mal abgesehen davon, dass in jedem Förderbescheid, den wir rausgeben, das sozusagen ein K.O.-Kriterium ist, sowohl was Antikorruption wie auch Anti-Doping angeht. Das heißt, das haben wir vor die Klammer gezogen und das wird natürlich berücksichtigt. Nicht an unserer Zeit abnehmen. Na gut, es war TDU-Kontingent, okay. Jetzt müssen wir gerade gucken, wo ich bin. Leistungssport, Personal. Frau Weber, Sie hatten eben gesagt, wir hätten das Leistungssportpersonal um 7% gekürzt. Können Sie als Athletin vielleicht nicht wissen. Wir haben natürlich nichts gekürzt, sondern wir sind die 93%, die wir ausgekehrt haben. Das liegt einfach daran, man kann nicht mehr Geld ausgeben, als man im Portemonnaie hat. Und es sind 5 neue olympische Sportarten hinzugekommen. Und Sie werden, glaube ich, mir zugestehen, wir müssen natürlich auch die berücksichtigen. Die können wir ja nicht leer ausgehen lassen. Und zu dem Zeitpunkt, als der Haushalt aufgestellt wurde, war die Entscheidung des IOC noch nicht da. Und wir sind in Verhandlungen mit den Haushältern. Die 7%, die dann fehlen, werden natürlich nachgeschossen. Ich glaube, der Haushaltsausschuss hat ein gewisses Verständnis dafür, dass neu hinzugekommene Sportarten auch bedacht werden müssen. Das heißt, das wollte ich nur richtigstellen, wir haben nichts gekürzt, sondern wir haben nur die Mittel, die da sind, auf alle gerecht verteilt. Und wenn die fehlenden Mittel dann nachgeschossen werden können, tun wir das. Vielen Dank. Die Zeit für die Antwort kommt bei der CDU on top. Herr Professor Bürgi, bitte. Unterstützung und Investment. Ich denke, es ist einfach. Unterstützung
Für die Unterstützung werden Kriterien festgelegt. Wer diese Kriterien erreicht, der wird unterstützt. Das ist ganz einfach. So funktioniert das auch in der Schweiz. Beim Investment ist die Frage etwas anders. Da stelle ich mir nämlich die Frage, ja, wer kann mir helfen, dass ich meine Ziele erreiche? Oder? Und wenn ich, dann werde ich diejenigen unterstützen oder denjenigen, in diejenigen investieren, die mir möglichst helfen, dass ich meine Ziele erreiche. Die Ziele sind deklariert eigentlich im Eckpunktepapier, Erfolg. Insofern ist da, denke ich, ein großer Unterschied, einfach der sich dann natürlich auf die Praxis eigentlich, wer Finanzen erhält, entsprechend auswirkt. Die zweite Frage zu den Potenzialen bzw. zur Potenzialanalyse, ich denke, da hat Professor Menning ganz viele Sachen dazu gesagt, die ich eigentlich auch unterstütze. Was aus meiner Sicht eben kritisch ist auch, ist, dass eigentlich diese Beurteilung von außen gemacht wird. Das heißt, die Verbände sind, oder ich habe nicht festgestellt, dass die Verbände wirklich involviert sind. Und solche Analysen der Verbände oder der Strukturen in den Verbänden, die könnten ja auch eine Chance sein, Veränderungen von innen auszulösen. In der Schweiz sind wir jetzt im Moment eigentlich daran, etwas Ähnliches zu machen, aber es ist mehr eine Art Fragebogen, Checkliste für Sportverbände, um Potenziale zu orten in den Verbänden, Verbesserungspotenziale zu orten in den Verbänden. Und diese Verbesserungspotenziale, die an gemeinsamen Gesprächen mit den Verbänden am runden Tisch gemacht werden, diese werden dann entsprechend in den Leistungsvereinbarungen mit den Verbänden, die das NOC bzw. Swiss Olympic, das ist der eigentlich DOS, das Pendant zum DOSB, die werden dort eigentlich gemacht. Also wir versuchen von Anfang an die Verbände zu involvieren in diesen Prozess, damit auch sie mitdenken und diese Veränderungen eigentlich von innen her auch stützen. Oder? Aber der Begriff des Potenzials, denke ich, und das ist etwas, das mir jetzt auch in der Diskussion aufgefallen ist, wir scannen eigentlich primär die Verbände, oder? Aber irgendwo im Eckpunktepapier ganz am Anfang steht, ja, wir fokussieren uns auf die Athleten. Und eigentlich müssten wir uns auf die Potenziale der Athleten fokussieren. Wir gehen vom Paradigma aus, dass wenn wir stabile Strukturen in den Verbänden haben, dass dann Potenziale bei den Athleten entstehen. Aber wie Beispiele zeigen, dass eben Athleten ohne Strukturen auch erfolgreich sein können, da frage ich mich schon, wie weit eben wir diesem Paradigma eben folgen können. Herzlichen Dank. Herr Kollege Mayer, bitte. Vielen Dank. Meine Frage richtet sich an Herrn Böhm aus dem BMI bzw. an den DOSB-Präsidenten Herrn Hörmann. Und zwar, inwiefern denn beabsichtigt ist, die 20 Attribute durchaus auch mal zwischenzeitlich in Frage zu stellen. Also sprich, wie sehr sind diese 20 Attribute in Stein gemeißelt? Gibt man sich dann auch in der Laufzeit des neuen Sportförderkonzepts auch die Flexibilität, Attribute hinzuzufügen, Attribute auszutauschen, auch unterschiedlich zu gewichten, die Schwerpunkte anders zu setzen? Und die zweite Frage bezieht sich auf die Evaluierung der Sinnhaftigkeit und der Effektivität des neuen Sportförderkonzeptes. Wenn es dann in seiner endgültigen Fassung im Jahr 2018 in Kraft tritt, ist denn darüber schon verhandelt worden oder ist beabsichtigt, auch in der weiteren Laufzeit des neuen Sportförderkonzepts die Sinnhaftigkeit, die Effektivität extern sportwissenschaftlich zu begleiten? Sprich, gibt es auch eine Verständigung auf eine Evaluierung der Sinnhaftigkeit dieses neuen Konzeptes? Die Unionsfraktion hat jetzt noch eine Minute zusätzlich. Ich schlage vor, Herr Hörmann, Sie sind gerade angesprochen worden, dass Sie vielleicht die restlichen anderthalb Minuten für die Frage vom Kollegen Mayer nehmen. Den Rest nehmen wir in die nächste Runde. Bitte. Vielen Dank. Das, was Herr Dr. Bürgi zur Philosophie Schweiz und zu seinen Erkenntnissen dargestellt hat, trifft 100% unsere Überzeugung und im Grunde könnte es eine Wiedergabe dessen sein, was wir gestern mit 120 Verbandsvertretern quer durch Deutschland diskutiert haben. Die Frage,
Wie weit lässt sich anhand eines solchen analytischen Tools, oder wie man es einmal bezeichnet, denn tatsächlich berechnen, welche Erfolge möglich sind, scheint aus unserer Sicht zumindest nur bedingt gegeben. Wir akzeptieren es und wir stehen dazu, weil es nennenswerter Wunsch des BMI war, um es deutlich und klar zu formulieren, und haben auch nichts dagegen, eine solche Analytik zum Einstieg anzuwenden. Aber ich darf den Herrn Böhm gestern zitieren, der so schön gesagt hat, die Potas-Kommission wird überhaupt nichts entscheiden, sondern wir sehen es als Grundlage für die dann wesentlichen Elemente, nämlich das Strukturgespräch und dann das Fördergespräch. Es gibt ja dann in dem Kreislauf im Konzept enthalten die beiden entscheidenden Elemente. Deshalb kann es nur eine erste Vorlage sein. Die ist zähneknirschend gestern auch von den Verbänden und den Organisationen akzeptiert. Und das, was Herr Bürgi so schön formuliert hat, nämlich von Beginn an die Verbände einzubinden und einzubeziehen, um wenigstens korrekte Werte zu sichern, haben wir gestern klar und deutlich auch als Forderung von unserer Seite definiert und werden es am 26. in die nächste Beratungsrunde mit einbringen. Auf der Grundlage meinen wir aber, dass es ein hilfreiches Thema sein kann. Ganz herzlichen Dank, Herr Hörmann. Das Wort geht an die SPD-Fraktion. Die beiden fehlenden Antworten liefern wir in der nächsten Runde nach. Frau Kollegin Engelmeier, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Salbungsvolle Worte haben wir keine Zeit für. Deswegen werde ich Sie mit geradezu einem Feuerwerk von drei Fragen befeuern. Meine erste Frage geht an Frau Weber und Herrn Beer. Es geht um die Olympiastützpunkte. Man hört ja viel über die Leistungssportförderreform, unter anderem auch, dass man darüber nachdenkt, eine Neustrukturierung von Olympiastützpunkten bis hin zu Verlegung oder sogar Schließung von Olympiastützpunkten. Wird diskutiert, Frau Weber und Herr Beer. Mich würde interessieren, was das für Sie speziell jetzt gerade als Athletin, Frau Weber, weil Sie ja im Fokus dieser Leistungssportförderreform stehen sollten, so jedenfalls der Arbeitstitel bedeuten würde, und für Herrn Bär natürlich, was das für die Olympiastützpunkte bedeutet. Meine zweite Frage geht die an... Die kommt wieder anschließend, Frau Kollegin. So. Jetzt kommen erst die beiden Antworten der beiden angesprochenen Sachverständigen. Frau Weber, bitte. Also da für mich jetzt noch nicht klar zu sehen ist, welche Olympiastützpunkte da zusammengeschlossen werden, kann ich dazu wenig sagen. Ich kann nur sagen, dass der Olympiastützpunkt Brandenburg sich 2008 zusammengeschlossen hat aus Frankfurt oder Cottbus und Potsdam. Die Frage ist, wenn die Gelder dann für die Olympiastützpunkte vielleicht auch mehr werden müssen, weil es mehr Athleten sind, es sollte halt nichts gestrichen werden. Das ist so das Entscheidende daran. Also die Idee, gerade was dann große Trainingsgruppen angeht, halte ich für gar nicht so verkehrt, obwohl man da natürlich auch immer auf dieses Individuelle gucken muss. Aber ja, schwierig. Dankeschön, Frau Weber. Herr Bär, bitte. Ja, also die Olympiastützpunkte waren ja durchaus auch in den Prozess der Entwicklung der Überlegungen eingebunden. Und es war in der Verständigung mit dem DOSB auch immer eigentlich die Grundaussage, dass die Betreuungsqualität an den Standorten und für die Sportler mit neuen Organisationen und neuen Strukturen nicht leiden soll oder nicht geschwächt werden soll, sondern im Gegenteil eher eine Stärkung stattfinden soll. Insofern geht es nicht um die Verlegung von Olympiastützpunkten und auch nicht um die Schließung von Olympiastützpunkten, wenn es um die Betreuungsstandorte geht, sondern darum, dass ob man andere Organisationsformen finden kann, gestrafftere Organisationsformen, die aber mindestens dieselbe Betreuungsqualität an den Standorten sicherstellt. Dankeschön. Frau Kollegin Engelmeier, bitte. Ja, meine zweite Frage richtet sich an Herrn Täuber. Ich glaube, dass das Konzept dass der Behindertensport in diesem Konzept nur unzureichend abgedeckt ist. Und ich habe auch nicht den Eindruck gewonnen, dass das Konzept mit 20 Attributen und 59 Unterattributen so einfach vom Olympischen auf den Paralympischen Sport anzuwenden ist. Meine Frage ist, können Sie mir sagen, wie die Disziplinen im Behindertensport die Reform diskutieren und welche Vorbehalte sie haben? Herr Täuber, bitte. Also vermutlich lässt sich das eben nicht 1:1 übertragen. Das sehe ich auch so. Da, wo es machbar ist, kann man es sicherlich anwenden, weil es sind ja viele Strukturen im paralympischen Sport mehr oder weniger oder auch Leistungsstrukturen im paralympischen Sport mehr oder weniger identisch wie im olympischen Sport. Und
bei der derzeitigen Sachlage wäre es ja sowieso so, dass praktisch, weil der DBS ja die Sportarten intern sozusagen verwaltet, das heißt, im Grunde müsste dann der DBS dieses POTAS-System auf seine eigenen Sportarten anwenden. Ja. Inwiefern das dann wirklich möglich ist mit diesen Punkten, das muss man dann vielleicht mal in einer gesonderten Untersuchung nochmal analysieren. Grundsätzlich aber, denke ich, ist es schon so, dass man halt Potenziale ermitteln muss und dass man dann da hin und her diskutieren kann, ja, dass man sagt, auf welche Art und Weise mache ich das? Das ist klar und man hofft jetzt halt, dass man mit diesen Faktoren oder Attributen einen besseren Weg beschreiten kann. Schwierig, also ich denke mal, Kanu wird nach wie vor gefördert, ja, bei dem System und beim anderen auch und schauen wir mal, ich kann mir schon vorstellen, dass man das umsetzen kann, auch bei uns. Ja. Vielen Dank, Frau Kollegin Engelmann. Ja, genau. Und wie ist die Diskussion in Ihrem Verband, in Ihren Disziplinen, in Ihren Sportarten darüber? Haben Sie da eine Übersicht? Also ganz ehrlich, Herr Teuber, bitte. Ich denke nicht, dass da die Diskussion jetzt schon so weit fortgeschritten ist, dass man sich über solche Details innerhalb der Sportlerschaft Gedanken macht. Denke ich überhaupt nicht im Moment. Wir haben es vorher schon kurz angesprochen. Für einen Athleten sind diese Dinge, ich sage jetzt mal, zweitrangig. Ja, für uns ist wichtig, wie kann ich trainieren und vor allem auch, wie werde ich gefördert. Das sind eben die Themen, für uns sind Themen wie Gleichstellung wichtig, wie was habe ich an Geld zur Verfügung, um meinen Sport ausüben zu können. Solche Dinge stehen bei uns im Fokus. Ja. Ja, vielen Dank. Frau Kollegin Engelmeier, noch eine Frage? Ich sehe die beiden Präsidenten, Herrn Borcher und Herrn Hörmann. Ich würde vielleicht auch ganz kurz... Es reicht nur noch für einen von beiden. Dann würde ich nur, weil vorher die Frage war, ist denn der paralympische Sport im Olympischen willkommen, ja oder nein? Klar und deutlich, wir führen mit dem DBS seit 2 Jahren intensive Gespräche über eine nennenswerte Form von engerer Zusammenarbeit und Integration. Punkt 2 im aktuellen Konzept war von Beginn an der DBS eingebunden und war so, dass wir in der letzten Beratungsrunde DBS und DOSB, um es mal bildlich zu formulieren, gleichgestellt haben. Es gibt seit wenigen Tagen eine Stellungnahme des DBS-Präsidiums, dass man doch in bestimmten Bereichen Eigenständigkeit haben möchte, weil man erkennt, die 1-zu-1-Integration funktioniert nicht. Und damit es jetzt nicht falsch ankommt, ist keinerlei Kritik, sondern nur sachliche Feststellung. Nicht wir legen Wert auf Abgrenzung, sondern der DBS legt Wert auf Abgrenzung im Sinne seiner Athletinnen und Athleten, was wir vollkommen akzeptieren. Ja, Herr Beucher hat das Wort, bitte. Das ist die aktuelle Diskussion. Und da sind wir mit dem DOSB einig. Die Nachteile paralympischer Athleten sind nicht wegzudiskutieren. Das hängt auch mit der Zahl zusammen. Für uns ist ungleich schwerer, Nachwuchs zu rekrutieren. Wir unterliegen viel stärker den Problemen der Zentralisierung. Und das sind die Punkte, wo wir differenzieren. Und wir haben es ja den Mitgliedern des Sportausschusses, die ja letztlich entscheiden, welches Geld in den Sport fließt, mitgeteilt, wo wir Aufwüchse brauchen, um eben diesen Stand zu halten, den wir jetzt erreicht haben. Und das ist die Professionalisierung der Strukturen. Und wir wenden uns nicht gegen das Konzept, sondern wir wollen im Rahmen dieses Konzeptes natürlich unseren Nachteilsausgleich herstellen. Ganz herzlichen Dank. Wir kommen in die Fragerunde der Fraktion Die Linke. Frau Kollegin Kuhner. Also wenn ich eben, ich war eben sehr aufmerksam, Herr Hörmann, weil ich doch herausgehört habe, dass möglicherweise das BMI in den ganzen Beratungen eine sehr dominante Rolle übernommen hat. Ich will hier mal deutlich sagen, dass nicht das Ministerium Gelder freigibt für die Sportförderung, sondern der Deutsche Bundestag. Und jetzt an dieser Stelle sei es vielleicht auch angebracht, dass der ganze Prozess bisher wenig Transparenz gezeigt hat. Und dass, wenn ich versuche, mich in einem bestehenden System, welches durch ein bestimmtes Geldbudget eingegrenzt wird, wenn ich versuche, da wirklich etwas vernünftig zu verändern,
dann frage ich mich, ob überhaupt die ganze Debatte zu dieser neuen Spitzensportförderung richtig geführt hat. Es ist vorhin gesagt worden, in der Gesellschaft müsste man auch die Werte des Sports diskutieren. Und insofern ist natürlich die Frage, wie wollen wir eine Akzeptanz der neuen Sportförderung erreichen in der Gesellschaft, wenn das hier alles hinter verschlossenen Türen ist und möglicherweise das BMI hier sehr dämonisch agiert. Deshalb meine Frage an Herrn Böhm. Bis zu welchem Zeitpunkt nehmen Sie denn möglicherweise aus dem Sportausschuss oder aus den Fraktionen Wünsche entgegen oder Vorschläge, Änderungsvorschläge des jetzt vorgelegten Eckpunktepapiers? Weil wenn wir es transparent gestalten und mit einer gewissen Akzeptanz auch vom Tisch gehen wollen, dann glaube ich, ist diese Frage jetzt berechtigt? Also bis zu welchem Zeitpunkt und wann würde dann abschließend nochmal das BMI mit den Sportverbänden beraten? Das würde mich jetzt interessieren. Herr Böhm, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Zu der Frage Einbindung der Verbände in die Potas-Kommission, da möchte ich jetzt schon mal deutlich was sagen. Diese Potas-Kommission hat ja 4 institutionelle Partner, die da agieren sollen. Und die Einbindung der Verbände passiert über den DOSB. Ganz eindeutig. Und das ist auch so vorgesehen und verabredet, dass jeder der Experten, die da am Tisch sitzen, sich die Expertise holt, die er für erforderlich hält. Der Sport-DOSB kann als Experten zuziehen, wen er möchte. Ob das Verbandsvertreter sind, ob das Wissenschaftler sind, Leute vom IAT, FES, ist völlig egal, sind da völlig frei. Und das gilt auch für alle anderen Akteure, die da am Tisch dieser Potas-Kommission sitzen. Insofern haben wir diesen Aspekt der Verbände-Einbeziehung und der Sporteinbeziehung sehr deutlich berücksichtigt. Dass der Charme dieses Systems, ich kann das jetzt nicht alles im Einzelnen erläutern, das dauert zu lange, aber wenn man sich damit beschäftigt ist, dass wir so eine Art Check-and-Balance-System aufbauen, da wird nicht irgendwas oktroyiert, sondern einer, der ein Attribut vorstellt, da hat er dann 3 Parteien mit am Tisch, die dann aus einer anderen fachlichen Sicht die Sachen beurteilen, um dann auf Plausibilität hinterher zu einem Konsens zu kommen. Herr Böhm, darf ich Sie ganz kurz unterbrechen? Frau Kunert mahnt an, dass Sie bitte zuerst Ihre Frage beantworten mögen. Ja, die kommt doch on top, oder nicht? Sie hatten gefragt, wie das BMI das vorsieht. Doch. Doch, bis wann Sie, haben Sie doch gefragt, Sie haben gefragt, bis wann wir vorsehen würden, Vorschläge entgegenzunehmen. Ja, vom Parlament, also wir haben doch, der Minister hat das doch eindeutig gesagt und wir haben das auch mit dem DOSB so verabredet. Wir haben vor, erst jetzt diesen Beratungsprozess in den gemeinsamen Gremien weiter voranzutreiben. Dann steht die Sportministerkonferenz der Länder an, da werden auch noch mal Argumente kommen. Wir werden alles das, was hier gesagt worden ist, von den Experten mit einbeziehen. Dann gibt es die Mitgliederversammlung und in der Zeit, Sie können ja jederzeit sozusagen sich an uns wenden in dem Prozess. So, und wir werden, und so ist es verabredet, nachdem die Mitgliederversammlung sich zu dem Prozess verhalten hat, wird auch die Bundesregierung irgendwann danach, kurzfristig danach, das dem Kabinett zur Kenntnisnahme vorlegen. Und Sie können jederzeit in diesem Prozess Ihre Gedanken und Ihre Anregungen da einspeisen. Das hat der Minister aber auch so, glaube ich, gesagt. Und das ist auch so vorgesehen. Gut, Kollegin Kunert, Moment, Herr Böhm. Ist Ihre Frage damit beantwortet oder ist von Ihnen noch eine Frage offen? Die Frage ist jetzt beantwortet und ich bin sehr dankbar, dass das in dieser Öffentlichkeit jetzt so gesagt wurde, wer alles noch einbezogen werden soll. Das war aber noch nie anders. Da Herr Böhm aber zu Beginn eine andere Frage beantwortet hat, frage ich Sie jetzt, ob Sie noch eine weitere Frage an einen Sachverständigen haben. Okay. Ich muss noch was anderes. Ja, aber das war eine ziemlich gute Frage. Herr Böhm, das Problem ist, ich muss Ihre Antworten immer den Fraktionen zuordnen. Ich sage mal, mich beneidet hier heute, glaube ich, keiner. Die Runde geht an Frau Lazar von Bündnis 90 Die Grünen. 4 Minuten. Kurze Nachfrage an Herrn Böhm. Sie haben gesagt, wir können uns an Sie wenden. Können Sie bitte auch konkret sagen, wie können wir eine Wunschliste, sollen wir schriftliche Fragen stellen? Weil dieses Verfahren ist völlig ungeklärt und das geht wahrscheinlich nicht nur irgendwie der Opposition so kurz und knapp, weil ich habe da noch eine andere Frage. Herr Böhm, bitte.
Kurz und knapp, Frau Lazar, uns wäre es am liebsten, Sie machen das schriftlich. Sie können das aber in jeder anderen Form auch tun. Wunderbar, vielen Dank. Unsere Kontaktdaten haben Sie. Weitere Frage von Frau Kollegin. Das Wort hat die Kollegin Lazar. Ja, ich habe jetzt noch eine Frage an Herrn Manning. Und zwar haben Sie ja sehr deutlich in Ihrer Stellungnahme die Erfolgsstatistik der Sportsoldaten aufgeschlüsselt. Und mich würde interessieren, ob Sie andere Vorschläge haben, weil es ist ja teuer und auch sehr einseitig, wenn wir uns, sage ich mal, auf die bisherigen Sportsysteme, die uns zur Verfügung stehen, konzentrieren. Es ist zwar gut, dass es gibt, aber mich würde noch interessieren, haben Sie Ideen, ob es noch andere Bundesbehörden gibt oder insgesamt andere Stellen, wo eben die Sportlerinnen und Sportler in ihrer aktiven Zeit und danach, sage ich mal, unterkommen können. Vielen Dank. Herr Professor Mennig, bitte. Also lassen Sie mich damit anfangen, dass der eine Punkt, der in dem Konzept erwähnt wurde, dass man in Zukunft die 1200 staatlichen Sportförderstellen, ich zitiere, in Zukunft stärker an die besten Sportler gibt. Ich so interpretiere, dass ich vielleicht mich einfach falsch ausgedrückt habe, denn ich bin überzeugt, Sie können die Besten der Besten zur Bundeswehr geben. Sie werden aufgrund der Strukturen dann zu weniger guten Sportlern, als wenn Sie nicht bei der Bundeswehr angestellt sind. Das hat mit dem Trainingsalltag von den Bundeswehrsoldaten zu tun. Es ist der Sozialisierungseffekt, der hier negativ zu Buche schlägt. Es sind eigentlich die Talentiertesten, die in der Juniorzeit Weltmeister geworden sind, die dann diese Sportförderstellen in der Regel bekommen. Was ist die Alternative? Na, die Alternative ist eine Förderung, eine Umschichtung der Gelder, die bisher, man sagt 35 bis 70 Millionen pro Jahr über die Bundeswehr, die den Sportlern zugutekommen. Ich will den Sportlern nicht das Geld wegnehmen, ich will, dass die Gelder anders laufen, über andere Institutionen. Eine Institution ist die Deutsche Sporthilfe. Also mein Vorschlag ist, solange die Bundeswehr mit ihrer Statistik so eindeutig weniger erfolgreich ist als ein anderes System Sporthilfe, dass systematisch, ich rede immer wieder heuristisch, so 20%, 10-20% vor Olympiade Gelder umgeschiftet werden. Ich will noch eins deutlich machen, dass es muss ja auch nicht die Deutsche Sporthilfe sein. Auch eine weitere Institution, die sich als geeignet herausbilden könnte, hier wurde von einer Athleteninstitution mal gesprochen, die das machen könnte, wäre auch denkbar. Es geht darum, dass die vorhandenen öffentlichen Gelder möglichst effizient eingesetzt werden. Und ich glaube, wir sind bei so einer grundsätzlichen Diskussion. Das heißt immer, mein Präsident Hörmann sagt immer, ja, da sind die Gelder weg, wenn wir es den Sportsoldaten wegnehmen. Wir sind in einer gesellschaftlichen Diskussion, die so fundamental ist, dass es möglich sein muss, dass der Finanzminister aus dem Etat des Verteidigungsministers eine bestimmte Position herausstreicht, um sie dann letztlich der Deutschen Sporthilfe beispielsweise zukommen zu lassen. Ganz herzlichen Dank. Herr Böhm, Sie haben nur noch wenig Zeit. Ich möchte die Frage von Stefan Mayer beantworten. Stefan Mayer kommt in der nächsten Runde. Da war doch was bei euch. Also, der Herr Böhm hat meine Frage beantwortet, aber da der Herr Hörmann jetzt so den Kopf geschüttelt hat, würde ich Sie fragen, wie Sie sich das ansonsten ergänzend vorstellen. In wie viele Sekunden? Die Frage ist angekommen, die Antwort kommt in der nächsten Runde, Herr Hörmann. Okay. Es tut mir leid. Sie wissen aber, was ich meine. Wir kommen zur CDU-CSU-Fraktion. Antwortengeber und Böhm. Erstmal müssen wir die Uhr umstellen. Zweitens fangen wir mit zwei Antworten an, nämlich Herr Böhm und Herr Gebauer. Herr Böhm, Sie wissen, welche Antwort jetzt von der Union erwartet wird. Bitte schön. Ja, die Regieanweisungen sind manchmal etwas verwirrend. Ich möchte jetzt die Frage von Herrn Stefan Mayer beantworten, ob die Attribute, die wir jetzt vorgestellt haben, ob die in Stein gemeißelt sind. Die Attribute sind nicht in Stein gemeißelt. Ich habe es ja eben gesagt, das ist jetzt ein erster Aufschlag, nach bestem Wissen und Gewissen von allen Beteiligten erarbeitet worden ist. Und es ist Aufgabe dieser POTAS-Kommission unter dem zu berufenden Vorsitzenden, diese Attribute laufend fortzuentwickeln, qualitativ wie auch quantitativ. Das heißt, es können auch welche wegfallen, die sich vielleicht nicht als tauglich erwiesen haben. Es können welche dazukommen. Es können Attribute ausdifferenziert werden, anders ausdifferenziert werden. Das ist ein lebendiger Prozess, der auch in kürzeren Abständen nach Bedarf vorgesehen ist.
Über eine Evaluierung haben wir uns jetzt förmlich noch nicht unterhalten. Gerade habe ich ja gesagt, was die Attribute angeht, ist das quasi eine Dauerevaluierung. Aber sowas könnte man natürlich vorsehen. Das ist kein Problem. Ich möchte nur noch mal, da ist mir schon ein Anliegen, Herr Hörmann. Wir reden hier über einen gemeinsamen Entwurf des BMI, der Länder, des DOSB, der Fachverbände und der Landessportbünde. Nicht über ein Papier des BMI. Deshalb auch die Frage von Frau Kunert, dass das BMI da eine sehr dominante Rolle gespielt hat. Wir haben uns in einem konstruktiven und diskursiven Prozess intensiv auseinandergesetzt. Das ist ein gemeinsames Papier. Deshalb, wenn es mal unangenehm ist, ist es nicht das BMI, sondern es sind alle gemeinsam. Und wenn es angenehm ist, sind es auch alle gemeinsam. Ganz herzlichen Dank. Es fehlt noch die Antwort von Herrn Professor Gebauer auf die Frage von der CDU-CSU-Fraktion. Bitte schön. Ja, Herr Ginge hatte gefragt, ob meiner Meinung nach das neue System für die Persönlichkeitsentwicklung der Athleten ungünstig abträglich sei. In dem neuen System ist überhaupt nicht die Rede von Persönlichkeitsentwicklung. Es ist überhaupt nicht die Rede davon, was Athleten mitbringen und wie sie sich entwickeln und was aus ihnen werden soll, außer dass sie Leistungsträger sind. Und deswegen geht es da auch nicht im Wesentlichen um Athleten. Herr Bürgi hat das eben aus schweizerischer neutraler Sicht sehr freundlich formuliert. Es sind Dinge, die sich auf Organisation von Verbänden und von Sportförderung beziehen und nicht darum, welche Werte, welche Persönlichkeiten, welchen Sport wir haben wollen und so weiter. Also die ganz brennenden Fragen, die uns alle interessieren. Also das heißt mit anderen Worten, die Sportler haben eine Chance. Die Sportler können sich entwickeln. Ich bin ja umgeben hier von Sportlern, die sich wunderbar entwickelt haben. Also solche Möglichkeiten bestehen ja immer. Aber es wird nichts getan nach dem neuen System, um das in irgendeiner Weise zu befördern. Das alte System bestand ja darin, dass es Trainer gab. Frau Weber hat das ja sehr eindrucksvoll aus ihrer eigenen Entwicklung geschildert, dass sie auf Persönlichkeiten gestoßen sind, die sie wiederum gefördert haben. Das sind Glücksfälle. Und ich nehme an, die anderen, die hier sitzen, haben ähnliche Glücksmomente erlebt. Aber wenn da niemand ist oder wenn nie darüber gesprochen wird, wenn das gar nicht zum Thema gemacht wird, dann haben wir es mit Systemen, mit Strukturen, mit Computern und Ausrechnungssystemen und so weiter zu tun. Aber es steht da nicht drin, wie die Menschen miteinander umgehen. Und der Sport besteht doch zum großen Teil darin. Gut, herzlichen Dank. Das Wort hat die CDU-CSU-Fraktion. Wer? Herr Kollege Stier, bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch ich will mich bedanken für die Ausführungen der Sachverständigen und will gezielt noch mal auch unter dem Hintergrund der geführten Gespräche in Rio zum paralympischen Sport kommen. Herrn Täuber würde ich gerne noch mal fragen, auch weil wir ja gehört haben, dass dort einige Spezifika bestehen. Sollte denn der Spitzensport von Menschen mit Behinderungen nach Ihrer Meinung den gleichen Erfolgskriterien unterzogen werden und, ich sage das mal in Klammern, auch bei anhaltendem Misserfolg einzelner Sportarten eine Förderung dann komplett vielleicht entzogen oder minimiert werden? Und die zweite Frage, die ich an Sie gerne richten würde, Herr Täuber, welche praktischen Probleme, zum Beispiel Wohnortwechsel, ergeben sich denn für behinderte Sportler auch, wir haben gehört, die Nutzung von Stellenangeboten des Bundes. Wie würde sich das denn auf den paralympischen Sport auswirken? Können Sie da vielleicht was dazu sagen? Vielen Dank. Herr Täuber, bitte. Zwei Fragen an Sie. Ja, also zum einen, ich denke, dass wir paralympische Sportler, die vor allem, also die Paralympischen, die zu den Paralympics wollen, wir unterwerfen uns doch voll und ganz dem Leistungssportgedanken. Also wir sind keine Reha-Sportler, sondern wir sind Leistungssportler und als das wollen wir auch ernst genommen werden und wahrgenommen werden. Das bedeutet, deswegen habe ich auch vorhin schon gesagt, ich denke schon, dass viele Kriterien anwendbar sind und auch, sagen wir mal, der Wettbewerbsgedanke unter den Sportarten an sich, den finde ich im Prinzip auch nicht verkehrt, dass eben die erfolgreichen Sportarten auch einen Plus an Förderung erhalten. Dass dabei natürlich wichtige Dinge nicht hinten runterfallen dürfen. Das wurde an vielen Stellen jetzt schon erwähnt, dem schließe ich mich an. Also es kann nicht sein, dass eine Leichtathletik aussortiert wird beispielsweise. Ja. Also ich denke schon, dass eben diese Leistungskriterien angewandt werden können, auch auf den paralympischen Sport, weil wir in vielen Bereichen identisch sind. Das andere ist, wir haben ja vorher darüber gesprochen, dass es Probleme gibt und dass der DBS selbst sagt sozusagen, er will gar nicht komplett angeglichen werden sozusagen. Ich sage, wir brauchen zunächst mal eine vollständige
Gleichstellung und Inklusion und dass es dann Probleme entstehen, zum Beispiel, weil wir Sportarten haben, die es im olympischen Sport gar nicht gibt, Boccia für Schwerbehinderte zum Beispiel. Den Problemen müssen wir uns aber stellen, wenn wir Gleichstellung ernst nehmen. Da können wir nicht von vornherein sagen, wir lassen die Gleichstellung weg, weil es Probleme gibt, sondern wir müssen erst sagen, wir wollen die Gleichstellung und dann sagen, okay, wir haben aber leider auch, was heißt leider, wir haben auch die Boccia-Spieler, um die müssen wir uns auch kümmern. Ja. Und das Zweite, die praktischen Probleme, die entstehen können, ist es, denke ich, ein Stück weit dann auch die Verpflichtung der Gesellschaft, hier auch eben für diese Gleichstellung zu sorgen. Wenn ein paralympischer Athlet mehr Probleme hat, beispielsweise im Wohnortwechsel, eben zu irgendeinem Stützpunkt muss, dann muss halt auch ein Plus an Mitteln dafür zur Verfügung gestellt werden, weil dann kostet halt Gleichstellung leider auch Geld. Ja. Wenn der eine Betreuungsperson braucht oder wenn der Stützpunkt für den so nicht geeignet ist, dann müssen halt eventuell Maßnahmen ergriffen werden. Vielen Dank, Herr Teuber. Weitere Fragen von Seiten der Union? Oder Herr Steiniger, bitte. Ja, herzlichen Dank. Zuerst an den Herrn Professor Mennig. Also zum Thema Bundeswehr muss man dann, glaube ich, schon redlich sein. Und deswegen die Frage, also wenn wir von 42 Medaillen insgesamt 19 durch Sportsoldatinnen und Sportsoldaten geholt haben, dann sind es nach meiner Rechnung 45%. Und Sie haben natürlich mathematisch trickreich die Medaillenträger verwendet und kommen dann auf einen anderen Prozentsatz. Also das ist, glaube ich, an der Stelle ein bisschen schwierig. Frage an Herrn Schimmelpfennig. Es wurde gerade eben vom Herrn Gebauer, Professor Gebauer gesagt, dass ja nichts getan wird, um den Einzelnen zu fördern. Da hätte ich gerne mal eine Stellungnahme von Ihnen und auch zu einer anderen Aussage von Herrn Dr. Bürgi, dass die Verbände in den gesamten Gesprächen und Strukturprozessen dann überhaupt nicht vorkämen. Auch das sollte, glaube ich, mal richtiggestellt werden. Herr Schimmelpennig, Sie haben das Wort. Ja, vielleicht ganz kurz. Der Gedanke, der dahinter steckt, ist, dass wir eben den Athleten in den Fokus stellen und die Qualität der dualen Karriere, so wie es auch hier mehrfach gefordert ist, eben für diese Athleten, die dann ausgewählt sind, im Olympiakader und im Perspektivkader, eben auch ganz gezielt und ganzheitlich und mit Nachhaltigkeit entsprechend aufbauen. Das ist die Idee, die hinter dem Chart duale Karriere steht. Das bedeutet, dass wir eben sowohl sehr frühzeitig eine Karriereplanung haben, dass wir sehr frühzeitig auch in diesem Zuge mit den Schulen, mit den Hochschulen individuelle Bedingungen für talentierte Sportler aus Olympiakader und Perspektivkader schaffen wollen und dass wir auch zur Persönlichkeitsentwicklung eben die Möglichkeiten, die wir dort haben, auch zur Kompensation, die ja hier mehrfach auch von Herrn Schenk zum Beispiel genannt worden ist, von Athleten, dass wir die auch irgendwo erfüllen. Und dazu haben wir in unserem System auch unter den Serviceleistern auch zum Beispiel ganz sicher die Olympiastützpunkte mit den Laufbahnberatern, die angesprochen worden sind, mit den Psychologen, eben auch Fachleute, die nah an den Athleten sind. Und das haben wir sehr wohl in der Planung eben entsprechend mit drin. Qualität der Trainer ist für uns ein wesentlicher Punkt. Personalentwicklung. Wir haben gesagt, dieses Konzept ist etwas, was wir entwickeln müssen. Wir brauchen Zeit. Das ist etwas 24, 28, 32, wo wir wirklich die Strukturen und das Personal entwickeln wollen. Und das ist einer der Ansätze dieser Struktur. Die zweite Frage war die Einbeziehung der Verbände. Und das war eben gestern auch die Problematik bei den Mitgliedsverbänden, die einfach in der Fördersystematik verstehen wollten, welche Bedeutung hat denn die Berechnung über die Potters-Kommission, was passiert denn an dem Strukturgespräch und was entscheidet sich dann in der Förderkommission. Es geht darum, die Verbände zu bewerten und die werden natürlich dann auch interviewt zu den Ausprägungen der Attribute. Dann versuchen wir darüber eine objektive Grundlage zu finden, auf der wir dann in den Strukturgesprächen ganz gezielt über die Talente sprechen. Und ich mache mal ein Beispiel. Wenn es um Franziska Weber geht, dann hat sie das Glück, dass sie in einem Verband ist, der bewertet wird durch die Potters als ein sehr leistungsstarker Verband, möglicherweise im obersten Cluster. Dann wird dieser Verband in allen Bereichen wissenschaftliche Unterstützung, duale Karriere, Trainingsstättenförderung, Trainer top ausgestattet. Wenn sie aber in einem Verband wäre, der nicht im ersten Cluster ist, würden wir uns im Strukturgespräch auch über Franziska Weber unterhalten. Und wenn sie eine Kandidatin ist, aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit und ihrer Möglichkeiten auch noch die Leistung weiterzuentwickeln, dann würden wir auch Individualprojekte im zweiten Cluster in diesem Strukturgespräch entwickeln. Und nicht, wie es heute ist, mit Parallelstrukturen, sondern alle sitzen dort am Tisch
Und der Spitzenverband kann für Franziska Weber deutlich sagen, was er braucht, damit sie noch bessere Bedingungen hat, so wie ihre Konkurrenten in der Weltspitze. Das ist die Idee, die hinter diesem Konzept steckt. Vielen Dank. Für Herrn Professor Mennig bleibt die nächste Antwortrunde auf die Frage, weil die Zeit soweit abgelaufen ist. Es sei denn, Sie waren die 10 Minuten rum oder war noch eine Minute über? Warum? Okay. Dann kommen wir zur SPD-Fraktion. Kollege Pilger, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte mich zunächst kurz auf ein Interview unseres Sportministers in der Süddeutschen Zeitung beziehen, wo er in Aussicht stellt, dopingverseuchte Sportarten nicht mehr zu fördern. Ich zitiere, wenn eine Sportart strukturell dopingverseucht ist, habe ich Zweifel, ob wir diese Sportart mit Steuergeldern fördern sollten. Er nannte die Tour de France als Beispiel, von der sich ab einem gewissen Stadium auch die Sponsoren zurückgezogen hätten. Ähnliches, jetzt wieder Zitat, kann ich mir als Geldgeber des Staates in einem vergleichbaren Fall vorstellen. Meine erste Frage wie die war ähnlich wie vom Kollegen Mutlow, der gesagt hat, ja, findet sich dann die Dopingfälle in den Attributen wieder, und das wurde ja von Herrn Böhm bereits bestätigt, sodass meine zwei Fragen sich an die Frau Weber richten. Deutschland hat meines Erachtens kein durchschlagendes Problem mit Doping, doch unsere Sportlerinnen und Sportler sollen für die internationalen Kollegen bestraft werden, denn würde für die in Rede gestellten Sportarten keine entsprechende Förderung mehr erfolgen, würde sich der Wettbewerbsnachteil weiter vergrößern. Halten Sie ein solches Vorgehen in dem Zusammenhang für zielführend? Frage 2. Sehen Sie nicht auch die Gefahr, dass, wenn die Deutschen nicht mehr an sogenannten dopingverseuchten Sportarten teilnehmen können, das Feld eben den schwarzen Schafen, den Dopern, überlassen wird und sich niemand mehr für einen sauberen Sportwettkampf in dem Zusammenhang einsetzt? Frau Weber, bitte. Das ist vollkommen richtig, uns Athleten dafür zu bestrafen, wenn wir sauber sind, nur weil wir eine Sportart aus Leidenschaft heraus uns ausgesucht haben, wo andere der Meinung sind, sie müssten schummeln, wo es nur geht, finde ich, ist ein vollkommen falscher Ansatz. Wir sollten eher was dafür tun, dass das nicht mehr so ist, dass das Anti-Doping-System viel genauer wird und auch viel härtere Strafen für die macht, denen es einmal passiert, aber vor allen Dingen auch für die Wiederholungstäter. Und ja, das ist natürlich ein Attribut, was überhaupt nicht funktioniert, die sauberen Athleten dafür zu bestrafen, weil andere in ihrer Sportart der Meinung sind, sie könnten es mit anderen Dingen besser. Dankeschön, Frau Weber. Herr Kollege Pilger, bitte. Ja, nochmal vielen Dank. Ich hätte eine Frage an den Herrn Hensel. Wie beurteilen Sie denn, wenn die Leichtathleten, die sauberen Kolleginnen und Kollegen, Sportlerinnen und Sportler, sich mit, ich nenne jetzt einfach mal eine Nation, die unter Dopingverdacht häufig steht, mit den Äthiopiern auseinandersetzen muss, sportliche Wettkämpfe bestreiten muss und zieht dann immer wieder den Nachteil. Wie bewerten Sie das denn und was könnten wir konkret verbessern, dass es zu solchen Diskrepanzen weniger kommt? Vielen Dank. Herr Hensel, bitte. Wir bewegen uns hier in Teilbereichen auch im Bereich der Spekulation. Wenn wir über bestimmte Länder reden, zu manchen haben wir faktisches Vorliegen, zu anderen eher Vermutungen oder interpretieren, dass es dort in anderen Sportarten nicht anders ist. Zunächst mal, solange Athleten startberechtigt sind, international, das betrifft nicht nur die Leichtathletik, sind sie startberechtigt. Das heißt, man hat sich dieser Konkurrenzsituation zu stellen. Ob diese Konkurrenzsituation nun unter Chancengleichheitsgesichtspunkten gegeben ist, ich glaube, da sind wir uns alle einig, das ist mehr als zweifelhaft. Bezogen auf, und jetzt komme ich nochmal auf das Konzept, auch in den Attributen, hier allerdings jetzt genau die Top-3-Nationen als Bezugsgröße zu nehmen, bezogen auf die Frage, wie sind die Erfolge der aktuellen Sportart Leichtathletik dann einzuschätzen und dann als Bezugsgröße eigentlich zu haben, die USA, Russland, müssen wir ja sehen, die letzten Olympischen Spiele zählen noch mit, und Kenia, dann kommen schon ein paar Zweifel auf, ob das die richtigen Maßstäbe sind, wenn wir zu einer Einordnung in sich kommen.
Ich glaube, die Athleten machen mehrfach und immer wieder deutlich, was sie von dieser Situation halten, erwarten von uns allen übrigens, Politik, Sport, Frau Dr. Gotzmann ist da und, erwarten von uns ein ganz konkretes Handeln. Und ich glaube, das ist eines der größten Probleme. Darüber ist gar nicht hinweg zu diskutieren, die wir nach wie vor haben. Und die letzten Monate haben deutlich gezeigt, wie schwer es ist, Probleme zu lösen in diesem Bereich und vor allen Dingen, wie schwer es auch ist, ein gemeinsames Verständnis dafür zu entwickeln, wie möglicherweise Probleme gelöst werden können. Herzlichen Dank. Ihr Sparbahn. Sonst würde ich noch schnell eine Frage stellen, wenn die Kollegen einverstanden sind. Ich hätte eine Frage an Herrn Dr. Bär. Das Thema Olympiastützpunkte ist ja eines, was jetzt auch die Olympiastützpunkte und deren Leiter und die weiteren Beschäftigten umtreibt. Also mich erreichen jetzt durchaus Schreiben von denjenigen, die mir schreiben, warum sie völlig unverzichtbar sind. Kurze Einschätzung von Ihnen, wie ist das innerhalb der Olympiastützpunktleiter diskutiert worden und wie wird das neue Konzept gesehen? Herr Bär, bitte. Ja, also im neuen Konzept ist ja erstmal sehr klar formuliert, dass die Olympiastützpunkte an ihren Standorten eine gute Arbeit leisten. Und das ist für uns ja auch erstmal eine gute Bestätigung für das, was wir bisher gemacht haben. In der Diskussion muss man natürlich festhalten, dass wir als Olympiastützpunkt, das hatte ich vorhin ja auch angesprochen, an der Schnittstelle zu den Regionen, zu den Ländern sind, also Bund-Land-Schnittstelle agieren. Und da gibt es natürlich regional unterschiedliche Prägungen, das ist ganz klar. Insofern gibt es auch unterschiedliche Sichtweisen zum übergreifenden Konzept für Olympiastützpunkte. Ich denke, es gibt eine ganze Reihe von Olympiastützpunkten, die sich sehr gut wiederfinden können. Und die eventuell, wie gesagt, ist ja alles noch auch in der Diskussion, wie es heute schon besprochen wurde, mit Veränderungen sich auseinandersetzen müssen, die gehen mit dieser Situation vielleicht dann auch mit mehr Unruhe um und Fragen stellen auch intensiver Fragen. Für das Gesamtsystem Olympiastützpunkt sehe ich ein hohes Maß an Stabilität und Kontinuität. Und wohin uns dann die Justierungen führen, das wird, denke ich, auch erst sichtbar sein, wenn wir den Prozess weiter vorangeschritten sind. Dankeschön. Eine letzte kurze Frage an Herrn Hörmann. Die Frage des hauptamtlichen Sportdirektors. Nach allem, was ich höre, führt das in einigen Verbänden zumindest zu Fragezeichen. Könnten Sie das bestätigen? Wir haben die letzten 1,5 Tage unzählige Punkte diskutiert. Dieser war nicht einmal Fragestellung. Insofern nehmen wir es als Commitment auf. Es hat nicht einen Kritikpunkt daran gegeben. Und es macht einfach auch Sinn. Punkt. Gut, vielen Dank. Das Wort geht an die Fraktion Die Linke. Wer? Frau Kollegin Kunert. Ja, herzlichen Dank. Meine Frage geht, Herr Hahn ist im PKGR. Meine Frage geht an die Vertreter oder an einen Vertreter der Sportministerkonferenzen. An welcher Stelle, also es gibt ja bestimmt ein paar Berührungspunkte mit diesem Sport oder mit diesem Sportförderkonzept in der Finanzierung. Wie bewerten Sie es aus Ihrer Sicht und welche ganz konkreten Auswirkungen haben Sie in Ihrer Arbeit dadurch? Wer ist gefragt worden? Herr Schumann, bitte. Ja, vielen Dank. Zunächst mal ist festzustellen, dass wir Länder sehr froh darüber waren, dass wir in diesen Prozess involviert wurden, denn die Frage der Finanzen ist eine ganz entscheidende. Und wie im Eckpunktepapier selbst ja auch zu lesen, wird es mit Beginn des kommenden Jahres genau dazu ein Bund-Länder-Gremium geben, was vorwiegend Finanzfragen klären muss, denn wir haben das im Beschluss der Sportministerkonferenz vom November des letzten Jahres bereits einstimmig alle 16 Bundesländer beschlossen, dass eine Zustimmung zu dieser Reform durch die Länder nur erfolgen kann, wenn die Finanzierungsfragen komplett geklärt sind. Vielen Dank. Frau Kollegin Kunert. Meine zweite Frage geht an Herrn... Jetzt ist er gerade nicht da. An Herrn Bürgi. Für die nächste Runde dann. Andere Frage? Dann hebe ich mir die Zeit für die nächste Runde auf, wenn es geht. Gut, schreiben wir auf. 2:50. Ja. Die Fraktion Bündnis Die Grünen, bitte. Man muss noch... Herr Hörmann, Thema Bundeswehr.
Kurz und einfach, die Zahl ist von Herrn Steininger schon genannt worden. In Summe waren es 19 der 42 Medaillen von Rio, das heißt 45%. Wenn wir Bundespolizei und Zoll addieren, dann kommen wir auf ungefähr 2/3 aller Medaillen. Wenn wir über Stärken und Schwächen des deutschen Sports reden, dann zählen die öffentlich geförderten Stellen, ich sage dreimal Ausrufezeichen, gerade auch bei der Bundeswehr, eindeutig zu unseren Stärken. Viele Verbände, so kann man es einfach zusammenfassen, wären ohne Bundeswehr nicht überlebensfähig und nicht in der leistungssportlichen Aufstellung. Deshalb haben wir die Deutsche Sporthilfe, insofern trifft ja das den Ansatz von Herrn Menning, und der DOSB mit der Bundesverteidigungsministerin am 16. Juli sogar eine erweiterte, und zwar Dreierkooperation, abgeschlossen, weil wir auch und gerade bei der Bundeswehr genau das Gegenteil dessen sehen, was der Herr Menning darstellt, also nicht schlechtere Bedingungen, sondern eine maximale Anpassung an die Bedürfnisse in zahlreichen Sportarten, dass es individuell, immer bezogen auf einzelne Athleten oder Sportarten, vielleicht nicht 100% passt, liegt in der Natur der Sache. Es gilt aber für beispielsweise die dualen Karrierewege bei der Wirtschaft genauso. Insofern sage ich Ihnen ganz einfach, Gott bewahre uns vor irgendwelchen Verschlechterungen bei diesen öffentlichen Stellen. Wenn wir da ansetzen, dann wäre es ein Bärendienst, und das würden wir im Medaillenspiegel in Tokio bereits ablesen, nicht erst 24 oder später. Ja. Frau Kollegin Lazar oder Herr Mutlow? Herr Mutlow, bitte. Ja, ich mache es schnell, weil wir noch 2 Minuten haben. Also ich sehe in diesen Attributen nirgendwo den Anti-Doping-Kampf oder den Anti-Korruptionskampf als Kriterium. Sie berücksichtigen das zwar, aber nach dem Motto, wie verseucht ist dieser Sport mit Doping oder diese Sportart im internationalen Vergleich. Aber sowas wie Good Governance, da gehört auch Antikorruptionsarbeit und Anti-Doping-Arbeit dazu. Müssten Sie jetzt für die Reform der Attribute, ich sehe hier zwischen Herrn Hörmann und Böhm ja auch Differenzen in dieser Frage, müssen Sie mitnehmen, denn wenn man ihm beiden genau zuhört, hat man das Gefühl, dass sie die letzten 1,5 Jahre nebeneinander hergeredet haben in manchen Punkten. Aber egal. Meine Frage geht an Herrn Menning, und zwar zum Thema Transparenz. Wir haben ja bis zur Vorstellung dieser Eckpunkte wenig über die Leistungssportreform mitbekommen. Also am 28. September haben wir erstmals was davon erfahren, wohin die Reise gehen soll. Und Sie fordern in Ihrer Stellungnahme ganz klar und deutlich mehr Transparenz. Erzählen Sie uns doch mal mit 2, 3 Stichworten, warum Transparenz in der Sportförderung so wichtig ist und warum diese Vorschläge sich hier nicht wiederfinden. Herr Professor Menning, bitte. 45 Sekunden, ja. Also ich bin überfordert zu beantworten, warum sich die Transparenzforderung hier nicht niederschlägt. Ich glaube, es ist wichtig, dass wenn wir gesellschaftlich bestimmte Mitteleinsätze optimieren wollen, die Effizienz erhöhen wollen, dass dann die Gesellschaft überhaupt weiß, wie welche Gelder eingesetzt werden. Und dieses Wissen ist schlichtweg nicht vorhanden. Wir haben keine Möglichkeit, weder als intern noch als externe wirklich darüber nachzudenken, wie wir die Gelder besser einsetzen können, wenn wir nicht wissen, wie es bisher geschehen ist. Vielen Dank. Wir kommen zur Unionsfraktion. Antworten offen? Ja. Und zwar Professor Menning. Professor Menning, bitte zur Frage von Herrn Steininger. Ja, also mathematischer Trick war das Stichwort. Ja. Also, ich sag mal so, ich will noch mal betonen, mir geht es nicht darum, weniger Geld in den Sport zu geben, sondern ich möchte im Sinne der Athleten, dass die vorhandene Geldsumme effizienter eingesetzt wird und dass sie aus einem ineffizienten System Bundeswehr in ein effizienteres System, beispielsweise Deutsche Sporthilfe, umgeschichtet wird. Wie man angesichts von Zahlenverhältnissen, dass 800 Bundeswehrsoldaten eine Olympiade gefördert werden und dann nachher 19 eine Medaille gewinnen kann,
zu dem Ergebnis, ja, der Wintersport kam dazu, wir können das gerne auf den Wintersport ergänzen, das ist kein Problem, das rechnerisch zu erweitern. Wie man angesichts dessen noch von einer hohen Effizienz reden kann, ist mir schleierhaft. Ich habe das in der Folie hinten ziemlich eindeutig festgehalten, wie effizient die Sportsoldaten sind und wie erfolgreich die Nicht-Sportsoldaten sind. Ich will das Wort trickreich nicht benutzen, aber ich will Ihnen verdeutlichen, was Sie mit Ihrer Berechnung machen, wenn Sie sagen, 19 Medaillen wurden von Sportsoldaten gewonnen, das sind 45%. Im Deutschlandachter saß ein Sportsoldat. Die Silbermedaille des Deutschlandachters rechnen Sie der Bundeswehr zu. Sie vergessen, dass da noch 7 Ruderer und ein Steuermann waren, die nicht Sportsoldaten waren. Wenn Sie die gleiche Statistik, ich will Ihnen nur deutlich machen, wie problematisch Ihre Rechnungsweise ist. Wenn Sie diese gleiche Rechnungsweise jetzt sagen, 45% geht auf die Sportsoldaten, wie viel wird auf die Nicht-Sportsoldaten, dann kommen Sie bei einer Quote raus von 250%. 250% der Medaillen werden von Nicht-Sportmedaillen gewonnen. Es ist offensichtlich nicht sinnvoll, das so zu rechnen. Es geht darum, wie wir bestimmte Gelder, öffentliche Gelder, den Athleten zukommen lassen können, über welchen Förderweg, da haben wir jetzt 2 Pole praktisch etabliert, wie Gelder effizient eingesetzt werden können. Und ich bleibe dabei, offensichtlich gelingt es uns nicht, die Athleten über die Bundeswehr so effizient zu fördern wie über andere Systeme. Ganz herzlichen Dank. Das Wort geht zurück an die Unionsfraktion. Der Kollege Eberhard Ginger, bitte. Ja, schönen Dank, Frau Vorsitzende. Also, Michael, das kann ich so nicht stehen lassen. Also, wenn man das auf die Sporthilfe umlegt mit 3.800 geförderten Mitgliedern und dann mal umrechnet, wie viel da von 3.800 Mitgliedern als Medaillenträger dann herauskommen, ist das Verhältnis wahrscheinlich noch ungünstiger. Aber das nur ganz am Rande. Ich habe meine nächste Frage an den Herrn Hörmann oder Dirk Schimmelpfennig. Herr Hörmann, das letzte Mal bei der Sitzung vor 2 Wochen hatte ich Sie gefragt, wie geht es weiter, wenn die Mitgliederversammlung dagegen stimmen würde, gegen dieses Reformprojekt. Da haben Sie gesagt, so weit geht Ihr Gedankengut nicht. Wie geht es denn aber jetzt weiter, wenn es durchkommt? Werden dann Simulationen durchgeführt, exemplarisch an einigen Verbänden? Oder wird man versuchen, das neue System dann auf alle Winter- wie auch Sommersportverbände quasi mit Knopfdruck oder mehr oder weniger so ähnlich jedenfalls, ziemlich zügig jedenfalls für alle Verbände umsetzen? Das ist das eine, was ich wissen wollte. Und an den Michael Täuber hätte ich noch die Frage, habe ich das so richtig verstanden, dass du à la longue eine Verbindung von Olympischen Spielen mit Paralympics siehst, dass man also dann nur noch eine Veranstaltung hat, weil ich weiß halt aus der paralympischen Seite, dass man da nicht so richtig begeistert ist davon. Es würde ja dann gleichzeitig bedeuten, dass dann viele Sportarten aller Voraussicht nach jedenfalls herausfallen würden, wenn die Paralympics dann auch bei den Olympischen Spielen aufgehen würden. Aber so wie gesagt, à la longue, bitte. Herr Hörmann, bitte. Also so weit geht unser Vorstellungsvermögen natürlich, dass die Mitgliederversammlung uns das grüne Licht gibt, die Dinge weiter umzusetzen. Wir haben uns ja gestern auch eindeutig darauf verständigt, dass die Jahre 17, 18 Übergangsjahre wären. Wir haben noch die beiden großen Themenkomplexe OSP und wissenschaftliches Verbundsystem Leistungssport. Das heißt also wirklich noch konzeptionelle Aufgaben zu lösen, die wohl bis Dezember nicht endgültig geklärt werden können. Aber man kann ja dann im Reißverschlussverfahren loslegen. Und da kann Dirk Schimmelpfennig als der Verantwortliche vielleicht ein paar Sätze sagen, was heißt das konkret in der operativen Umsetzung? Ja, also wir haben die Situation, dass wir zu Beginn eines neuen Olympiazyklus stehen Richtung Tokio und die Potters-Kommission wird Anfang des Jahres nicht schon ein Ergebnis einer solchen Klassifizierung haben. Das heißt, wir steigen ein, wie in den anderen Olympiazyklen auch, und zwar diesmal nicht mit den Zielvereinbarungsgesprächen, sondern im ersten Halbjahr mit den Strukturgesprächen. Der Unterschied ist, wir sprechen über die Planung, Projekte Richtung Tokio und wir sprechen auch über die Planung im Sommersport in Richtung 24 für die Perspektivkader. Und wir besprechen mit den Verbänden im Beisein der Länder- und Landessportbünde, wie man sich einen
besseren Aufbau im Sinne der Spitzenverbände in den einzelnen Ländern vorstellt. Die Potters-Kommission wird in der Übergangsphase 17-18 eben gebildet und wird anfangen, einen Leitfaden für die Spitzenverbände zu entwickeln, damit sie überhaupt mal wissen, was hinter den Attributen steckt. Für mich auch sehr interessant hier das Attribut internationale Kommission. Hat Professor Mennig abgelehnt, als unsinnig betrachtet. Ich kenne den Wissenschaftler aus der Arbeitsgruppe, der genau dieses Kriterium begründet reingebracht hat. So ist man manchmal unterschiedlicher Meinung. Und wir werden das eben jetzt in der Kommission auswerten. Dann wird es eine Berechnung geben, die dann Wirkung haben könnte nach 18. Das heißt, dann wird es klassifiziert. Dann können wir im Zyklus sehen, haben wir einen Verband, wo wir nachjustieren müssen aufgrund der Klassifizierung. Und dann werden wir auch nachjustieren für die letzten beiden Jahre Richtung Tokio auf der Grundlage, wie gut die Projekte in den ersten beiden Jahren gelaufen sind. Aber auf die Clusterung von Potters und die Möglichkeit, das ist hier schon ein paar Mal gesagt, wie ambitioniert das ist, diese Perspektiven und nicht von Athleten, sondern es geht hier um die disziplinscharfen und sportartscharfen Klassifizierungen. Der Rest, Athlet ganz konkret, kommt in diesem Strukturgespräch, was wir jetzt schon führen. So werden wir einsteigen. Wir haben in einem Testlauf in diesem Jahr mit fiktiven Ausprägungen der Attribute einen Testlauf über den Wintersport mal gemacht, über die 7 Disziplinen. Alle. Und das hat, jawohl, und es hat gezeigt, aber wie gesagt, nicht in dem, dass man jetzt mit Experten und Interviews, sondern hat einfach mal Daten festgelegt, wie man den Verband einschätzt und hat es durchlaufen lassen und hat dadurch sehr wohl eine Clusterung bekommen, die dem Eindruck, den man von den Verbänden hat und den man eben auch belegen kann, über die Attribute entspricht. Also dieses Berechnungsmodell funktioniert. Die Frage stellt sich ganz einfach, sind das die Attribute, die wirklich eine Perspektive für einen Spitzenverband, eine Erfolgsperspektive wiedergeben oder nicht? Und das Zweite ist, kann man diese Attribute wirklich dann auch im Einzelnen bewerten, weil das ist schon für jede Sportart, Frank Hensel hat das gesagt, sehr unterschiedlich, über Mannschaftssportarten haben wir noch gar nicht gesprochen. Also die Potters-Kommission hat auch einiges zu tun, um dieses System so zu entwickeln, dass wir es wirklich als eine sinnvolle Nachfolge des 3-1-1-Systems, was ja rein Retrospektive hatte, auch wirklich das ablösen kann. Und das wird das Jahr 2017 zeigen, was man dort entwickeln kann. Michael Teuber, bitte. Also, Eberhard, schöne Frage. Und zwar Olympische, Paralympische Spiele zusammen. Das liegt meiner Ansicht nach im Moment im Bereich einer Vision sozusagen. Ich sage mal, als übergeordnetes Ziel kann man das durchaus anstreben, glaube ich. Aber derzeit ist es natürlich so, dass die Strukturen so unterschiedlich sind und auch die Anzahl der Medaillen und so weiter. Also es gibt viele, viele Aspekte, die Klassifizierung der Handicaps, die Zusammenlegung von Wettbewerben und so weiter. Also es gibt vielfältige Probleme, mit denen die Paralympics selbst im Moment zu kämpfen haben. Insofern als Ziel in der fernen Zukunft möglicherweise interessant. Aber wenn man sich den jetzigen Status anschaut, dann muss man doch sagen, der jetzige Status ist doch ein ausgezeichneter. Wir haben, international gesehen, sage ich jetzt mal. Wir haben 6 Wochen vom ersten Tag der Olympischen Spiele bis zum letzten Tag der Paralympischen Spiele. Der IOC-Präsident hat immer früher zumindest die Paralympischen Spiele eingeleitet mit seinen Worten und so weiter. Ja. Und deswegen, in meinen Augen, ist der Status, den wir jetzt haben, wir sind sehr eng beieinander, Olympia und die Paralympics. Und da, finde ich, sollte Deutschland nachziehen und diese Enge eben in der Gleichstellung auch vollziehen. Ich war falsch. Ja, denn. Ja, der größte Schaden. So, noch eine Frage von der Union? Gut, machen wir so. Und die SPD-Fraktion, Frau Kollegin. Ja, vielen Dank. Vorab eine ganz kleine Anmerkung. Es geht ja für mich auch um eine Gleichstellung der Olympiastützpunkte und da fange ich bei der Schulausbildung an. Abitur ist regional unterschiedlich. Manche gestreckte Abiturvarianten, Potsdam, Leipzig sind es 14 Jahre, in Mecklenburg-Vorpommern sind es 13 Jahre. Das ist schon für die Sportler ein Problem. 14 Jahre macht sich das Abitur nicht leichter, um Gottes Willen, aber doch ein bisschen besser als mit 13 Jahren. Vielleicht ein Hinweis für die Sportministerkonferenz, da mal mit den Kultusministern ins Gespräch zu kommen, weil ist natürlich Ländersache, das ist mir schon klar. Duale Karriere ist jetzt meine erste Frage, Herr Schenk, an Sie.
Wir sprechen nicht nur über Sportler, die zur Bundeswehr oder Bundespolizei oder Studium machen. Mir geht es auch da um die Sportler, die eine ganz normale Berufsausbildung machen wollen. Und für die ist es in der Wirtschaft schwierig, einen Betrieb zu finden, der sie unterstützt und auch eine Perspektive bietet. Gibt es vielleicht von Ihrer Seite eine Vorstellung, wie man die Wirtschaft locken kann, einen Anreiz geben kann, vielleicht einen Lohnkostenzuschuss oder so in diese Richtung? Wie sehen Sie das? Vielen Dank. Herr Schenk, bitte. Ich will da die Systematik mal der DDR heranholen. Was haben Sie uns damals angeboten? Es gab 4 Ausbildungsmöglichkeiten und ca. 3 Studiengänge pro Sportclub. Wenn du unbedingt Architektur studieren wolltest oder dass du Schneiderin werden wolltest, diese Ausbildung gab es nicht in der Förderung der Struktur. Folglich wurde gesagt, wenn du das möchtest, diese Berufe zu wählen, dann kannst du keinen Leistungssport betreiben. Wenn du Leistungssport betreiben willst, musst du dich auf was anderes entscheiden. Und das ist meine Empfehlung. Ich glaube, wir sollten auch mit den Olympiastützpunkten so agieren, dass wir Ausbildungsmöglichkeiten schaffen, die wir jetzt nicht so divers machen. Wir wissen, dass Hochleistungssport sehr individuell ist, das ist mir klar. Aber wir können es wirtschaftlich und taktisch, glaube ich, nicht akzeptieren, weil das nicht darstellbar ist. Wir werden nicht so viele Interessenten finden, denn ich kenne viele, viele Unternehmen. Ich bin so im Bereich Heizung, Sanitär, Klima, sehr viel unterwegs. Das ist schwierig. Und deshalb denke ich eben, wenn wir mit den Olympiastützpunkten, die sich reduzieren, was ich gut finde, vor allem deshalb auch, damit die Qualität der Trainingsgruppen stärker wird. Das ist das Prinzip des Erfolges des Hochleistungssports. Ich brauche jeden Tag Wettkampfbedingungen. Und das kann beispielsweise Schwimmen, wie wir es hatten eben in den letzten 8 Jahren, dass wir dort eben die Extraförderung gegeben haben für Herrn Biedermann und für Herrn Koch und Herrn, weiß nicht, jetzt den Dritten. Wir haben dort mehr investiert. Die haben alleine trainiert und sind weggeschossen worden bei den Olympischen Spielen. Deshalb bin ich eben dafür und deshalb nochmal konsequent. Ich glaube, wir müssen darüber nachdenken, denn es ist doch fast egal, was ich studiere und eine Ausbildung mache. Fast, ich will jetzt nicht in die spezifischen Fachrichtungen gehen, welche Ausbildung ich vornehme und wo ich nachher lande im Beruf. Ich glaube, das wussten Sie kaum und das wissen wir heute noch umso weniger. Wir haben 18.000 Bachelor- und Masterabschlüsse. Wir haben knapp 400 Ausbildungsberufe. Wenn wir denen allen gerecht werden wollen, schaffen wir nicht. Und ich glaube, dass nach wie vor die Unternehmen aufgrund ihrer Arbeitnehmer wünschen, also umgekehrt, dass die Arbeitgeber sagen, ich brauche den und den Mitarbeiter in meinem Unternehmen, der achtsam ist, der leistungsorientiert ist, der belastungsverträglich ist. Dann haben wir doch, egal was für eine Ausbildung erfolgt, nachher die Möglichkeit, dass wir dort mit den Partnern, wir werden, glaube ich, genügend Partner nach wie vor finden, die in der Wirtschaft als Sponsoring oder als eben auch Mentor oder als Dienstleister agieren, dass wir mit denen kooperieren. Also das ist mein Vorschlag, zu schauen, nicht die Diversität in der Ausbildung, sondern eher die Reduktion, um eben eine bessere Struktur einzubringen. Wie nochmal, Karl Adam, ich will ihn immer gerne zitieren, die Erfahrungen, die wir gemacht haben, die Struktur ist noch entscheidend, um eine Leistung, nicht den Erfolg, aber um eine Leistung zu entwickeln. Dankeschön. Weitere Frage, Frau Kollegin Pflugrat. Ja, die nächste Frage geht an Herrn Dr. Bär. Herr Dr. Bär, Sie haben zu Recht auch gesagt, die Trainingsintensität muss sich erhöhen, auch im Nachwuchsbereich, aber bitte nicht auf Kosten der Gesundheit der Nachwuchssportler. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Frau Weber hat das auch erwähnt, dass bestimmte Trainingsvarianten, bestimmte Trainingsmethoden erst ab einem bestimmten Alter angesetzt oder durchgeführt werden. Ich weiß, im Kanu gibt es so Regularien, dass bestimmte Trainingsmethoden also erst vorgenommen werden, wenn die Kinder ausgewachsen sind. Ich sage jetzt mit Absicht Kinder, auch mit 17, 18 sind es noch Kinder und der Körper ist noch nicht vollendet. Da gibt es Befürchtungen, dass manche Trainer sich nicht so ganz korrekt daran halten, weil sie natürlich mit ihrem Olympiastützpunkt unter Druck stehen, auch im Nachwuchsbereich schon enorme Erfolge nachzuweisen. Wie gehen Sie mit diesen Befürchtungen um? Können Sie uns als Politiker auch die Angst nehmen, dass Erfolge auf Kosten der Gesundheit der Jungsportler versucht werden zu erreichen? Herr Dr. Bär, bitte. Ja, zunächst mal haben die Olympiastützpunkte ja gut aufgebaute Netzwerke zur medizinischen Betreuung. In Berlin bin ich da in einer besonders glücklichen Situation, dass ich Bernd Wohlfahrt habe mit der gesamten Charité im Hintergrund sozusagen, wo wir dann wirklich auch eine intensive Begleitung auch für den Nachwuchsbereich sicherstellen. Aber zu Ihrer konkreten Frage,
ehrgeizige Nachwuchstrainer, die vielleicht im frühen Alter Trainingsmethoden anwenden, die zu Fehlbelastung führen. Die Probleme, die gibt es natürlich. Und genau dort haben wir angesetzt mit den Überlegungen, dass Bundesstützpunkte besser geführt werden müssen. Wenn ein Bundesstützpunkt von einem Bundesstützpunktleiter geführt wird, der quasi als Cheftrainer Kontrolle über die Abläufe im Nachwuchsbereich hat, dann können eben ganz gezielt solche Fehlbelastungen vermieden werden. Dann kann man die konzeptionellen Grundlagen, die in den Verbänden da sind oder vielleicht in einigen auch noch entwickelt werden müssen für den Nachwuchsbereich, ganz gezielt an den Bundesstützpunkten umsetzen und sicherstellen, dass diese Fehlbelastungen nicht da sind. Im Augenblick gibt es da Probleme, die ich aber ganz klar darauf zurückführe, dass Bundesstützpunkte von den Personalressourcen her nicht ausreichend gut geführt werden können. Wenn Sie mir erlauben, würde ich noch eine kurze Bemerkung zur dualen Karriere machen, weil das ja, doch durch eine ganz enge Verbindung auch da ist. Also das, was die Olympiastützpunkte versuchen, ist ja wirklich Netzwerke aufzubauen, die dann für die individuellen Lösungen der einzelnen Sportler, Sportarten bezogen, zur Verfügung stehen. Da gibt es Sportartenprofile. Wir wissen, dass ein Radsportler so gut wie nicht studieren kann in seiner laufenden Karriere, während Leichtathleten das relativ gut hinkriegen, wenn sie individuell ihren Trainingsplan gestalten können. Das, was wir in Berlin machen, ist, die Ressourcen, die wir in der Region haben, zu erschließen. Wir haben mit 8 Hochschulen in Berlin Kooperationsvereinbarungen. Da sind die großen Humboldt-Universität, Freie Universität, Technische Universität mit dabei. Unseren Leistungssportlern stehen alle Studienrichtungen dieser Universitäten zur Verfügung. Und wir haben dann über ein Mentorensystem die Möglichkeit, in jedem Studiengang, den wir dann entsprechend anbieten oder den die Sportler nutzen wollen, individuelle Lösungen zu entwickeln, Streckungen, Verlegung der Prüfungszeiten und vieles mehr, individuelle Begleitung auch im Studium von Professoren, so dass es dann wirklich leistungssportgerechte Abläufe gibt. Also wir haben eine viel breitere Palette als das, was zu DDR-Zeiten möglich war, und wir können die auch individuell zuschneiden. Das ist letztlich das Tagesgeschäft der Laufbahnberater. Und das, was wir schon uns wünschen, ist, dass wir mit den Verbänden dann noch enger kooperieren müssen können und die Verbände einfach noch besser in der Lage sind, über ihren Bundesstützpunkt diese Karriereverläufe zu gestalten. Herr Bär. Frau Kunert. Frau Kollegin Kunert für die Fraktion Die Linke. Das passt jetzt sehr gut an das, was vom Olympiastützpunkt Berlin gesagt wird. Man muss natürlich einschätzen, dass Berlin da durchaus Vorreiter ist und natürlich die Möglichkeit hat, durch die Hochschulen am Ort wirklich auch diese ganzen Dinge fantastisch zu regeln. Die Frage aber wäre natürlich, und das geht jetzt an Herrn Hörmann, wie sind genau diese Dinge generell geregelt? Man kann sich ja nicht nur immer darauf verlassen, dass Olympiastützpunkte jetzt an Uni-Standorten sind, damit man die Studienmöglichkeiten gibt. Also sind die Hochschulen, ist der Hochschulverband einbezogen worden in dieses Sportförderkonzept? Und ich habe vorhin Ihre Reaktion gesehen, dass Sie den Vorschlag von Herrn Menning überhaupt nicht mögen, mal darüber nachzudenken, alternativ zu den ganzen Fördersportstellen bei der Bundeswehr, Bundespolizei oder Zoll, mal darüber nachzudenken, wie kann ich denn wirklich eine Alternative dazu schaffen. Ich sage es mal etwas zugespitzt. Die Sportförderstellen sind natürlich so etwas wie ein Ruhepflaster für Sportlerinnen und Sportler, die sagen, ach, ich möchte jetzt Spitzensport machen, ich gehe jetzt zur Bundeswehr, habe ich beste Bedingungen, ohne die Leistungen der Sportler jetzt in Frage zu stellen. Aber umgekehrt ist es doch auch mal interessant, darüber zu reden oder das durchzudeklinieren, wie können wir denn wirklich duale Karriere für Sportlerinnen und Sportler anbieten, wie können wir es machen. Und jetzt muss ich mal sagen, wenn man, jetzt gehe ich ganz kurz zum DDR-Sport, wenn man sich mal die Teilnehmer von Olympischen Spielen in den 70er Jahren anguckt, gab es immer diese Presseinformationsmappen, welchen Beruf hat der Sportler oder die Sportlerin. Und da haben sie eine Reihe von, es gab damals auch Sportsoldaten, aber eine Reihe von Studierenden und eine Reihe von Menschen, die eine abgeschlossene Berufsausbildung hatten und auch in dem Beruf gearbeitet haben. Also die Frage ist, warum ist es nicht möglich, in der Bundesrepublik ähnliche Angebote zu schaffen, dass eben nicht nur, dass nicht nur der Weg sein muss, ich gehe mal zur Bundeswehr oder zur Bundespolizei, dann ist es möglicherweise besser für meine sportliche Karriere. Verstehen Sie? Also da würde ich darum bitten, also die Frage Hochschulen und Einbeziehung der Hochschulen und ob Sie wenigstens mal darüber nachdenken würden, weil es würde die ganze Gesellschaft auch in Anspruch nehmen, inwieweit ich Sport gesellschaftsfähig auch gestalten kann, dass Leistungssport akzeptiert wird. Und so hat man immer so eine gewisse Glasglocke, wo sich Sportlerinnen und Sportler auch drunter bewegen. Also Frau Kollegin, das war jetzt eine Frage an Herrn Hörmann, denn ja. Sie haben auch noch eine Frage an Herrn Bürgi offen. Ja, gut.
Herr Kunert, über nichts denken wir lieber nach als über nennenswerte Geldbeträge, die wir dann in ein sinnvolles System des Sports investieren können, wenn wir bloß einmal dazu in der Lage wären, so zu agieren. Also insofern wird uns das nicht schwerfallen, nur allein es fehlt der Glaube, dann mit der notwendigen Mittelausstattung rangehen zu können, aber Sie können uns die Möglichkeiten ja schaffen, dann tun wir das. Wir tun es aber im heutigen System und aus Überzeugung, der Geschäftspfennig wird gerne ein paar Details zu sagen, im Sinne der Förderung, also das, was Sie jetzt auf Berlin projiziert haben, ist zweifelsohne so, dass Berlin hervorragende Gesamtvoraussetzungen hat, aber es wäre, denkt, da wird mir der Herr Bär hoffentlich mit Nicken zustimmen, im Rücken falsch zu sagen, es ist jetzt nur ein Berliner Sonderangebot. Alle Olympiastützpunkte versuchen nach bestem Wissen und Gewissen solche Partnerschaftskonzepte umzusetzen. Ich darf auf das Elite-Schulsystem deutschlandweit verweisen, darf auf viele duale Konstellationen und Komponenten hinweisen. Über die Stiftung Deutsche Sporthilfe haben wir mehr als 100 Projektpartner in dem Thema der dualen Karriere. Und da sage ich explizit Projektpartner außerhalb der öffentlichen Hand, also all die namhaften oder auch mittelständische Firmen quer durch Deutschland. Und an den Themen arbeiten wir zielstrebig. Aber vielleicht kann es der Schimmelpfennig aus der täglichen Verantwortung besser darstellen. Ich möchte das nochmal kurz differenzieren, duale Karriere und Athletenförderung. Athletenförderung ist die Aufgabe der Deutschen Sporthilfe. Das ist das, was die Athleten monatlich als Unterstützung bekommen. Das ist die Förderung auch, die sie, wir sprechen über monetäre Mittel, die sie dann auch zur Vorbereitung in den letzten 18 Monaten bekommen. Wir suchen nach Partnern, wo wir in der dualen Karriere zum einen im Leistungssport erfolgreich sein können und zum zweiten eben auch die Möglichkeit haben, eine zweite Karriere nach der Sportlerkarriere aufzubauen. Und zwar unter den Bedingungen, die wir brauchen, um auch im internationalen Sport erfolgreich zu sein. Wir haben über Trainingszeiten gesprochen bei den Schwimmern. Und dann muss der Spitzenverband definieren, was brauche ich denn, wie ist der Leistungsaufbau. Dann kann ich mir das angucken im föderalistischen System, wo ist denn das Schulsystem so, dass ich mit meinem Bundesstützpunkt, mit meinen Athleten dort am besten arbeiten kann. Und dann muss ich das auch vielleicht strategisch als einen Aspekt haben, um dorthin zu gehen. Und es geht darum, dass wir Universitäten, Hochschulen und auch Partner aus der Wirtschaft brauchen, die den Athleten in den einzelnen Sportarten, und der Aufbau ist sehr unterschiedlich, ich kann nicht das für alle Sportarten gleich machen, wo ich wirklich die Möglichkeit habe, so viel zu trainieren, an so vielen Wettkämpfen teilzunehmen, um international konkurrenzfähig zu sein und das individuell mit meinen Fähigkeiten zu verbinden, um nachhaltig auch eine Perspektive in der dualen Karriere zu haben. Kontakte über die Deutsche Sporthilfe zu Unternehmen, die sie ja haben, die sind sehr positiv. Aber wenn das Unternehmen sind, die keine Struktur haben in der Ausbildung, die auf den Leistungssport ausgehen, sondern nur einen leichteren Zugang zu einer Ausbildung wie für jeden anderen auch, dann ist das nicht der Weg, um in der dualen Karriere Leistungssport, ich nenne es duale Leistungssportkarriere, auch wirklich am Ende erfolgreich zu sein. Und nach den Partnern müssen wir im System suchen. Dankeschön, Frau Kollegin Kunert. 50 Sekunden Rest. Bitte. Ja, ja, das war obendrauf, richtig. Das Wort geht an die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Kollege Mutlow. Ja, es ist ja jetzt auch die Debatte um duale Karriere. Am Anfang der Sitzung hat ja Herr Bär auch das Thema Trainer kurz angesprochen, duale Karriere angesprochen. Es ist, finde ich, ein ganz wichtiger Bereich. Wenn man sich die Einteilung in die Cluster und die Attribute genau anguckt und die Gewichtung dieser, ist mir zumindest aufgefallen, dass die duale Karriere circa mit 4,6% irgendwie eine Rolle spielt. Die Trainerinnen sind ungefähr mit 9,5% dabei und frühere Medaillen 19%. Also ich finde da irgendwie so eine Diskrepanz bei der Gewichtung absolut. Und deshalb meine Frage an Herrn Herrn Hensel ganz konkret über die Situation der Trainer, die ja eigentlich für die Leistungen der Athletinnen und Athleten, aber auch für das Wohlbefinden, sage ich auch ganz bewusst mit den Softskills, bedeutsam sind. Also sind Sie der Meinung, dass
Also sind Sie der Meinung, dass die Bedingungen, die jetzt vorherrschen für die Trainerinnen und Trainer, auch der Heimtrainerinnen beispielsweise mit großem I, hier genug gewürdigt werden und in diesem neuen Konzept auch berücksichtigt werden? Vielen Dank. Herr Hensel, bitte. Nein, ich sage es sehr direkt. Ich hätte mir gewünscht, dass in dieser Folie der Eckpfeiler der Neustrukturierung gestanden hätte, Athlet und Trainer im Fokus. Die beiden sind nicht voneinander trennbar. Und ich glaube, die Diskussion driftet da auch ein wenig auseinander. Und ich habe das Gefühl, dass die salbungsvollen Worte Traineroffensive, die seit 2 Jahrzehnten in Sonntagsreden im Raum stehen, und das erschöpft sich immer auf ein nicht vorhandenes Berufsbild, das reicht nicht aus. Wir müssen hier deutlich weitergehen in der Frage Berufsperspektive. Man muss es ganz deutlich sagen, Perspektive über das Trainerdasein hinaus. Irgendwann stellt sich da ja vielleicht auch einmal die Frage, ist das etwas, was ich mit 65 noch machen möchte, nämlich mit 14- oder 15-jährigen jungen Menschen in einer Halle oder auf dem Platz zu stehen? Ich glaube, die Fragen sind unbeantwortet nach wie vor. Diese Berufsgruppierung ist die, und ich nehme einfach mal ein Beispiel, Herr Böhm. Ich glaube, Anfang August ging durch den deutschen Blätterwald, 75% der Mittel sind jetzt erstmal für 2017 zugesagt, so ähnlich, damit Planungssicherheit besteht. Das betrifft die Leistungssportpersonalfinanzierung, wenn ich das sagen darf. Das heißt also, was vermitteln wir damit Richtung Trainerschaft, die auf einmal möglicherweise zu einem Viertel um ihre Arbeitsplätze bangen und, und. Ich glaube, da ist ein erheblicher Nachholbedarf, und wenn uns das nicht gelingt, werden wir zukünftig auch Rekrutierungsprobleme bekommen. Ein Beispiel: momentan suchen Schulen wieder Lehrkräfte, insbesondere dort, wo wir Doppelfächerkombinationen haben. Da entscheiden sich heute jüngere Kollegen, in den Schuldienst zu gehen und nicht diesen risikobehafteten, komischen Trainerberuf zu ergreifen, mit einem zeitlich befristeten Vertrag, mit einem dubiosen Gehalt, wo du nicht weißt, was entwickelt sich dort weiter und, und. Das sind echte Herausforderungen, und die müssen wir ganz, ganz zwingend anpacken. Ganz herzlichen Dank. Herr Kollege Mutlow. Ich möchte da direkt anknüpfen und sagen, was sind denn Ihre Vorschläge? Wie müsste das Berücksichtigung in einer Leistungssportreform finden? Herr Hensel, bitte. Also ich glaube, zunächst mal müssen da Gesamtheitsperspektiven aufgezeigt werden. Und ich habe in meinem Eingangsstatement gesagt, ich würde mir wünschen, dass wir Durchgängigkeiten schaffen und damit auch Verlässlichkeiten schaffen. Übrigens auch im Sinne von Auf und Ab. Das ist vorhin, glaube ich, schon mal angesprochen worden. Nachwuchs in die Spitze oder umgekehrt. Aber solange die föderalen Bedingungen dem entgegenstehen, solange werden wir immer noch Sonntagsreden halten, das sage ich hier ganz bewusst. Und solange wir Diskrepanzen haben in hauptamtlichen Trainergehältern von nach wie vor runden 2.000 oder 2.400 Euro brutto im Monat bis hin zu, ich habe keine Ahnung, zumindest gegenüber dem BMI, glaube ich, in einer Maximalgrößenordnung momentan von 104.000 Euro als Bruttojahresgehälter. So. Ich sage mal, bei dem einen ergibt sich dann vielleicht auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten der Reiz, diesen Beruf zu ergreifen. Für den anderen ist das ein Überwintern und hoffen auf bessere Zeiten. Und das in einem Berufsfeld, das heute ja nicht unter Arbeitszeitgesichtspunkten zu betrachten ist, sondern ich glaube, wer im Leistungssport tätig ist, weiß, da wird nicht auf die Uhr geguckt. Da wird dann trainiert, wenn die Athleten Zeit haben. Ja, und wenn der Schwimmer nur, um Gottes Willen, ich komme nicht aus dem Schwimmen, aber nur morgens von 4 bis 9 und nachmittags wieder von 1 bis 3 und abends wieder von 19 bis 22 Uhr Zeit hat, dann ist das der Arbeitstag, der dort stattfindet. Gut, herzlichen Dank. Wir kommen zur bislang letzten geplanten Frage-Antwort-Runde. Das Wort geht an die Unionsfraktion, und da ist noch eine Minute on top, heißt 11 Minuten. Gut. Bitte schön, also Herr Kollege. Dann, noch mal ganz kurz. Nochmal? Nein. Frank Hensel hat gesagt, es tut sich jetzt endlich was. Das ist ja schon mal ein guter Start, ne? Frank. Aber die zentrale Neuerung bei der Spitzensportstruktur ist doch aber auch dieses POTAS. Und da geht jetzt auch meine Frage hin, ich weiß nicht, wer das beantworten kann, DOSB wahrscheinlich oder BMI. Frank Hensel hat auch gesagt, er hat da Zweifel an der Gesamtaussagekraft der Attribute. Und da geht jetzt meine Frage hin, wie ist das mit den Attributen? Sind die für alle Sportarten gleich?
Oder gibt es da für die unterschiedlichen Sportarten dann auch unterschiedliche Attribute, die dann hier in den Sportarten notwendig sind oder sinnvoll sind? Oder wie ist da die Planung in diesem Zusammenhang? Das ist das eine. Und die zweite Frage, ich fand es sehr überzeugend, was Dirk Schimmelpfennig gesagt hat zum Thema Rudern, beziehungsweise der Verband von Frau Weber. Und wenn sie eben im Top-Verband ist, dann hat sie die Förderung so und so. Aber wenn sie nicht im ersten Cluster ist, dann kriegt sie trotzdem eine Förderung, weil bei ihr als Talent was festzustellen ist. Frau Weber, wie würden Sie das selber, jetzt nachdem Sie das gehört haben, sehen? Hat die Strukturreform oder Spitzensportreform jetzt im Nachhinein, nachdem Sie das alles gehört und erfahren haben, eine Chance? Und die Frage würde ich eigentlich auch ganz gerne an Michael Teuber und Christian Schenk stellen als Athleten. So, die erste Frage ging an DOSB oder BMI. Wer möchte denn antworten? Das wird Herr Böhm jetzt entsprechend klären, ob das so ist. Herr Böhm, Sie haben das Wort. Ja, die Frage ist, glaube ich, relativ leicht zu beantworten. Die Frage ging dahin, ob die Attribute gleich sind oder bei den Sportarten unterschiedlich. Wir haben jetzt ja, wie gesagt, ich hatte es eben schon mal erläutert, einen ersten Aufschlag gemacht. Die Attribute sind jetzt erstmal grundsätzlich gleich. Unterschied ist zwischen Einzelsportarten und Mannschaftssportarten. Das sind ganz gravierende Unterschiede. Das ist von Anfang an gleich. Aber wie gesagt, die Attribute werden durch die Kommission, durch den Vorsitzenden, durch die Richtlinien, die geschaffen werden, werden ja dann disziplinscharf sozusagen ausdifferenziert. Wir haben ja 20 Attribute mit den Unterattributen 59, 130 Sportarten bzw. Disziplinen. Ist eben schon mal gesagt worden, wir kommen auf 7600 Bewertungsvorgänge in etwa. Da wird das dann natürlich spezifisch ausdifferenziert. Vielen Dank. Frau Weber, bitte. Ja, also natürlich wird es durch solche Erläuterungen, wird mir das auch klarer. Ich habe auch eigentlich gar keine, also nicht die großen Zweifel, dass wenn wir über Athleten, die in der Spitze angekommen sind, sowas machen, dass das nicht der Wahrheit entsprechen könnte. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch wenn meine Zukunft so geplant wird, dass mit so einem System, dass das vielleicht sogar die Wahrheit ausspuckt. Mir macht das eigentlich eher Kummer zu sagen, wenn ich über einen 13-, 14-, 15-Jährigen sowas machen soll. Also gerade die, wo die großen Entscheidungen des Lebens erst noch bevorstehen, also und auch die körperliche Entwicklung natürlich noch bevorsteht, ob das da so aussagekräftig ist. Die nächste Frage ging an Christian Schenk, bitte. Also die Auswahl eines Sportlers, welche Sportart ich betreibe, ist ihm überlassen. Und ob er jetzt Zehnkämpfer wird oder Ruderer wird oder Bogenschütze, das ist dem Zufall geschuldet, weil es der Standort hergibt oder die Begeisterung, weil man einen Olympioniken gesehen hat, wie es in meinem Fall war. Wir sprechen davon aber jetzt ja von Persönlichkeiten, ich sag mal jenseits 16, 17 Jahre. Und wenn da einer anfängt und sagt, ich treibe den Sport, um damit mein Geld zu verdienen, das ist ja die Grundfrage. Weil er muss sich ja auch seine Miete bezahlen, nachher auch als Student, und ich muss auch mein Essen bezahlen, weil das kriege ich von keinem. Und wenn die Eltern keine Kohle haben, ist das ein Problem. Dann werden, glaube ich, die Bogenschützen sich im Klaren sein, dass sie keine so eine wesentliche Rolle spielen können bei der Verteilung der Mittel, weil sie nun mal nicht so im Fokus stehen wie die Schwimmer, Kanuten, Ruderer. Deshalb bringe ich diesen Punkt an, weil das jetzt dann wieder natürlich mit dem Thema Werbeflächen zu tun hat, denn wo viel Werbung erfolgt, und Fernsehen ist, gibt es auch mehr Geld, also zuzüglich neben dem Geld in das BMI. Sollten wir nicht darüber nachdenken, ob es nicht andere Möglichkeiten gibt, als nur darüber immer nachzudenken, dass wir bessere Einschaltquoten kriegen, dann kriegen wir vielleicht eben auch bessere, ich sag mal, Gelder für die Bogenschützen. Ich sage jetzt mal nicht despektierlich gegenüber diesen. Und da finde ich, ist ein Knackpunkt. Und ich bin eben, ich bin einfach der Meinung, dass die Entscheidung, wer wie viel Geld kriegt, ein Sportler akzeptiert Verlust. Und wir hatten, glaube ich, vorhin kurz das Thema gehabt, wir denken erst nach, wenn wir am Boden liegen. Und die Situation, finde ich, haben wir aktuell. Weil ich glaube, jeder lernt erst dann, wenn es ihm schlecht geht, nicht dann, wenn es ihm gut geht. Es hat gerade der CEO von Microsoft hat gesagt, in dem Moment, wo du frühzeitig Erfolg hast, wirst du schnell zum Besserwisser. Und die Situation finde ich manchmal bei uns im deutschen Sport vor.
Dankeschön. Eberhard Ginger, ist noch was? Michael Teuber. Frage ich auch noch was. Also das Protas-System, darum geht es ja jetzt nochmal. Und also ich konnte mich jetzt auch nicht so intensiv damit beschäftigen in den letzten Tagen. Ich habe auch relativ kurzfristig davon erfahren. Aber ich habe jetzt einiges gehört. Und es ist ja jetzt nicht ein völlig steifes, mathematisches Modell, wo, sagen wir mal, bürokratisch nur entschieden wird, sondern es wird ja vielfache Weise reflektiert. Und es hat ja auch einen Handlungsbedarf gegeben. Also es ist ja ein Druck da gewesen, was zu verändern. Insofern, finde ich, kann man jetzt auch nicht alles kaputt drehen, sondern muss man sagen, okay, jetzt haben wir ein System, was ja auch von Fachleuten entwickelt worden ist. Dem, denke ich, kann man auch was zutrauen. Und wenn man das jetzt anwendet, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass man eben die Sportart mit mehr Potenzial entsprechend auch besser identifizieren kann. Und ich noch eine Anmerkung. Ich finde, weil es geheißen hat, es werden Sportler sozusagen dafür bestraft, wenn sie in der dopingverseuchten Sportart mitmachen. Ja? Und ob man nicht trotzdem quasi es gut wäre, wenn Deutschland Leute in diesen Sportarten an den Start bringt. Das ist eine Idee. Aber kann man nicht vielleicht auch andersrum denken, wenn sich aufgeklärte Nationen, die eben für dopingfreien Sport eintreten, so wie wir, wenn ein Stück weit aufgrund dieser Fördermechanismen da ein gewisser Rückzug stattfindet, wenn es aber vielleicht auch nicht nur Deutschland, sondern auch andere Nationen machen, dass dann auch vielleicht das Signal rausgeht, gut, dann macht halt China, Russland und wer auch immer diese Dopingmedaillen unter sich aus. Und vielleicht gibt es dann auch wieder im Sinne dieses zerstörerischen Wandels einen positiven Effekt. Das war jetzt vielleicht ein bisschen philosophisch, aber ist vielleicht auch eine Idee. Dankeschön. Das Wort hat die Unionsfraktion. Herr Kollege Steiniger. Ja, vielen Dank. Ich sage jetzt gar nichts mehr zu Rechenmodellen, weil dann müsste ich die Fußballer erwähnen. Eine Frage an Herrn Böhm. Es stand ja vorhin im Raum, dass die Zahlung intransparent sei und man eben nicht genau nachvollziehen könnte, wie das entsprechend ist. Vielleicht da eine kurze Antwort. Und dann würde ich gerne noch ein Fass aufmachen, nämlich die Frage der direkten Athletenförderung, weil ich glaube, das ist schon noch mal ein Punkt, den, glaube ich, auch Herr Teuber angesprochen hat in seiner Stellungnahme. Ich habe es mir jetzt noch mal rausgeschaut und wenn man einfach mal eine Analogie macht zu den begabten Förderungswerken, die wir in Deutschland haben, Adenauer-Stiftung, Friedrich-Ebert-Stiftung, Studienstiftung des deutschen Volkes, dann sehen wir, da kriegt jemand, der promoviert, 1.350 Euro. Und wenn man das vergleicht mit dem, was wir eben durch die deutsche Sporthilfe bekommen, dann ist das, glaube ich, gut vergleichbar und es müssten dann auch entsprechende Zahlungen sein. Also ich glaube, das ist auch etwas, was vielleicht das BMI noch mal mitnehmen sollte in der Frage, wie können wir es schaffen, sowohl, dass die Sporthilfe ein bisschen mehr private Gelder organisiert, aber dann vielleicht auch noch mal einen Zuschlag aus öffentlichen Kassen bekommt, damit eben am Ende des Tages, wenn der Athlet im Fokus steht, dann auch mehr beim Athleten direkt ankommt. Das ist vielleicht auch die Frage, wie das BMI das Ganze sieht. Herr Böhm, bitte. Ja, vielen Dank. Also zu den Zahlungen und Transparenz. Besuch auf unserer Internetseite weist für jeden Verband die Zahlung aus. Natürlich immer nur retrospektiv. Wir haben vor, das ist auch mit dem DOSB so besprochen, dass wir in dem System, wo wir uns jetzt bewegen wollen, maximale Transparenz schaffen wollen. Das heißt, wir wollen dieses Attributensystem transparent machen und ins Netz stellen, sodass jeder weiß, warum er was bekommt, warum es nicht bekommt und damit es auch die anderen wissen, sodass auch der Eindruck, der mal vermittelt wurde, da würde im Hinterzimmer irgendwas ausgekungelt, dem vollkommen entgegentreten wird. Wir bekennen uns dazu, sowohl der Sport wie auch wir, dass wir das transparent machen wollen, dass jeder nachvollziehen kann, wer warum was bekommt und woran es liegt, dass der eine mehr und der andere weniger bekommt. Das zu der Frage vielleicht und dann gerechte Athletenförderung. Herr Steininger, wir haben grundsätzlich zwei Säulen sozusagen der Sportförderung in Deutschland. Einmal die Strukturförderung, sage ich es mal ein bisschen grob, was die öffentliche Hand macht. Und dann sozusagen die pekuniäre, unmittelbare Athletenförderung durch die deutsche Sporthilfe. Das ist aber nicht die ganze Wahrheit, sondern wir hatten ja eben auch schon die Sportförderplätze, die Herr Menning ja auch eben noch mal thematisiert hat. Wir haben in etwa 1250 Sportförderplätze auf Bundes- und Landesebene, 944 beim Bund, ich glaube 250 bei den Ländern, vor allen Dingen bei Polizeibehörden, Hessen zum Beispiel. Das heißt, gut ein Drittel aller Athleten bekommen ja sozusagen auch damit eine pekuniäre Unterstützung durch den Staat,
und auch teilweise eine begleitende Berufsausbildung bei der Bundespolizei und Ausbildungsmöglichkeiten auch beim Zoll und vor allen Dingen auch bei der Bundeswehr. Das heißt, ein Drittel bekommen auch da eine unmittelbare Förderung. Und insofern ein weiteres Element, was wir mit der Sporthilfe jetzt im Frühjahr hat der Minister vorgestellt, dass das Element Sprungbrett, das BMI, das heißt bei der Deutschen Sporthilfe, die die pekuniäre Unterstützung der Athleten macht, hat sich das BMI mit einem Baustein einer nachsportlichen Karriere engagiert. Das heißt, wir zahlen jedem Athleten, der vergleichbar im wissenschaftlichen Bereich so eine Art Credit Points hat, der also in der Vergangenheit sportliche Erfolge erzielt hat, je besser, desto mehr, desto stetiger, sozusagen eine dreijährige Förderung bekommen kann zur beruflichen Qualifizierung, und zwar nicht nur im Hochschulbereich, sondern auch in einem handwerklichen Bereich, wenn einer eine Meisterprüfung machen will oder Techniker werden will. Das wird als verlorener Zuschuss 3 Jahre lang bezahlt. Also Herr Böhm, achten Sie bitte ein bisschen auf die Zeit. Wenn in Ausnahmefällen das mal ein Semester länger dauert, wie im Üblichen beim BAföG auch, dann ist auch das möglich. Also auch da engagieren wir uns. Gut, vielen Dank. Das Wort geht an die SPD-Fraktion, den Kollegen Matthias Schmidt. 7 Minuten. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich finde die Diskussion um die duale Karriere jetzt sehr spannend, Herr Hensel. Darum, ich würde gerne noch mal nachfragen und an das anknüpfen, was Herr Böhm gerade gesagt hat. Müssen wir nicht verstärkt auf die Zeit nach der Karriere schauen, um die Zeit der Karriere zu stärken? Also haben Sie da Anregungen für uns, die wir hier mitnehmen können? Also ich denke, eins ist ja aus der Diskussion bisher klar geworden, Athleten sind kein Material, über das wir mal eine gewisse Zeit verfügen, da hoffen wir, dass es klappt und danach interessiert uns nicht, was damit weiter passiert. Ich denke, wir sind hier und stehen hier in einer besonderen Verantwortung, was die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen betrifft. Erste Feststellung. Zweite Feststellung, und ich komme nur aus einer Sportart, wo wir relativ hohen Anteil an Abiturienten zum Beispiel haben, sehr stark gefordert sind in dieser Fragestellung. Und da im Hinblick auf all die Gesellschaften in Entwicklung, die kennen Sie viel besser als wir, von Regelstudienzeit bis hin frühen Berufseinstieg, diese Dinge sind vorhin alles genannt worden, haben wir Rahmenbedingungen mitzuschaffen. Ansonsten hören Athleten auf. Wir haben Medaillengewinner von Junioren, Welten, Europameisterschaften, die sagen nach dem Medaillengewinn, danke, das war mein Leistungssport. Die Orientierungen sind ganz andere. Ich möchte, was weiß ich, die Praxis meines Vaters übernehmen oder sonst etwas. Ich orientiere mich woanders hin. Dazu gehört nicht nur eine Förderung in der Zeit finanziell. Ich glaube, wir haben noch eine Verantwortung in eine andere Richtung. Die Dinge mit Universität, Kooperationsvereinbarung und, glaube ich, haben wir ausdiskutiert. Wir diskutieren heute über Altersversorgung zum Beispiel. Und wenn wir nicht nur darüber reden, ob die Miete aktuell bezahlt werden kann oder das Auto, das Benzingeld und zum Training zu fahren, ich glaube, dann sind wir vielleicht gemeinsam und Sie vielleicht noch viel stärker gefordert, darüber nachzudenken, ob man zum Beispiel für die Phase einer Kaderzugehörigkeit Altersversorgungsansprüche erzielen kann. Ich glaube, das ist in der jetzigen gesellschaftspolitischen Diskussion ein ganz, ganz wichtiges Signal. Hier geht es manchmal wirklich nicht im Einzelfall darum, 50 oder 100 Euro mehr oder weniger, sondern hier geht es um solche Grundsatzfragen. Also das wäre meine Bitte. Ich glaube, da kann der Sport nur Bittsteller sein, hier entweder gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen oder aber, jetzt muss ich wen auch immer angucken, mit Versicherungsgesellschaften oder anderen, irgendwelche Modelle mal zu entwickeln, ob für einen kurzen Zeitraum von 4, 5, 6, 7 Jahren auch Altersversorgungsansprüche, ich habe keine Ahnung, ob Rente, ob aus einer freien Versicherung oder wie auch immer. Ich glaube, das wäre momentan ein ganz, ganz starkes Signal auch in die Athletenschaft hinein. Vielen Dank, Herr Hensel. Eine weitere Nachfrage des Kollegen Matthias Schmidt, danach die Kollegin Engelmeier. Ja, also von mir aus auch nochmal vielen herzlichen Dank für die Aussagen jetzt. Ganz anderes Thema, wissenschaftliches Verbundsystem. Herr Gebauer, ich würde Sie gleich gerne fragen. Herr Hörmann hat vorhin mal gesagt, das System ist noch nicht ganz zu Ende gedacht, da wollen wir was machen, aber müssen wir noch ein bisschen weiter drüber nachdenken. Aber in der Analyse steht es hier in unserem Konzept schon drin, wie es bisher läuft. Und da wollte ich Sie fragen, ob Sie das so unterstützen. Bisher zu wenig praxisorientierte Wissenschaft, stimmt das? Defizite im Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Praxis, ist das so richtig? Und zu wenig wissenschaftliche Begleitung, insbesondere Forschung. Und daran anschließend, Herr Beer, die Institute IAT und FES leisten in Deutschland was ganz Besonderes, wo wir in der ganzen Welt drum beneidet werden. Können Sie sich vorstellen, wenn das jährlich ausgeschrieben wird, dass Universitäten ähnliche Leistungen erbringen? Herr
Professor Gebauer mit der Bitte um eine möglichst kurze Antwort. Ja, die Antwort ist ja. Also vielleicht... Besser geht's nicht. Vielleicht ganz kurz noch zwei Zusatzbemerkungen. Das liegt natürlich nicht unbedingt an der Wissenschaft alleine, sondern es liegt auch daran, dass die Interaktion zwischen Wissenschaft und Sport nicht besonders gut funktioniert. Also auch der Wissenstransfer, den man als Wissenschaftler, wenn man wissenschaftliches Wissen anbietet und Wissen auch veröffentlicht in Buchverlagen, die finanziert werden vom Sport, von der Sportorganisation, das aber da nicht wahrgenommen wird, nicht gelesen wird. Ja? Also wenn man über duale Karrieren zum Beispiel ein ganzes Buch schreibt, dann wird das auch nicht gelesen. Also ich meine, da muss man von beiden Seiten mal schauen, dass man näher aneinander kommt. Das ist einmal eine Sache der Wissenschaft, die muss auf den Sport zugehen, tut sie aber zum großen Teil auch. Es ist aber auch Sache der Sports, und ich sehe, dass Sportorganisationen den festen Willen haben, das zu tun, sich zu öffnen und sich wissenschaftliches Wissen besorgen und auch offen sind für Diskussionen mit Wissenschaftlern. Da hapert es nämlich auch ein bisschen. Wunderbar, vielen Dank. Herr Dr. Baerbitt. Ja, zu der Frage, was wissenschaftliche Begleitung für den Leistungssport leisten kann und soll, unter welchen Rahmenbedingungen das möglich ist, denke ich, muss man vorausschicken, dass die Verbände, die Sportarten natürlich eine praxisnahe Begleitung brauchen, und sie brauchen eine prozessbegleitende Betreuung. Die muss Kontinuität haben. Und die muss auch zu schnellen Ergebnissen kommen. Also ein Trainer hilft es nichts, wenn er die Aussicht hat, in 8 Jahren eventuell dann nach umfangreichen Analysen sozusagen dann Auswirkungen für sein Training ableiten oder Ableitung zu treffen für sein Training. Und vor diesem Hintergrund, denke ich, ist unser System gut aufgestellt mit IAT und FES, weil dort die Kontinuität sichergestellt werden kann. Wir brauchen die enge Anbindung an den Trainingsprozess von diesen Instituten. Und wir sind als Olympiastützpunkt ja an diesem FSL-System, Forschungs- und Serviceverbund Leistungssport, auch mit integriert. Also wir können uns durchaus arbeitsteilig auch die Ressourcen in diesen Prozess einbringen. Die OSPs mit einem noch stärkeren Praxisbezug als das IAT. Also die klare Antwort, ich denke, eine Ausschreibung kann immer ein ergänzendes Element sein. Wenn mehr Geld ins System reinkommt, wäre das sicherlich auch wünschenswert. Aber wir sollten das bestehende System nicht schwächen, indem dort Ressourcen herausgezogen werden. Herzlichen Dank. Frau Kollegin Engelmeier, bitte. Naja, wäre ich mal dem Papst Forstritt in einer Minute schnell die Frage und die Antwort zu bekommen. Herr Bär hat uns gerade, meine Frage geht an Herrn Schimmelpfennig. Herr Bär hatte uns ja gerade über die Wichtigkeit der Bundesstützpunkte und die Verzahnung, die enge Arbeit miteinander gehört. Es steht jetzt im Raum, ich habe es gelesen, 20% der Bundesstützpunkte sollen geschlossen werden. Herr Schimmelpfennig, können Sie mir sagen, wie mit einer Schließung von Bundesstützpunkten die Nähe zum Nachwuchs fernab der Heimat vielleicht gelingen soll und wie sich die Arbeitsverträge mit den Trainern an den Stützpunkten verhindern? Drohen Schließungen, Entlassungen, Entschuldigung. Also, Herr Schimmelpfennig, bitte. Genau, dazu ganz kurz, diese Reduzierung ist da. Die Idee, die dahinter steckt, ist, dass es keine weißen Flecken gibt, sondern dass an den Stellen, wo wir diese Strukturen haben, eben über die Landesmittel dann auch eine Nachwuchsförderung weiter betrieben wird. Die Reduzierung soll dazu dienen, dass man an den Standorten, wo man dann eben die Anerkennung bekommt, wirklich konzentriert unter noch besseren Bedingungen, optimierten Bedingungen in allen Bereichen an den dann anerkannten Bundesstützpunkten arbeiten kann. Und von daher ist eben dann auch die Frage, und das ist auch die Position der Länder, dass man erstmal klären muss, wie werden zukünftig die Bundesstützpunkte ausgestattet mit Bundesmitteln und Ländermitteln. Und wenn das klar ist, was an Bundesmitteln in den Bundesstützpunkt geht, dann können die Länder auch entscheiden, inwieweit sie in der Lage sind, die Landesstützpunkte, Nachwuchsstützpunkte, die Spitzenverbände gerne hätten, dann eben auch mit Landesmitteln auszustatten. Vielen Dank, Herr Schimmelpfennig. Das war noch perfekt in der Zeit. Das Wort geht an die Kollegin Kunert von der Fraktion Die Linke. Ja, meine Frage geht an Herrn Bürgi, die nachgeholte Frage. Sie schlagen vor, wenn man sich also wirklich an Medaillen als eigentlichen Maßstab für sportliche Erfolge orientiert, schlagen Sie vor, die Komponenten mit gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Anliegen zu verbinden. An welcher konkreten Stelle kann was, würden Sie vorschlagen, kann man in diesem Reformeckpapier genau diese Dinge benennen? Vielen Dank. Noch einmal. Für mich müsste das ganz am Anfang stehen. Ich denke, das Ziel wird ja deklariert eigentlich im Eckpunktepapier, und dort gehört eigentlich diese Erweiterung der Ziele hinein, oder? Also. Frau Kollegin Kunert, bitte. Ja, sagen Sie mal konkret, was Sie da rein formulieren würden. Also ich habe, ich muss das ganz schnell vornehmen.
Da geht es beispielsweise um die um Werte, die auch vorher erwähnt wurden, Persönlichkeitsbildung, Identifikation, Vorbildfunktion des Spitzensportes. Da geht es um wirtschaftliche Dimension, also welche Wertschöpfung hat der Spitzensport beispielsweise. Da geht es um weitere gesellschaftliche Aspekte, beispielsweise Jugendliche mit dem Leistungsgedanken zu konfrontieren, Leistung als etwas Positives auch darzustellen. Also das sind Dinge, die ich glaube, die auch da irgendwo hineingehören, weil sie eben diese, aus meiner Sicht, ja, einseitige Fokussierung auf den Erfolg etwas erweitern, und dadurch wird eigentlich der Leistungssport auch, weniger, also die Akzeptanz des Leistungssportgedankens ist dann eigentlich größer. Dankeschön. Frau Kollegin Kunert. Das würde ja bedeuten, dass wir das Papier in der jetzigen Form zurückstellen und genau am Anfang diese breite Debatte führen. Ich habe gesehen, Herr Hörmann nickt nämlich bei diesem Punkt, aber das ist genau das Problem, dass wir eben genau aus dieser... Sie nicken immer, das ist gefährlich, Herr Hörmann. Ich habe eine Frage noch an Herrn Hensel. Sie haben vorhin gesagt, es gäbe bessere Kriterien als Medaillen. Herr Hensel, bitte. Welche sind das? Herr Hensel, ja. Na, ich glaube, so habe ich es nicht genau formuliert. Ich habe gesagt, allein an Medaillen festzumachen durch eine Ziffer ist für mehr als problematisch. Ich denke, wir müssen klar die Frage beantworten, wo wollen wir im Weltsport stehen? Ist der Platz Nummer 5, wie wir es in Rio hatten, das, was unser Ziel ist? Wenn es das ist, müssen wir alles tun, damit wir Fünfter bleiben und gegebenenfalls besser werden. Und die Frage ist, woran leitet es oder woraus leitet sich dieser Platz 5 ab? Momentan aus der Medaillenwertung in der Rangfolge Gold vor Silber vor Bronze. Da muss ich eigentlich gar nicht notieren, brauche ich mehr oder weniger, sondern ich muss immer mehr haben als der Sechste. Also anders ausgedrückt, die Nationenwertung wäre für mich in Verbindung mit solch einer Definition ein wirklicher Maßstab. Plätze 1 bis 8 und dann unter den Top 5, das werden Sie nie schaffen. Jetzt komme ich mal drauf, weil immer die Sorge besteht, aber dann fallen die Medaillen ja hinten runter. Das werden Sie ohne Medaillen nicht schaffen. Aber wir sollten uns aus dieser Falle befreien, der letzten Jahre, in dem der deutsche Spitzensport ja gestanden hat, Medaillenprognosen und Medaillenkorridore und dieser ganze Kram. Ich glaube, das ist ausführlich diskutiert. Man kann alles tun und planen und Rahmenbedingungen schaffen, um den Spitzensporterfolg wahrscheinlicher zu machen. Eine Garantie dafür, dass nur wirklich eine Medaille oder nur ein vierter oder ein siebter Platz bei der Enge in vielen Sportarten dabei rauskommt, den hat niemand. Also ich würde mir da wünschen, dass man dann einfach ganz klar sagt, wir wollen auf Dauer gemeinsam zu den Top 5 oder 6, man hat, soll man Mut haben, sagen Top 3, Herr Hörmann, muss man haben, aber da muss man wissen, dann sind die USA, dann sind China, dann sind Russland, doch. Jetzt hat bitte der Herr Hensel das Wort, sonst geht es im Protokoll durcheinander. Herr Hensel, bitte. Also ich denke, dass man das klarer definieren sollte und nicht jetzt machen wir eine oder ist unser Ziel, eine Medaille mehr, weniger oder mehr in Tokio zu machen. Das wird sich aus so einer allgemeinen und grundsätzlichen Zielsetzung ergeben. Oder geben wir uns damit zufrieden und sagen, nein, wir nehmen teil, wir nehmen auch immer erfolgreich teil, egal wie erfolgreich auch immer. Aber das ist ja nicht Zielsetzung, denke ich, aller. Das darf man hier vom Grundsatz her mal sagen. Gut, vielen Dank. Das Wort geht an die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Kollegin Lazar. Herr Schimmelpfennig hat ja vorhin von den Übergangsjahren gesprochen, wie Sie sich das so vorstellen. Meine erste Frage wäre noch mal in Ihre Richtung. Ist denn insbesondere für das nächste Jahr, sprich 2017, schon genügend konkrete Vereinbarung mit dem Innenministerium getroffen, was die finanzielle Ausstattung für die ersten Monate, sprich für das erste Jahr, anbetrifft? Wir haben den aktuellen Stand der Haushaltsplanung. Das ist angesprochen worden. Es ist ja auch kritisch angemerkt worden von den Verbänden, dass wir in Teilen eben auch eine Ausstattung haben aufgrund der Tatsache, dass 5 olympische Verbände dazugekommen sind, die nicht der Ausstattung entsprechen, die man in diesem Jahr hat. Das ist natürlich für einen Reformstart nicht optimal. Da muss man sehen, ob es eine Möglichkeit gibt, noch nachzubessern.
Mit den Verbänden werden wir so verfahren, wie wir es auch in der Vergangenheit gemacht haben. Das heißt, die Verbände brauchen die Zeit bis Ende diesen Jahres, um in Ruhe auch den letzten Olympiazyklus zu analysieren. Dann werden wir in die bisherigen Zielvereinbarungsgespräche, die sonst in den ersten 3 Monaten gehen, in 6 Monaten gehen, weil wir viel mehr zu besprechen haben mit viel mehr Partnern. Und auf der Grundlage wollen wir das Programm für 17, 18, 19, 20 aufstellen für die einzelnen Jahre mit einer Nachjustierung, so wie ich es beschrieben habe. Dann auch mit den Ergebnissen der Potters-Analyse für die beiden letzten Jahre für Tokio. Und jetzt geht es eben auch schon darum, dass wir mit den Verbänden auch über Programme sprechen, nicht nur für die Athleten, die wir Richtung Tokio aufbauen, sondern auch diejenigen, die in dem Perspektivkader 8 Jahre bis zu den Spielen eben möglichst schon ab dem nächsten Jahr eben entsprechend gefördert werden. Wir haben ganz, ganz viele Elemente, die heute auch besprochen werden, wurden, die sich entwickeln müssen, die wir auch entwickeln müssen, die wir auch jetzt in Gesprächen mit den Landessportbünden, zum Beispiel DOSB-Landessportbünde, die Spitzenverbände mit den Landesfachverbänden und, was schon angesprochen ist, Bund und Länder. Auch das, da brauchen wir die Zeit sicherlich zur Umsetzung in 17, um dann in 18, 19, 20, Idee ist, ab 1.1.19 diese neue Reform komplett umzusetzen. Frau Kollegin Lassar, bitte. Er würde sich an Herrn Böhm meine Frage anschließen. Als der Minister de Maizière vor 3 Wochen bei uns im Sportausschuss das Konzept vorgestellt hat, hat er sich ja auch zu einer eventuellen Anschubfinanzierung vor 2017 geäußert. Können Sie uns mitteilen, ob sich jetzt in den letzten Wochen was getan hat? Ein paar Wochen bis zur Haushaltsaufstellung haben wir ja noch. Haben Sie da Neuigkeiten? Herr Böhm, bitte. Neuigkeiten, definitive, habe ich noch nicht. Und die Haushälter haben es auch nicht gerne, wenn man solche Dinge verkündet, bevor sie von den Haushältern beschlossen sind. Der Minister hat am 18. Gespräche mit den beiden zuständigen Haushältern geführt. Und zu dem Ergebnis kann ich noch nichts sagen. Das werden Sie verstehen, das kann ich nicht machen, wenn die Haushälter nicht entschieden haben. Aber es sind intensive Gespräche geführt worden in die Richtung, die angedeutet worden sind, die angedeutet worden ist. Und ich bin eigentlich zuversichtlich, dass wir an der einen oder anderen Stelle da auch was erreichen werden. Gut. Frau Lassar, bitte. Noch eine ganz kurze Frage noch an Herrn Böhm. Es gibt ja jetzt in dem Konzept viele neue Gremien und Kommissionen. Ist da zu befürchten, dass bei dem Konzept es da, sage ich mal, zu viele Verwaltungskosten gibt, indem das dann alles administriert werden muss? Stichwort Bürokratiemonster. Genau, dass also sozusagen zu viel für die Bürokratie ausgegeben wird und zu wenig für die Athleten und Trainer übrig bleibt. Herr Böhm, bitte. Diese Sorge habe ich nicht. Ja, weil mit dieser Potters-Kommission, die jetzt ja in dem Papier vorne auch dargestellt ist, wird keine Riesenbehörde aufgebaut, sondern es behandelt sich dabei um 5 Personen, die institutionell jetzt auch schon gibt und vielleicht 3 Verwaltungsbeamte, die das Ganze administrativ unterstützen. Das ist schon alles. Und alles, was in den Strukturgesprächen, das ist ja quasi der zweite große Bereich, der sich mit den Fragen beschäftigen wird, da sind diejenigen beteiligt an den Gesprächen, die auch bisher die Gespräche geführt haben, bei Zielvereinbarungsgesprächen, bei Meilensteingesprächen. Das ist eine andere Zusammensetzung, es hat eine andere Zielrichtung, weil wir einen homogenen, einheitlichen Bescheid machen wollen, der bruchfrei ist. Aber das ist jetzt nicht mit mehr Aufwand verbunden. Und die Förderkommission als drittes Gremium, die da steht, die ist ja auch institutionell aufgestellt mit DOSB, BMI und Länder, soweit sie da betroffen sind. Das ist kein zusätzlicher Aufwand. Mehr als eine Minute Zuschlag gibt es nicht, Herr Böhm. Damit haben Sie das genau hinbekommen. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Sachverständige, wir sind am Ende der offiziellen 5 Fragerunden. Ich frage aber, gibt es aus den Reihen der Fraktionen noch weiteren Fragebedarf? Das ist erkennbar nicht der Fall. Damit kommen wir dann zum Ende dieser öffentlichen Anhörung. Ich darf mich insbesondere bei den Sachverständigen, die sehr geduldig und gleichzeitig sehr ausführlich Auskunft gegeben haben, bedanken. Die Diskussion wird weitergehen, da bin ich sicher. Ich wünsche allen einen guten Heimweg.